Oh, da seid ihr ja endlich. Kommt doch rein, bevor wir das Intro machen. Hallo, da seid ihr ja endlich. Herzlich willkommen zu... Jetzt verstehe ich den Joke. Das ist gut, ne? Ja. Und ich auch. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass du da seid. Seit einer Woche. Wir auch. Ja. Und ich warte auf das Go von der Regie seit einer Woche. Ist es gekommen. Ja, ich war leider krank. Sorry dafür. Danke, dass ihr so flexibel wart, weil ich dachte schon, das wird heikel, einen zweiten Termin finden, weil es nicht so einfach alle an einen Tisch kriegen. Sieht aber gut aus. Es ist tatsächlich für uns, du kennst uns ja auch, vollgepumpt. Freitagabends ist ja bei uns Partytime. Yes. Ja, ich kenne euch doch. Normalerweise gehen wir in die Clubs in Hamburg und auf Ibiza. Das und schlägt eine Kerbe in unsere Feieraktivität. Jedes Mal, wenn wir ankündigen, kriege ich Anrufe von Clubbesitzern, wütende. Was machst du? Wir Kinder brauchen eine Spange. Heute aber vielleicht auch noch mehr, weil ihr seid ja auch am Start. Geld. Guten Tag, alle, die nicht Party macht heute Abend. Und morgen Abend, Doppelabenteuer oder was? Heute ist Doppelabend, ja, wir sind heute Abend da und morgen Abend. Wir spielen es jetzt so schnell durch. Ja! Also, es ist nicht zu erwarten. Zusammen. Erfahrungsgemäß ist ja meistens so, ich habe nicht so viel geschrieben wie die letzten Male, sondern ich habe eine ganze Struktur gebaut. Also, ich habe jetzt so eine Mischform gemacht aus dem, wie die neueren Abenteuer sind von anderen Welten und wie Morrow & Manor funktioniert. Würde mich sehr wundern, wenn ihr weiterkommt. Also ich gehe davon aus, dass ich morgen den Tag damit verbringe, das Abenteuer runterzuschreiben, damit wir noch alles schaffen. Eher als, dass ihr jetzt zu schnell vorankommt. Aber naja. Er unterschätzt vielleicht auch ein bisschen, wie intelligent wir spielen. Ja. Wir haben schon einiges, seit dem letzten Mal ist einige Zeit quasi... Okay, wir machen das. In vier Jahren ist Dialoge laufen viel passiert. Dialoge laufen sehr fokussiert, sehr schnell, wir reden auch schnell. Was? Hallo, kleines Mädel, was geht ab? Welcher Charakter kann am schnellsten reden? Deiner wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht. Du machst das immer ganz gut, aber wir dürfen nicht so viel drum herum reden. Wir müssen einfach Fakten, point. Fakten, keine Nameshow oder Fakten, wo wir als nächstes sind. Wir laufen dahin und sagen, wir nehmen uns eine Kutsche, so den schnellsten Weg. Aber Party machen wir schon, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Immer. Ja, klar. Aber gut, dass du Fakten sagst, weil jetzt darf ich zu dir rübergeben, denn wir haben heute tatsächlich einen Sponsor und du hast die Ehre anzukündigen, wer das ist. Oh, warte, ist das unser erster Sponsor, den wir haben bei Pen & Paper? Nee, wir hatten... Fast. Ich habe mal Sponsor. Ich übergebe an dich, Nils. Ja, herzlichen Dank an Asus, die heute an Bord sind und uns ausgestattet haben. Insbesondere natürlich Hauke in erster Linie mal ausgestattet haben. Herzlichen Dank. Ich habe mit diesem wunderschönen Laptop hier. Fantastischen Laptop. Das ist Asus Zephyrus M16. Du kannst ihn ja gerne mal zeigen. Ultra schmal, wenn du ihm mal so ein Profil zeigst. Ist das so ein LED-Bohnen oder was? Yes. Ja. Ich habe das erst auch gar nicht gesehen. In der Kamera sieht man das richtig gut, wenn das im Licht wendet. Oder? Fantastisch, ne? Ich würde sagen, der am besten spielt heute Abend, kriegt den halt auch. Ja, wir werden ihn verlosen. Aber das habe ich da natürlich noch nicht gesagt. Aber die schicken uns bestimmt sonst weiter. Ja. Nein, also ist ein Gaming-Notebook, wie man sieht, trotz seiner schmalen Maße ist da ordentlich Power drin. Ich kann ja mal sagen, was wir da drin haben, nämlich Intel Core i9-Prozessor und NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte. Laptop. Also das, ja, in dem Laptop, genau. Also das ist eine richtig Powermaschine. Und das hast du ja schon angesprochen, diese LED-Dinger, die kann man dann auch ein bisschen selber bestücken. Wir haben dann so eine schöne Bohne drauf gemacht. Ihr könnt natürlich auch ein Bild von euren Partnern da irgendwie drauf machen, wenn ihr wollt. Oder eine Bohne. Oder eine Bohne. Genau, und wir haben gesagt, ja, geil, aber das können wir nicht annehmen, deswegen könnt ihr das haben. Und zwar werden wir das verlosen, oder ihr könnt es gewinnen, besser gesagt. Und zwar geht ihr dazu am besten mal auf den Blog auf Rocket Beans TV, da findet ihr alle Informationen. Und sehr gut gemacht. Dann bleibt es noch, ja, danke zu sagen, ne, für den Support. Dankeschön. Ja, danke an Asus, genau. Und wie gesagt, ihr könnt den gewinnen, also schaut einfach mal vorbei. Haben wir, glaube ich, gerade eingeblendet, den Link, wie du angekündigt hast. Ich finde den Deckel echt nice, sorry, ich muss noch mal sagen. Der ist ganz geil. Ich habe das erst auch nicht gesehen, aber als man es in der Kamera gezeigt hat, hat man es auch gesehen. Ja, wir haben ja sehr viel Scheinwerfer, ne? Wenn man es ein bisschen dunkler hat, sieht man es natürlich noch besser. Oh, Licht wird heute auch richtig gut. Aber wir sind in der Pre-Show. Ja. Ich habe eben von euch schon gehört, dass, ich glaube, fast alle habt ihr gesagt, ich habe mir noch mal ein bisschen was angeguckt. Ja. Ich glaube, alle außer mir, wenn ich ehrlich bin. Wir haben euch nämlich die Charakterbögen hingelegt. Vorweg, wir spielen wieder im How to Be a Hero-Regelwerk. Das ist wesentlich einfacher. Das heißt, ne, bei euch kein großer Stress. Ich mache aus dem Kopf so ein bisschen so eine Mischvariante, damit es einfach super einfach ist. Man würfelt auf Werte. Wir haben schon mal eingetragen die Dinge, die eure Charaktere können. Aber es stehen noch keine Werte dahinter. Die diktiere ich euch jetzt, weil ich dachte, es hilft, glaube ich, sowohl euch als auch allen, die heute zuschauen, so ein bisschen. Denn ihr könnt natürlich wieder ganz begeistert mitmachen. Wir haben die Hashtags bestimmt gleich in der Bauchbinde. Wir sind auf Twitter aktiv, im Forum könnt ihr vorbeigucken und wir werden auch wieder Fanarts und alles einblenden. Geil.
Außerdem, wenn ihr Fragen zu den Charakteren habt oder zu irgendwas, Social Media kommt bestimmt gleich noch mal reingehuscht, sobald die fertig sind, die Bögen, macht ein schönes Foto und postet dann mal, damit man einen Überblick hat, wie die Charaktere funktionieren in diesem Regelwerk. Ich habe auch noch ein sehr mysteriöses Paket. Ich weiß nicht, wie lange das auf meinem Schreibtisch liegt, der ja eigentlich unser Schreibtisch ist, der ja eigentlich irgendein Schreibtisch ist. Wir haben nämlich ganz viele Einsendungen. Also ich wollte nur sagen, also ich habe es mal mitgebracht. Ja, ja, gerne. Auf den großen Geschenkhaufen. Ich nehme an, das hat mit Modern Manner zu tun, weil da richtig so eine schöne Wachspress-Versiegelung dabei ist. Aber vielleicht ist es auch noch irgendein anderes Pen and Paper. Kannst du gleich gerne auspacken. Dann lass uns doch mit deinem Charakter anfangen, dann bist du nämlich fertig. Du hast nämlich auch die meisten Werte auf deinem Charakterbogen. Ja, ich habe ja auch keine Zeit. Das Leben. Dann können wir nämlich danach, kannst du dann nämlich mal das Paket auspacken, weil während ihr gleich eintragt, lese ich nämlich auch schon mal vor. Unterhandeln hast du als Graf Mon schießen. 65 hast du da. Aha. Alter. Wie, Entschuldigung, ich war gerade von meinem eigenen Haha so begeistert. Es ist ganz geil, dass dein Charakter Karate auch kann. Naja, im fernen Orient gelernt. Du hast 20 unter den in Karate. Größten Meistern ihres Faches. Hast du Schießen eingetragen? 65. Du kannst auch ohne Hilfe nicht mal laufen. Ja, aber damals, ich war ein junger, spring ins Feld. Die Theorie von Karate. So, Moment, was war nochmal? Schießen hast du 65? Du musst, sag, gib mir erstmal die Zahlen. Eine 65. 6 und dann eine 4. Ja, ja. 65, Karate. Dann kommt Karate 20. 20. Dann Stehlen. Bei Stehlen hast Karate du 60. 20. Das wundert mich. Karate 20. Ja, nee, okay. Das ist so geil. Ich hatte das 0 auf dem Schirm, dass dieser Charakter Karate kann. Ha. Ja, ich dachte Karate 20, pass auf. Verstecken 45, wusste ich auch. Was? Stehlen 60 erstmal, Simon. Stehlen 60. Ja, habe ich weiß aber danke. Noch, sein Charakter hat nämlich mehr Punkte als die anderen, weil wir damals hast, du hast weniger Lebenspunkte als die anderen. Ah, ich habe die eingetauscht. Du hast Rücken minus 5. Lebenserfahrung. Rücken minus 5 hast du ja. Das erzählt richtig erst Schießen. Klappt nicht, dann Karate, klappt auch nicht. Dann klaue ich was und verstecke mich und habe andere Schmerzen. Wichtig ist, du kannst dir dadurch bei oben behandeln, schreib dir da mal eine 2 rein, weil das sind die geilsten Blitzpunkte. Ist das dann auch so in der Kutsche, wenn man zu ihm sagt, kannst du mal ein bisschen Platz machen, dann sagt er, nee, geht nicht, ich habe Rücken minus 5. Also wenn ich sagen würde, er will was hochheben, würde ich sagen, dann würfel mal auf Rücken, bitte. Und Rücken hat halt minus 5. Da sehe ich aber ein T-Shirt mit hinten drauf, würfel mal auf Rücken. Rücken minus 5. So, dann hast du bei Wissen, Mechanik, 45. Wo habe ich das gelernt? Da muss ich Architektur. Muss ich mein eigenes Buch mal nachlesen. Yeah. Entschuldigung, Architektur? 45. Das macht ja noch Sinn. Irgendwann mal ein Anwesen geplant oder so, ne? Gekauft. Geplant. Wissen, Handel 30. 30. Und Wirtschaft 20. Das ist komisch. Wie habe ich es? Wahrscheinlich Adel einfach. Ja, theoretisches Wissen um. Ich habe geerbt. Also ich bin auch nicht selbst. Ging aber so ein paar Würfelproben daneben. Jetzt, du hast dann da oben eins bei Wissen. Einen Geistesblitzpunkt hast du auf die Kategorie. Okay. Erkläre ich euch dann nochmal, was das ist. Ich meine, eigentlich ist ja so, dass der Reichtum kommt ja eigentlich von seinem Charakter. Ja. Aber das haben wir uns noch nicht überlegt, wie das eigentlich rein in die Lore reicht. Das habt ihr einfach nie wirklich aufgeklärt. Nee, aber lass es uns auch durchgespielt, ja. Das ist, glaube ich, was für später. Interagieren. Das ist Smalltalk 30. Kunst und Kultur 20. Oh, nur 20. Gesellschaft 20. Hey, du hast mir nicht genug Punkte gegeben. Ich will zu viel. Einschüchtern 20. Und was ist Lügen? Auch 20. Auch 20. Da war ich faul beim Verteilen. Das hast du einen Punkt dann auf die ganze Kategorie. Also kannst oben bei Intergame wieder eine 1 eintragen. Ey, aber ich bin sehr zufrieden. Ich mag ihn. Er ist ein guter Charakter. Ich mag ihn. Vielseitig. Ich wünsche dir Religion, Nihilismus. Für den Rücken. So, dann kannst du, wenn du möchtest, das Paket auspacken. Dann würde ich rüberspringen zu Lord Henry. Sehr gerne. Und dann können wir bei dir einmal eintragen. Mhm. Wie gesagt, ich fand das ganz gut, dass wir jetzt auch so eine Zusammenfassung für alle nämlich. Dann haben wir nämlich bei Handeln, dass du duellieren 80. Mhm. Hast du dann einen Punkt in der Kategorie. Ja. Und dann bei Wissen hast du gar nichts tatsächlich. Weiß nichts. Ich bin klug. Da hattest du irgendwie Sachen reingeschrieben, alles wieder rausgeschrieben und doch in Interagieren gepackt. Du hast nämlich Manipulieren 80. Alter. Das passt. Menschenkenntnis 80. Talent ist heute gar nicht mehr, aber lassen wir jetzt drin. Ja. Führen hast du 60. Lügen hast du 60. Und Einschüchtern hast du 40. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Tendenz, wie du durch dieses Abenteuer kommen willst. Nee, ist ja, du bist ja die ganze Gruppe duelliert halt. Ja. Wird es in Anbetracht vergangener Abenteuer eine Anpassung der Werte noch geben? Also, das machen wir dieses Mal nicht. Es kommt gleich noch ein Punkt, wo ich euch gleich noch. Also, doch, machen wir schon. Ich gebe euch gleich noch mal Punkte, die ihr verteilen dürft am Ende, wenn alle ihre Sachen haben.
sage ich gleich nochmal, ihr kriegt nochmal Punkte. Aber nicht jetzt sowas wie, Simon, du hast letztes Mal mit einem Revolver jemanden erschossen, deswegen kriegst du jetzt noch Punkte. Nee, das ist, weil wir diesen Regelwerksprung gemacht haben, halte ich es jetzt einfach und sag gleich euch, ihr kriegt alle einfach blank nochmal Punkte, die ihr verteilen dürft oder neue Talente machen. Bei neuen Talenten würde ich aber gerne eine Erklärung hören, woher das jetzt kommen soll. Ja. Weil es ist nicht viel Zeit vergangen zwischen dem letzten Abenteuer und diesem Abenteuer in der Welt. Schon mal die erste Information für uns. Aha, wir wissen nämlich nichts. Naja, aber solange Simons Charakter noch lebt, kann die Zeit nicht lange sein. Apropos, wir wissen nichts. Dann lass uns doch mal so Earl D. Wins. Auf deinem alten Bogen ist ein S durchgestrichen, ein T. Ja, weil Simon das durchgestrichen hat. Und jetzt heißt du Earl D. Winson. Simon hat es durchgestrichen. Ich weiß doch, wie sie heißen. So, du hast auch richtig viel Zeug. Du hast Faustkampf 45. Yes. Nachtsicht 15, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass du das hast. Ja, da macht das vieles hast du nicht auf dem Schirm gehabt, was ich hatte. Meinst du nicht Nachsicht? Reparieren 10. Ja. Verstecken 80. Ja, klar. Handwerken 20. Heben 20. Klar. Kochen 10. Ja. Ich benutze Heben. Das ist insgesamt, kriegst du damit, wenn das hier stimmt, tatsächlich auf die Rubrik 3 Punkte sogar. Siehst du? Nee, 2. Entschuldigung. Ach, schade. 2 Punkte. Ach, Mann! Loser. Bist du sicher? Ja. Schade. Dann Das Messer auf Wissen hast du Flora und Fauna 20. Jupp. Auffassungsgabe 40. Ja, bitte unterstreiche ich nochmal doppelt. Gesellschaftsformen 20. Mhm. Lebensmittel 20. Ah. Mhm. Gifte 10. Mhm. Wow. Medizin 10. Mhm. Mathematik 40. Geil, Alter. Und dann bei Interagieren hast du Menschenkenntnis. Wie viel Punkte habe ich in Wissen? Entschuldige, das sind auch 2. Jupp. Und dann hast du bei Interagieren Menschenkenntnis 10, Lügen 20, Verwirren 10. Kein Problem. Und Beruhigen 10. Das ist insgesamt ein Punkt bei Interagieren. Geil. Tatsächlich auch ganz witzig, weil wir da eben oben schon bei, wie gut die Gruppe ist. Das ist eine der vielseitigeren Gruppen auf jeden Fall. Als ich mir die Bögen nochmal anguckt, hat man gemerkt, ihr könnt sehr vielseitige Dinge. Mhm. Apropos Vielseitigkeit, kommen wir zu François Guillaume de Tesserac. Du hast bei Handeln Angeln 30. Das ist dein einziges Handeln. Ich angel gern. Ja, ja. Und dann kommt Wissen. Medizin 100. Aber du hast dann keinen Punkt bei Handeln übrigens. Also Medizin 100. Mhm. Psychologie 50. Auffassungsgabe 30. Englisch 40. Latein 30. Historisches Wissen 30. Und moderne Apparaturen 40. Oh. Mhm. Da hast du 4 Punkte in der Kategorie tatsächlich. Und dann Redegewandtheit hast du 50. Das ergibt einen Punkt bei Interagieren. Aber da fehlt noch Echauffieren. Ja, der wohl wichtigste. Kannst du gerne dazu schreiben. Das hatte ich doch richtig hochgeskillt. Das war aber bei Ultra Core, da hast du Echauffieren. Naja, mit Tantra Lagoon. Tantra Lagoon. Ja, ich glaube, haben das nicht alle meine Charaktere? Also, echauffierst du dich gerade darüber? Was jetzt auf jeden Fall noch kommt, ihr bekommt alle jetzt nochmal 40 Punkte, die ihr verteilen dürft, auf alle Talente, die ihr habt. Mhm. Oder ihr müsst mir erklären, warum neues Talent Sinn macht. Wenn ihr jetzt sagt, aus irgendeinem Abenteuer habe ich irgendwas gemacht, das rechtfertigt, dass ich 40 Punkte habe. Und ein Vorschlag für neues Talent ist, das haben wir nämlich letztes Mal gesagt, Witze erzählen oder Witz. Weil sehr viele von euch benutzen Witze als soziales Talent eigentlich. Also ihr macht halt Scherze mit anderen und versucht dadurch, dass diese Charaktere im Abenteuer euch wohlgesonnen sind. Mhm. Und das ist eigentlich ein Talent. Naja. Aber das heißt, wenn ich einen Witz mache, musst du eine Probe würfeln. Und wenn ich die faile, dann findet die andere Person das nicht witzig. Du kannst trotzdem guten Witz erzählen, aber du hast nicht den Humor der anderen Person. Das ist ja unrealistisch. Siehst du? Doch, ja, echauffieren. Also jetzt zum Beispiel ein praktisches Beispiel. Weil es Sinn macht, tanzen. Ich bin einmal, weil es Sinn macht? Generell oder hier in dem Abenteuer? In einem der Abenteuer habe ich doch eine 1 gewürfelt und habe dann das ganze fahrende Volk weggedanced. Erinnerst du dich noch? Stimmt, ja, das recht. Ja, also das tatsächlich ist etwas, ohne das, ne, aber tatsächlich tanzen ich sinnvoll, macht Sinn, oder? Kann sogar 10 Bonus so draufschreiben, plus die 40. Das ist ein guter Punkt. Du hast tatsächlich damals eine gute Probe gemacht. Aber es ist Interagieren, ja, ne? Ich hätte halt jetzt würde ich unter Handeln machen. In meinem immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ne? Es sind immer ein bisschen Überschneidungen, aber ich würde das bei Handeln machen. Okay. Weil du hast ja kein theoretisches Wissen zu tanzen. Du hast einfach eine natürliche Begabung. Okay. Mich wundert ein bisschen, dass ich bei Handeln hätte ich jetzt eigentlich gedacht, sowas wie verarzten oder so wäre ja eigentlich sinnvoll. Ich glaube, da haben wir damals drüber diskutiert, als wir das erste Mal die Charaktere gebaut haben, weil wir gesagt haben, Medizin ist so ein Beispiel für, das ist eine Überschneidung aus praktischem und theoretischem Wissen. Ne? Das heißt, wenn du jemanden verarzten willst, lass ich dich auf Wissen Medizin würfeln. Das spielt einfach keine, weil
das ist so eine dolle Überschneidung. Ne? Ja, klar wirst du medizinisch, handwerklich besser, aber es ist ein Wissenstalent. Okay. Ja, also, ja, also diese Humor-Thema ist dann wie bei Ultracore quasi, ne? Genau. Da haben wir das ja so gemacht. Genau, also, Witz oder so Humor übernehmen. Wäre genauso. Das ist dann einfach, ist mein Charakter witzig? Und bei Ultracore haben wir das immer so als Gag gemacht, würfel mal auf irgendwie, ne, Witz auf Humor. Aber es ist schon wirklich ein Talent, weil das kann einem Charakter krass helfen. Ne? Gaukler funktionieren komplett darüber, dass sie lustig sind. Ja, ja. Also, was ist dann nicht unmöglich, dass eure Charaktere mal einen Witz erzählen. Es ist nur, wenn ihr könntet dann in der Situation sagen, vielleicht bringe ich den einfach zum Lachen. Was mit Kitzeln? Kommt drauf an, Kitzeln 100. Ob dein Gegenüber das erlaubt oder nicht. Bleiben Sie stehen! Talent, das ist. Ja, bleiben Sie stehen. Wenn wir den Endboss von Modern Manor besiegen, den Kitzeln. Ja, außer Gefecht kitzeln. Kurz nochmal zum, Entschuldigung. Ich habe Tanzen bekommen, plus 10 sozusagen. Mhm. Und dann könnte ich die anderen 40 noch verteilen. Könntest du auch verteilen, könntest du theoretisch tanzen oder auf andere Sachen gehen. Habe ich jetzt aber auch komplett verteilt. Also ging, okay. Ne? Ja. Bekomme ich bei Handeln jetzt, Entschuldigung, noch einen dritten. Wer ist der? Du musst die alle zusammenzählen. Und wenn du über 250 als Gesamtwert kommst, würdest du einen dritten Punkt da kriegen. Okay. Dann bekommt ihr diese Geistesblitzpunkte. Und diese Geistesblitzpunkte sind quasi, wenn ihr eine Probe aus der Gruppe nicht schafft, könnt ihr einen Wurf nochmal machen. Einmal pro Abenteuer, das kostet einen Geistesblitzpunkt. Mhm. Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Hier oben diese Zahl, die wir da hingeschrieben hatten, diese 4 zum Beispiel, bedeutet, dass du 4-mal in diesem Abenteuer, wenn du irgendeine dieser Proben nicht schaffst, darfst du sagen, ich würfel die nochmal, die Probe. Das bald, und kannst einen wegnehmen. Aber dann ist einer davon weg, von diesen Geistesblitzen. Ja. Nur für dieses Abenteuer. Danach hast du den wieder. Und das ergibt sich aus dem Gesamtwert in der Gruppe. Also du hast irgendwas über 350, dann wird aufgerundet bis zu 450, dann wird wieder zu 5 aufgerundet und so. Du bist halt in Wissen einfach super stark, deswegen hast du da so viele und in Handeln gar nichts. Grenze war 250? 250, dann runden wir auf. Und das bei 350 auch. Deiner ist sowieso schon relativ. Also, das fühlt sich für dich jetzt zwar frustrierend an, du hast aber am meisten. Deiner war vorher optimal gebaut. Du hast halt dreimal wurde aufgerundet bei dir. Yes. Nice. Jo, also, was du bei mir manchmal sagst, glaube ich, so, wenn ich, so, dass du dann so, ich habe ja diverse soziale Skills, aber du willst dann immer einen sehr präzisen haben. Wenn ich diskutiere dich immer mit dir und sage, okay, wenn ich diesen Menschen in dem Moment manipuliere, interessanter zum Spielen. Ja, genau, aber dann sagst du oft so, ja, mach mal auf, würfel mal auf Schmeicheln oder sowas. Ja, ja. Und für mich ist es gerade eine Manipulation. Und du sagst dann, aber okay, das ist jetzt sehr eine konkrete, du versuchst zu manipulieren, ist überschmeicheln. Halt so, manipulieren ist halt so groß, ist immer so schwer zu sagen. Ist ein bisschen Powergaming. Aber deswegen, also ich könnte natürlich jetzt Schmeicheln nochmal mit reinnehmen. Aber es ist halt auch, ich habe keinen Bock, nochmal jetzt die gleiche Ultracore-Geschichte zu machen. Aber es ist schon so, dass der Charakter ja auch oft irgendwelche zynischen Sprüche bringt oder irgendwie so dumme Witze macht, so jetzt anders als Ultracore. Aber ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, die gleiche Konstellation nochmal haben. Also, ich glaube, das, was ich meistens mache, ist halt, wenn du dann auf sowas wie Manipulieren würfelst, neige ich dazu, dir das eher zu erschweren, weil das so allgemein ist. Wenn jetzt mal ein Charakter vor dir steht, der sehr empfänglich für Schmeicheleien ist und du auf Schmeicheln würfelst, kriegst du eher einen Bonus. Ah. Das heißt, ein spezifisches Talent werde ich immer großzügiger behandeln als ein sehr allgemeines. Wie Menschenkenntnis ist halt super stark, ne? Und wenn du jetzt aber Lügen würfelst, um zu erkennen, ob jemand lügt, finde ich das immer besser, als wenn du sagst, ich würfel Menschenkenntnis, ob jemand lügt. Okay. Will ich immer erschweren. Bei Lügen werde ich immer sagen, das ist genau, was du versuchst rauszufinden. Ne? Und wenn jetzt jemand versucht, dich beim Handeln übers Ohr zu hauen und jemand würfelt, und ich glaube, Simon hat Handel als Wissenstalent, würde ich sagen, da würde ich immer einen Bonus drauf geben, weil das ist ja spezifisch, was jetzt gerade passiert, über ich möchte Menschenkenntnis würfeln, um rauszufinden, ob der mich übers Ohr haut. Ja. Ihr kriegt übrigens gleich alle auch noch, wenn ihr fertig seid, Dämonologie. Denn ich glaube, das ist was, das uns so ein bisschen durchgerutscht ist, dass ihr eigentlich mittlerweile so viel über Dämonen gelernt habt im Verlauf eurer Geschichte. Dann bei Wissen. Kriegt ihr alle als 30 als Grundwert schon mal. Ich glaube, das haben die zwei von euch haben das doch schon, oder nicht? Ich glaub, Eddie einer Simon, hatte oder? Dämonologie hier. Ich glaube, es kann sein, dass wir das in den Tiersbogen mal reingeschrieben haben. Hat Eddie nicht so mal auf Dämonologie gewürfelt oder sowas? Kann sein, dass wir das in den Tiersbogen geschrieben haben, weil ich habe jetzt die alten Bögen einfach wieder genommen und quasi beim Umschreiben hatte ich die reingeschrieben. Okay, das sind wahrscheinlich dann aber nicht die von Walpurgisnacht. Nee, genau, das meine ich. Mein, weil da ist nämlich noch was passiert. Genau. Und ich meine nämlich, dass du mal auf Dämonologie gewürfelt hattest. Ich weiß nicht. Jetzt habt ihr nicht die Teile geguckt? 30, genau. Nur den ersten. Könnt natürlich mehr drauf geben, ne? Aber. Ja, es sind so viele. So viele gute. Das ist so lang auch. Ja. Ich hatte überlegt, dass ich deinen 2 Stunden auf das Recap nochmal gucke. Also mit deinem Meta-Kommentar. Dann hätte ich das auch von Nils Recap
machen müssen. Ja, Recap, das wäre geil gewesen, wenn wir so. Das wäre lustig. Das ist auch einfach, kannst dann das von mir auf ihn, auf immer einer sagt das Recap. Wir fangen erstmal an, das Recap von Hauke zu Tears nochmal zu gucken. Wir sehen, das war krass, das nochmal zu gucken. Ey, da hatte ich richtig viel von vergessen. Auch wie viel Content das einfach ist, ne? Krass, das sind so viele Stunden. Das ist einer da. Da darf man nicht zurückgucken, einfach weiter nach vorne. Einfach gar nicht mehr überlegen. Da sind halt ein paar Situationen drin. Oder was? Also der Sprung ist krass von dem, von Tears, wie ihr da so spielt, zu, und ich habe dann direkt danach, glaube ich, Ultracore die erste Folge oder sowas geguckt. Und das sind ja Meilen dazwischen, ne? Also wie ihr da spielt, also wie gut ihr deinen Charakteren schon seid. Aber du und so auch. Und so reinfindet. Du warst auch scheiße bei Tears. Es gab schon Situationen, wo ich richtig dumm war. Ja, ich halt auch so als Spielleiter einfach voll so mitgerotzt habe und hat überhaupt keinen Sinn gemacht, einfach so. So, oder weißt du noch, der eine Typ, der da 100 Bogen hatte und dann kein Pfeil. Ich sag echt gar nichts. Keine Zeit, einen Bogen herzustellen aus einem Kasten. Du hast voll dein Fett wegbekommen. Ja, Mann, ich habe auch während des Guckens saß ich da und dachte, wie gemein wir zu Budi waren. Weil auch ich immer so, Budi sagt euch so, Budi. Manche wurden von Dinosauriern gefressen. Oh, ich erinnere mich. Das heute, bis heute immer mal ein Beispiel, wenn Leute sagen, ah, die Jungs, ne, die sollten ja auch mal sterben, das muss auch gefährlich sein. Sterben ist fast immer nur Kacke. Die Jungs vor allem. War auch ein schöner Moment, da denke ich wirklich gern dran. Na, bei Dysnomia seid ihr gestorben, ne? Das Abenteuer. Ja, am Ende. Das einzige Ding, was ihr, glaube ich, nicht geschafft habt. Wo, aber da wolltest du das. Sterben auch. Hatte ich fünf. Ihr habt halt nicht verstanden. Ja, aber also, ihr habt da einfach das Abenteuer nicht durchschaut. Und das lag aber auch daran, glaube ich, das dass ich toll. Eure ja, voll Bock gemacht, ne? Ich habe eure Charaktere als sehr wenig gelenkt. Und dadurch hatte die alle Charaktere, die in diesem Setting sich sehr schwer getan haben und dadurch einfach nicht alles gefunden. Und dann, dafür war es aber auch dadurch ein cooles Abenteuer, ne? Weil, voll, also du warst schon auch so, dass du gedacht hast, ich töte die jetzt mal. Nee. Das heißt, du redest dir das ein, während die anderen immer, ist eigentlich für mich sowieso egal. Wenn ich euch nicht töte, sagen alle Zuschauer, oh Mann, der ist immer so großzügig, ne? Die sterben nie. Und wenn ihr sterbt, sagt ihr danach zu mir, ja, jetzt wolltest du aber auch, dass ich über den Jordan gehe, ne? Aber ich meine, theoretisch können auch wir heute Abend draufgehen, oder? Ihr könnt in jedem Abenteuer. Ich habe mal eine Frage, weil es gab dieses Recap und da habe ich festgestellt, dass ich bei einem Abenteuer irgendwie später dazu kam. Ja. Und dann haben die so im Chat gemeint, ich war krank an dem Tag und bin dann aber doch gekommen. Ja, war's ja auch. Aber wie kann das sein? Ja, du warst krank zu Hause und dann. Krank zu Hause, bist du dann als Überraschung doch noch gekommen. Du hast es dir angeguckt im Stream und dann hast du gesagt, ich halte es nicht aus. Sozusagen, nee. Doch, 100%. Wir haben das so einen Luftballon. Ich habe live von dir im Stream entschieden, krank doch einen noch Tag zu kommen. Vorher wusstest du schon, dass du krank sein wirst, weil du halt doll krank warst. Ja. Und dann hatte ich das Abenteuer schon umgeschrieben, dass du halt nicht drin bist und so. Und das passte irgendwie sowieso, weil irgendwer hatte uns, glaube ich, so eine Fiole geschickt. Dann haben wir gesagt, du bist so als. Und dann hast du gesagt, ich komme jetzt doch. Das war das und dann Fieber. Haben wir spontan entschieden, dass wir deine Stimme reinspielen, so tun, als ob du von zu Hause im Voice Call bist und in Wirklichkeit bist du hier in der Regie. Aber ich war doch krank. Nee, du bist dann doch gekommen. Du hast dich herge. Es war eine andere Zeit. Es war vor Corona, da konnte man sowas noch machen. Ja. Ja, für euch, ihr dachtet halt, das ist während des Streams, aber du hast kurz vor der Sendung gesagt, ey, ich hatte keine Erinnerung mehr. Und die Leute haben mich dann im Chat gefragt, was war denn? Und ich so, weiß es nicht mehr. Ich habe mich nicht mal mehr daran erinnert, dass ich irgendwie krank. Und dann hast du kurz vorher aber gesagt, ey, weißt du was, ich habe voll Bock, ich komme trotzdem. Und das hatten wir im Slack, wussten das halt schon, nur ihr wusstet das. Ich hab mal ein Beispiel genommen, nein, Quatsch. Alter! Ich mach Spaß, Leute! Just kidding! Andere Generation. Ich muss mal kurz, hier, Hauke. Ich habe eine echt wichtige Frage. Du hast ja eben gesagt, wir können sterben. Ja. Also, ich habe beschlossen, dass mein Charakter, wenn er stirbt, auf jeden Fall nicht sterben wird, sondern als Geist weiterlebt und leider Winston er hat noch nicht erfüllte bis zum Aufgaben. Ende seines also Lebens plagen wird. Also, du hast dich unsterblich gemacht. Naja, vielleicht besitze ich ja, vielleicht kann man da was deichseln. Graf Mon hat nicht verstanden, dass man Geist wird, weil man selber noch was nicht erledigt hat. Er denkt, wenn Winston kann er auch einfach Winston ein Geist. Winston ist noch nicht erledigt, das kann ja wohl nicht sein. Ich meine aber eher, vielleicht habe ich halt irgendein Item, irgendwas, was mich halt dazu befähigt. Ich sag ja nur. Ich find's lustig, wir sind jetzt Dämonologen. Wir haben sehr viele Einsendungen natürlich. Ich will auf jeden Fall weiter mal. Ja, ich zeig mal eine erste so als Einleitung. Und ehrlich, du bist eh nutzlos. Und dann kann ich das gerne abends noch. Körperlich zumindest ja. Der Reiserevolver. Guck mal, Annika geschickt. Oh. Alter. Annika ist erst 12. Der Blutmond. Mega cool. Alter, what? Trotzdem arbeitet man von Hand, das zu malen. Hat auch so einen super schönen Umschlag dazu und so. Und wir haben ganz viele Einsendungen bekommen. Vielen Dank, ey. Annika, ihr findet. Annika, sagst du. Liebe Rocket Beans, mein Name ist Annika, ich bin 12 Jahre alt und ein riesen Morrigan Manor-Fan. Ich fahre dieses Wochenende in den Urlaub und kann deshalb nicht den vierten Teil live sehen. Wir haben es extra verschoben, Annika, macht keine Sorgen. Trotzdem habe ich dieses Bild gemalt und hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß, eure Annika. Lieben Dank, Annika. Hier ist auch unten auf das Brief, seid ihr auch noch so als Silhouetten drauf gemalt. Wow, ach, geil. Das ist immer, dass es klein ist. Ich erkenne direkt, das ist ja mega gut.
Ja, ich erkenne dich auch sofort. Ey. Ich glaube nicht, dass das jemand gemalt hat, der 12 ist. Ich glaube, das ist eher Horst 48. Der schreibt der, ja 12. Der einfach der wollte, dass wir sein Bild zeigen. So, dass, das hat 4 Jahre dran gearbeitet. Wir haben ganz viele Einsendungen bekommen. Ich habe die hier alle rumliegen. Kann ich habe die jetzt ins Abenteuer eingebaut. Kann ich genau, kurz, super ja, gerne, ja, das musst du in dem Sinne nicht einbauen, weil es keine Kräfte hat, aber es ist auch super schön. Und ich kann jetzt nicht den ganzen Zettel und alles vorlesen, aber es ist echt schön. Gib's ich verteile es mal an dich und an dich und an dich. Du kannst es hochheben Dinge. Vielleicht. Ja, genau. Und zwar sind das, wir haben ja mal eine Religion gegründet, ihr erinnert euch noch, die Arö. Und da gab es diesen Gruß mit den Armen. Mhm. Und das ist jetzt ist als Ring. Also, es hat jemand weiß gefunden. Nicht, ob man das sieht, aber das ist diese Arme. Man sieht es, glaube ich, jetzt nicht. Also, ja, Mann, ich wünsche, man könnte so genau wie bei einem Fuß haben. Man kann es ein bisschen erkennen. Die Finger. Das ist ja mega krass. Das ist mega lustig, weil es auch mehrere sind für uns alle. Wir werden sie natürlich wahrscheinlich nicht tragen können, weil sie wahrscheinlich nicht die richtige Größe haben. Aber es ist ein tolles Ding. Vielen Dank. Und überall noch so ein Zettel mit einem Gedicht. Es ist teilweise nicht mehr zu lesen, um es mal zu zeigen. Bei mir ist es schon leicht. Aber es ist nochmal auch echt schön gemacht. Ich will es nur jetzt nicht alles, das würde so viel Zeit nehmen, das alles vorzustellen, aber vielen Dank. Und es lag schon echt lange rum. Wie gesagt, ich habe ganz viele Sachen hier liegen und ganz vieles davon gebe ich euch so im Laufe des Abenteuers, wenn ihr es findet oder nicht. Und wenn nicht, würde ich ihm am Ende nochmal alles in Ruhe vorstellen. Also morgen Abend nehme ich mir danach nochmal einen Moment Zeit, wenn irgendwas nicht gefunden wurde, zeig's nochmal und sag danke. Geil. Ja. Es geht wirklich gleich los, oder was? Ja, es geht nämlich tatsächlich jetzt gleich los. Wir würden jetzt noch mal kurz eine Pause machen. Die moderiere ich nämlich jetzt quasi an. Denn jetzt zeigen wir euch noch was. Wir haben nämlich noch was ganz, ganz Tolles zu zeigen. Es geht ja um Rollenspiele hier. Und in diesem Hause arbeiten ja tatsächlich 2, 3 Leute, die auch rollenspielbegabt sind. Unter anderem Steffen. Und der hat sogar ein Buch geschrieben. Das ABC der Rollenspiele. Da gibt es jetzt einen ganz, ganz hervorragenden Clip, der wird gleich gezeigt. Also eine Art Werbespot. Ist ein Werbespot. Und danach sind wir wieder da mit dem Abenteuer live. Wir freuen uns riesig auf euch. Morriton Manor, Soirée Bizarre mit allen. Bis gleich. Millionen Deutsche kennen das Problem. Ihre Freunde versammeln sich zu obskuren, seltsamen Pen-and-Paper-Abenden und man selbst kann nicht mitreden. Dafür bieten wir jetzt die Lösung. Das ABC der Rollenspiele. Lernen Sie alles über Begriffe wie Dungeons und Dragons oder andere seltsame Begriffe und reden Sie endlich wieder mit. Seien Sie endlich wieder Teil der coolen Partys. Jetzt zu kaufen, überall da, wo es Bücher gibt und bei Rocket Beans. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Pen and Paper, Morriton Manor, Soirée Bizarre. Es ist tatsächlich soweit, nach einer ganzen Weile sind wir endlich mal wieder in alter Belegschaft zusammengekommen und können unser Abenteuer weiterführen um die dämonologische Ermittlergruppe. So könnte man es am besten sagen. Ist hier vielleicht, ja. Wir haben gerade, Entschuldigung, was meinst du? Ich wollte sagen, vielleicht ist ja ein Geist, weil das Hackebeil ist einfach so aus dem Käse geflogen. Also ich habe mich schon gewundert, was so geknackt hat. Käsegeist. Wir haben eben schon an den Charakteren weitergemacht. Wir haben tatsächlich, danke an euch, an alle, die auf Social Media geholfen haben, noch so ein paar Fehler zu finden. Wir haben ein paar Sachen noch geändert, nachgetragen und so. Sind aber eigentlich jetzt schon so weit, dass wir relativ nahtlos ins Abenteuer starten können. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ja auch fleißig nachgeschaut. Wenn nicht, Pech gehabt. Warum guckst du mich so? Vier Jahre ist her, ne? Wirklich. Ich hab alle angeguckt. Wirklich 4 Jahre her. Wirklich? Das letzte Mal ist 4 Jahre her. Ende ist ein alter Mann. Ich vergesse das einfach. Du bist ja da, um mich zu erinnern. Nein. Ah, stimmt, das kann schon hinkommen, ja. Vier Jahre. Krass, ne? Ist halt 26. Oktober. Ohne halt dazwischen und so, ne? Heftig, ey. Ja, Mann. Ja. Geil, dass wir es machen, ey. Freunde, nach 4 Jahren geht's tatsächlich weiter. Ich würde dann mal den Prolog vorlesen, um euch so ein bisschen reinzuholen ins Abenteuer. Wir befinden uns in Paris am Hauptbahnhof. Euer Zug kommt mit einem Schnauben zum Stehen und eilig beginnt das Zugpersonal, eure unzähligen Gepäckstücke auf Rollwagen zu stapeln, welche bereits für diesen Zweck bereitstehen. Es war eine lange Reise, doch weniger beschwerlich, als ihr befürchtet hattet. Der Umweg war einer der Gründe, weshalb nicht alle in eurer Gruppe von der Idee begeistert waren, zuerst noch einen Abstecher nach Paris zu machen, bevor es endlich nach Berlin geht.
Paternostergasse 4. Die Adresse, welche auf den Schriftstücken von Herrn Strauß zu finden war, und eurer nun Jahre andauernden Suche nach dem Ursprung der offensichtlich zusammenhängenden übernatürlichen Zwischenfälle ein fruchtbares Ende bereiten könnte. Ja, sollte, möchte man jetzt sagen. Dr. Tesserac bestand darauf, der Einladung seines alten Freundes Dr. Hugo Carnot nachzugehen. Und auch andere von euch können nicht leugnen, dass die Aussicht auf einen der ersten Luftschiffüberfahrten von Paris nach Berlin wie eine angemessene Art klingt, zum Grand Finale des wohl wichtigsten Falles eurer Karriere anzureisen. Denn, wenn auch von einigen weiterhin belächelt, euch eilt ein Ruf voraus. Der Ruf der wohl fähigsten Ermittlergruppe in Sachen übernatürlicher, okkulter und sonderbarer Fälle und Ungereimtheiten. Ghostbusters! Freunde der Wahrheit! In der Pariser Société erwartet ihr dementsprechend einen angemessenen Trubel nach eurer Ankunft. Tesserac kennt seinen alten Freund Canon und erwartet eine Unterbringung im besten Hause am Platz. Bien sûr. Bisher wisst ihr aber nur, dass man euch am Bahnhof abholen möchte. Wer, wann und wie? Das ist das erste kleine Rätsel, welches es in der französischen Hauptstadt zu lösen gilt. Ihr steht also am Bahnsteig mitsamt all eures Reisegepäcks und schaut euch um. Lord Henry, Graf Mon und Winston schauen Tesserac fragend an. Mon Dieu, ich verstehe es nicht. Der müsste längst hier sein. Sie brauchen mich nicht so angucken. Normalerweise ist er ein Mann der Pünktlichkeit. Wir kennen uns und er weiß, dass ich es nicht tolerabel finde, nicht rechtzeitig abgeholt zu werden. Möglicherweise hat sich rumgesprochen, Lord Mon, dass immer Sie mit noch 37 Gepäckstücken angereist sind. Naja, die Hälfte davon sind ja, Dinge, die wir alle brauchen, ne? Also ein Ritter. Sie werden noch den Moment erinnern, an dem wir dann mehrere Ritterrüstungen brauchen. Ich schleppe gerade. Und dann sind Sie bereits eingepackt. Das sage ich Ihnen. Und entstaubt und eingeölt und gechromt. Graf Mon, schauen Sie die anderen Bediensteten an. Schauen Sie, sie sind glücklich. Das ist doch kein Glück, das ist oberflächliches Gegrinse. Diese Liebe, die wir untereinander haben, zwischen Bedienstetem und ihrem Gott sozusagen. Was bin ich für Sie? Ich weiß es nicht. Graf Mon, ich bin hier hinten. Entschuldigung, gehen Sie doch weg, warum gucken Sie mich überhaupt an? Ein irritierter Schaffner tritt zur Seite und... Ja, was ich noch fragen wollte, bekomme ich denn nun meine eigene Kutsche? Ihre eigene Kutsche? Ich dachte, wir verreisen zusammen, wie das gute Freunde machen. Wie der Pöbel. Wir würden gern jede Minute, die uns mit Ihnen doch bleibt, nutzen. Wir wissen ja nicht, wie lange Sie noch unter uns weilen. Das ist wahr. Es kann jeden Moment vorbei sein. Der Ass hat gesagt, die Hälfte meines Lebens ist bereits vorbei. Ja, tatsächlich haben wir eine Wette am Laufen, Monsieur Tesserac und ich. Oh. Wie lange Sie es denn wohl noch machen? Kann ich mit einsteigen? Sie nennen es Wette, ich nenne es Hoffnung. Und Sie wieder aus dem Bild raus. Ja. Um euch herum wuseln auch tatsächlich überall Leute. Ihr steht in diesem riesigen Bahnhof von Paris. Überall sind Leute, sind gerade aus der Bahn gestiegen. Ist so eine Art Kopfbahnhof in dem Fall. Das heißt, ne, ihr könnt quasi nur in eine Richtung raus. Also die Bahnsteige, die Züge fahren so ein und alle Dinge, es gibt nur einen Ausgang aus dem Bahnhof. Eure Koffer, wie ihr schon gesagt habt, Unmengen. Also wirklich Berge von Koffern, vor denen ihr so steht. Und in diesem Gewehr scheint zumindest jetzt noch nicht sofort jemand auf euch zuzukommen oder auf euch aufmerksam zu werden. Übrigens, Regie, wir hören im Studio noch keine Atmosphäre, falls es welche gibt. Also ich habe sie gehört, es gibt die auf jeden Fall, aber... Mhm. Monsieur Teresa, ich möchte gerne noch einmal nachfragen. Ihr werter Kollege, Dr. Hugo Carnot, woher kennen Sie den Herrn Carnot? Nun, er ist ein alter Kollege von mir, ich kenne ihn von der Universität. Wir haben viel gemeinsam durchgemacht. Er ist ein äußerst gebildeter Mann und normalerweise... Ich möchte nicht wieder sagen, es ist ein Chirurgenwitz, aber abgemacht ist abgemacht, sagen wir immer. Ja, Sie sind mir ein Satz. Er müsste eigentlich kommen. Nee, auf jeden Fall. Nicht. Also für dich auch, du kennst ihn, genau wie du gesagt hast, seit dem Studium. Sehr ernster Mann. Also niemand, der jetzt Witze erzählt. Und als er dir geschrieben hat, dass es eine Einladung gibt für eben diese erste Luftschifffahrt von Paris nach Berlin, war dir schon klar, das ist eigentlich kein Mann, der Vergnügungen zu schätzen weiß. Also du liest daraus...
es hat einen Grund, dass du eingeladen wirst. Und ja. Deswegen bist du dem auch nachgekommen, weil dir klar ist, der lädt mich nicht einfach zu irgendeiner Luftschifffahrt ein. Nun, man kann viel über Monsieur Canot sagen. Eins kann man nicht sagen, es macht keinen Spaß, die Zeit mit ihm zu verbringen. Das heißt, ich glaube nicht, dass er uns eingeladen hat, um uns zu zeigen, wie wunderschön Paris ist oder dieses Luftschiff. Ich habe die Vermutung, er möchte uns vielleicht auf einen Fall ansetzen. Ich denke, wir sollten in Zukunft mal darüber reden, ob wir uns nicht vorab darüber informieren, weshalb wir irgendwo hinreisen. Ich habe das Gefühl, das passiert uns häufiger. Ja, aber Reisen macht so viel Spaß. All die Koffer. Ja, die müssen Sie ja selber nicht tragen. Ja, sie doch auch nicht. Die sind jetzt auch alle auf so Gepäckwagen gepackt und es stehen so die junge Menschen da und warten scheinbar darauf, dass ihnen sagt, wo diese Koffer hin sollen. Da haben sie aber einen schönen Turm gebaut, nicht wahr? Das ist doch ganz beeindruckend. Schauen Sie doch mal. Nun gut, wir brauchen nun einen Kutsche. Ich schau dich fragen vor allem an. Ne? Die wissen natürlich, du bist eigentlich die Person, die ihnen sagen soll, wohin mit dem Zeug. Wie gesagt, es gibt quasi eh nur eine Richtung. Flieht, ihr Narren! Winston, machen Sie das doch mal. Reden Sie doch mal mit Ihren Leuten da. Ein wichtiger Zusatz. Wir werden ab und zu Akzente spielen, so wie du das tust. Vielleicht tue ich das mal bei Charakteren. Aber wie wir das auch immer machen, Sprachen spielen nur dann eine Rolle, wenn es fürs Abenteuer wichtig ist. Wir gehen davon aus, ihr könnt mit allen Menschen reden. Okay. Ihr müsst nicht die ganze Zeit Akzente imitieren. Ich werde das auch nicht die ganze Zeit tun, außer es trägt dazu bei, einen Charakter besser zu interpretieren. Es ist aber lustig, weil du hast ja extra die Werte Englisch und Latein. Ja, ja, das meine ich aber eben. Es kann zum Beispiel, wenn es ein Fachbuch ist, spielt okay, dann, das eine Rolle, ja. Ob man gut im Lesen oder Verstehen einer Sprache ist. Wenn jetzt aber in Fall, es wäre halt einfach nur nervig, wenn bei jedem Charakter jetzt niemand könnte ihn verstehen, außer Tesseract werden. Und wir können alle kein Französisch. Und ihr wart ja auch in Deutschland im letzten Abenteuer, musste nicht jeder Deutsch sprechen. Lord Tesseract, vielleicht können Sie noch mal auf den Brief schauen. Doktor. Das ist der Lord. Dr. Tesseract. Geht das jetzt bei Ihnen auch schon los? Entschuldigen Sie bitte, Lord. Nicht jede Person, mit der Sie sprechen dürfen, ist ein Lord. Bei Ihnen entschuldige ich mich nicht. Können Sie bitte noch mal auf den Brief schauen? Vielleicht steht da einfach eine Adresse auf dem Brief. War tatsächlich nur ein Telegramm. Also er hat wirklich nur so ein kurzes Schreiben bekommen mit einer Einladung. Nun, da steht nicht sehr viel mehr drauf, als dass wir uns hier treffen. Aber ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir einfach mal in die Haupthalle des Bahnhofes. Der Gare de l'Est ist ein sehr großer Bahnhof. Es ist sehr schwierig, hier manchmal Leute zu finden. Und vielleicht gehen wir einfach in die große Haupthalle, wo noch mehr Menschen sind. Wie heißt der Bahnhof? Gare de l'Est? Gare de l'Est. Nach wem ist der benannt, der Gare de l'Est? Nach Garde, dem großen Erfinder der Eisenbahn. Meinen Sie Wayne Gardet. Wayne Gardet Less. Das war doch der Vater von John Gardet. Ah. Na, den kenne ich doch. Ich erinnere mich. Johnson Gardet. Wir waren zusammen auf der Schule. Ja. Wayne interessiert's. Richtig. Deshalb gehen wir jetzt in die Haupthalle und gucken einmal. Vielleicht sehen wir dort jemand mit einem Schild oder etwas ähnlichem stehen. Einen Ritter vielleicht. Mein Gott, wir mischen uns heute so ein Schild, meinst du? Nein, ich meinte tatsächlich ein Schild. Ein Schild. Ich bleibe tatsächlich bei den Bediensteten, weil ich will nicht, dass die Sachen weggehen. Nee, also die folgen euch dann auch. Also ist gut, weil die gucken dich die ganze Zeit an und warten darauf, dass du was tust und folgen dir dann mit diesen Rollwagen. Alles Winston! Ist auch wirklich so eine ganze Karawane aus Rollwagen. Irgendwo gucken irgendwelche Ritterrüstungen raus und... Ja. Monsieur Wilson, können Sie darauf achten, dass alle Koffer mitkommen, bitteschön? Kümmern Sie sich um die Rüstungen, bitte. Niemals. Okay, ja. Dann gebe ich Ihnen Zeichen, mir wortlos zu folgen. Machen Sie. Also folgen dir anstandslos, ne? Ist auch wirklich klar, dass du hier die Verantwortung hast. Nice! Darf ich vorschlagen, dass wir mein magisches Monokel nutzen, um vielleicht herauszufinden, wo wir hin müssen? Oder du kannst das magische Monokel nutzen. Meine Herren, wie Sie wissen, habe ich ein magisches Monokel. Ich höre nie auf, darüber zu erzählen. Und ich kann es vielleicht nutzen, um uns einen Weg aus diesem Gedränge, aus diesen vielen armen Menschen der anderen dieses Monokel jemals benutzt. Ja. Wir haben es irgendwann mal schon als Taschenlampe, aber nur. Echt? Okay, ich wollte nur sicher gehen, ob du quasi würfeln musst, es dass die alles. Dir glauben, dass das ein magisches Monokel ist. Wir haben das, okay. Ach, ich jetzt hier, das Monokel. Männerhistorie 100, weil ich die Folgen geguckt habe, aber es ist tatsächlich so, wir haben es ganz viel benutzt. Ah, okay. Ja. Nun, Graf Mon, ich freue mich immer, wenn Sie das magische Monokel benutzen, aber auch ohne Monokel steht dort Ausgang. Ich kann es nicht lesen. Was steht da? Hauswand! Du guckst durch und du siehst tatsächlich nichts leuchten. Also nichts Auffälliges, keine Magie, die du sofort entdecken könntest. Ich kann Sie beruhigen, meine Herren, es gibt hier keine Magie. Da fantastisch, dann sind wir wirklich nur hier, um uns zu amüsieren. Wo sind denn hier die interessanten Orte in dieser Stadt, der Tesseract? Als ihr so in die Halle geht, seid natürlich auch eine rausstechende Gruppe, kommt eine junge Frau offensichtlich. Hallo! Hallo!
Eine junge blonde Frau kommt euch entgegen und es scheint ganz aufgebracht, hat auch so ein Schild unterm Arm, wo aber irgendwie nur so Gekrakel draufsteht. Und da sind sie ja, da sind sie ja, meine Herren, es ist mir eine Ehre. Hallo. Und schüttelt euch allen auch ganz aufgeregt die Hand. Eine junge, also wirklich sehr junge Frau. Au. Schüttel sie die Hand. Au. Hier kommt es vor, du durchgeschüttelt wirst. Und dann, verlierst ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe. Mein Kollege, Herr Gano, hat mich natürlich zu Ihnen geschickt. Ah, endlich. Wir haben schon überlegt, wo bleiben Sie denn? Es tut mir leid, Mademoiselle. Camille Bigot ist mein Name. Camille, oui, oui, sehr gut. Ah, Camille, darf ich Camille sagen? Natürlich, natürlich, Herr Tesserak. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit. Ah, danke schön, das ist lieb. Mademoiselle, können Sie uns sagen, wie kommen wir denn jetzt zu Herrn Gano? Oh, die Kutsche wartet bereits. Herr Cano hat natürlich, Dr. Cano hat natürlich im Club Bizarre für uns etwas reserviert. Der Club Bizarre hat wieder auf? Du hast noch nie vom Club Bizarre gehört. Ich habe noch nie davon gehört. Genau, das ist eher das Verwunderliche, weil eigentlich bist du in der Pariser Société, du kennst dich in der High Society. Club Bizarre, das habe ich noch nie gehört. Exklusivst, ein ganz hervorragender Laden. Vor 2 Jahren gegründet worden. Ich kann es nur allerwärmstens empfehlen. Na, wollen Sie noch etwas am Bahnhof machen? Nein, nein, ich bin auch hungrig und ich liebe italienisches Essen. Ich würde mir gerne noch, wenn es möglich ist, eine Zeitschrift kaufen über alte Herrenuhren. Haben Sie vielleicht zufällig Geld, Lord Grey? Selbstverständlich. Soll ich es anschreiben, so wie alle Ihre Ausgaben? Nehmen Sie einfach 1, 2 Bitcoins. Wie viel benötigen Sie denn diesmal, alter Herr? Ja, was kostet denn heutzutage so eine Zeitung? $100? Ich weiß es nicht. Woher soll ich das denn wissen? Wer weiß das denn? Sie wissen das doch. 2 Cent. 2 Cent? Ist das mehr oder weniger als $100? Weniger. Sommerlot. 2 Cent. Und ich werf sie einfach weiter und gebe ihm ins Gesicht. Madame, wie war Ihr werter Name nochmal? Camille Bigot. Okay. Was habe ich jetzt gekauft? Let's go, Camille Bigot. Was habe ich gerade gekauft? Ja, eine Tageszeitung. Das war mal auf Witz. Ich tanze. Oh, jetzt geht's los. Wie du tanzt. Ich tanze, vor Freude. Ich tanze. Okay, dann würfel mal auf Tanzen. Ja, okay. Ich würde mal behaupten, das würde ich dir um 20 erschweren. Ja, weil du fängst halt mitten am Bahnhof an zu tanzen. Ja, so ein bisschen schwingt halt. Ja, okay, okay. 30 habe ich da drauf. Ja, dann musst du 10 oder weniger. 87. Das, du fängst also offensichtlich an, dezente Steppbeinchen hinzulegen. Die Leute gucken dich eigentlich alle nur ein bisschen irritiert an. Ich höre auf. Und auch Camille ist so, Winston! Hören Sie auf, wie ein Wahnsinniger rumzutanzen! Okay. Ich muss mich entschuldigen. Oh, es war eine sehr lange, strapaziöse Reise. Vielleicht brauchen wir jetzt alle eine kleine Erfrischung. Ich würde sagen, lassen Sie uns doch möglichst schnell zum Club Bizarre, sagten Sie? Club Bizarre. Club Bizarre. Aufbrechen. Gerne, gerne. Die Kutsche wartet bereits. Und die Träger kümmern sich natürlich um ihre Sachen. Und die Träger gehen wirklich raus und fangen an, auf die zweite Kutsche mit so einem Wagen dahinter wirklich euer Gepäck alles aufzuladen. Das wird eine Weile dauern. Ihr seht aber auch tatsächlich sofort eure Kutsche da stehen. Ist eine relativ schnieke Kutsche. Es sind auch überall Menschen. Also der Bahnhof ist voller Leute. Überall wuseln Menschen herum. Wolltest du eine Zeitung jetzt noch oder nicht? Na, ich habe sie jetzt einfach aufgeschrieben und dachte, ich habe sie gekauft. Ich okay, sie ja quasi das müsste jemand machen. Irgendjemand muss eine Zeitung kaufen. Na, ich meinte vorhin, er schnickte mir die Kohle. Ich schnickte sie zum Zeitungsjungen. Der hat mir eine Zeitung zugeschnickt. Das war meine Frage. Ich gibt einen Zeitungsjungen. Ja, so, du kannst eine Zeitung kaufen. Schnipp, schnipp, Tageszeitung. Okay, du hast eine Zeitung. Wenn wir jetzt Zeit haben, gucke ich mich tatsächlich einfach mal um. Mhm. Also sehe ich etwas Auffälliges. Ist eine große Bahnhofshalle. Du bist natürlich jetzt nicht erfahren, wie Paris sich normalerweise anfühlt, aber für dich würde jetzt nichts ungewöhnlich herausstechen. Okay. Es ist so später Vormittag, ihr seid halt gerade erst angekommen. Wie gesagt, die Reise war nicht beschwerlich, also ihr seid jetzt auch alle nicht müde oder erschöpft oder so. Wenn du dich umguckst, würdest du nicht sagen, irgendwas ist anders, als es an einem großen europäischen Bahnhof normalerweise der Fall wäre. Ihr wart halt jetzt lange auch so in Dörfern, ne? Ihr seid ja aus dem Norden Deutschlands jetzt bis nach Paris gefahren. Ist vielleicht ein bisschen erschlagend im ersten Moment, dass wieder so viel los ist, aber ansonsten ist nichts ungewöhnlich. Ziemlich großer Umweg eigentlich. Ein Riesenumweg. Also das ist auch was, das in der Gruppe, wie gesagt, du bist auf jeden Fall einer von denen, der den nicht so nachvollziehbar findet, diesen Umweg. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie Graf Mon mit einem hohen technischen Wissen und einer Begeisterung für Technik war ganz euphorisch, als gehört wurde, ein Luftschiff, das ist, ne? Und ach, Luftschiff, wieder Luftschiff. In 2 Tagen wäre diese Luftschifffahrt eben und ihr seid zum Glück rechtzeitig angekommen. Mhm. Ja, ihr steht vor der Kutsche.
Ja, nun, wenn Sie mir die Tür öffnen, dann würde ich auch einsteigen. Die wird aufgehalten. Da steht schon, der Kutschfahrer hält die Tür für euch offen, den Hut respektvoll gesenkt und hält ihn sich vor die Brust. Nee, ich lege ihm so ein 5-Cent-Stück in den Zylinder, den er so auffällt. Ja, als wenn du in dem Moment, wo du das Geld rausholst, hält er den Zylinder auf, ja. Und er nimmt das sofort. Und geht in die Kutsche. Und mein Charakter geht direkt hinterher. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber meiner ist Kleptomane. Das ist wirklich so. Ja, keine Sorge, das ist eigentlich auch versucht so, also er macht's einfach. Ich weiß nicht, ob es dein Charakter mitkriegt. Meinem ist es eigentlich egal, aber er nimmt das galant wieder weg. Guckt sich das vielleicht so an, das ist ein bisschen zu viel. Vielleicht lege ich was Kleineres rein. Die Hälfte oder so. Also, du nimmst die 5 wieder raus? Ja, und leg ihm 2 rein. Ja, er nimmt das so hin, ne? Er kann ja wenig dagegen tun, ja, aber guck schon so ein bisschen. Moment, ganz cool. Ich nehme das so raus, wimm, für Sie. Und danach komme ich und sage, oh, Graf Mon, Sie haben was fallen lassen. Und nehme es raus und bringe die 2 Cent. Oh, danke. Simon hier, das haben Sie fallen lassen. In den Hut Moment, warten Sie mal, Sie haben so viel Schulden bei mir, das gehört ja wohl mir. Na gut, können Sie haben, bitteschön. Aber das wird auch abgerechnet. Fahrer steigt wieder vorne. Ich muss schon setzen, wütend den. Ich gucke den Fahrer an und schüttel ganz langsam den Kopf. Er rutscht zur Seite. Klopft so neben sich und macht den Platz für dich frei. Und ich setze mich tatsächlich neben ihn. Okay. Sehr gut, direkt mit dem Gemeinvolk. Es ist auch relativ eng hier in dieser Kutsche. Es ist gut, dass Sie draußen sitzen. So können Sie uns auch sagen, wenn es anfängt zu regnen. Je weiter ich weg von Ihnen bin, desto besser. Und die Tür geht zu. Bam. Okay, also ihr steigt alle in die Kutsche? Ja. Okay, die Tür wird hinter euch geschlossen. Camille sitzt mit euch in der Kutsche tatsächlich. Mhm. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so, dass Sie da sind, meine Herren. Die Tür geht zu und der Wagen beginnt durch die Straßen zu rollen. Über das Kopfsteinpflaster Paris. Für manche von euch natürlich auch total schön, das erste Mal in Paris. So, ich weiß, wart ihr schon mal in Paris? Du natürlich, aber... Ja. Du, Also, ja, nun, okay. Immer sonntags. Aber... Ihr atmet so ein bisschen die Atmosphäre der Stadt draußen, zieht die Szenerie vorbei. Ja, Leute winken und schon, oh, und überall ist so an den Straßenecken sitzen Leute und schlürfen Weinchen. Für dich kommt so richtig so ein Gefühl von Heimat auf. Du bist wieder zu Hause, endlich keiner macht mehr blöde Witze über deinen Akzent. Du bist halt wirklich, du bist hier aufgewachsen, das ist deine Stadt. Och, es ist so wunderschön, oder? Endlich normale Menschen hier. Es ist gutes Essen, Bildung. Wunderschöne Menschen, ja, richtig. Sehen Sie dieses Gebäude da vorne, diesen riesengroßen Turm? Niemand weiß, wie er genau heißt. Camille guckt auch immer ganz aufgeregt, sobald du irgendwas zeigst. Es ist ein merkwürdiges Gebäude, wir wissen nicht genau, wie es dort ist. Ist das nicht der Gardet-Turm? Das ist nach dem berühmten Physiker François Gardet? François Raphael Gardet. Absolut, absolut, die Herren, ich sehe, sie kennen sich aus. Du, selbstverständlich. Er war ein reizender Architekt. Erzählen Sie uns doch etwas über sich, werte Madame Camille. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu unserem mysteriösen Gastgeber Ganot? Ich bin die Assistentin von Dr. Ganot. Ich wurde jetzt geschickt, um Sie abzuholen und muss zugeben, ich habe die Aufgabe doch recht euphorisch angenommen. Das merkt man die nicht an. Ich meine, Sie sind... bekannte Herrschaften. Man spricht und spricht über kaum etwas anderes in der Pariser High Society. Haben Sie mein Buch gelesen? Welches? Das, das ist sehr gut. Ich sehe, Sie sind ein Fan. Alle? Haben Sie alle gelesen? Auch das Neueste. Ich schreibe gerade an einem neuen. Ich komme kaum hinterher. Manche verschlinge ich bereits zum dritten Male. Oh, ich werde Ihnen einen neuen entschuldigen. Wer hat einen hohen Wert auf Lügen? Wir alle? Nee, das habe ich 20 nur. Würfel mal eine Probe auf Lügen. 60, ganz normal. Ohne aber ist Redegewandt nicht auch Lügen? Deswegen sage ich spezifisches Talent in dem. Dem beiden? Oder? Oder Schmeicheln? Hat jemand Schmeicheln? Kann ich ein bisschen leiser machen? Oder dann würfeln wir auch Schmeicheln. Das ist noch besser. Aber das ist erleichtert. Schmeicheln wäre erleichtert um 20. Das ist schwer. Also kommt das gleiche drauf hinaus. Ja, aber... Alter! Kritischer Erfolg. Das ist ein richtig kritischer Erfolg. Das ist eine 100. Nee, das ist eine 0. Ach stimmt. Das ist eine 100. Das ist ein kritischer Misserfolg. Der erste Wurf nach 4 Jahren ist eine 100. Ich meine... Okay, das ist super. Nein, das noch. Das noch doch. Schön schneiden wir das raus. Dein Gehirn explodiert. Nee, ehrlich. Ist das jetzt ein Scherz? Nee, ist eine 100. Er hat einen kritischen Misserfolg. Das ist doch eine 0. Nee, also eine 001 ist eine 1. Es gibt keine 0.
Eine 1 ist das Kleinste, was wir. So deuten wir die Würfel quasi. Es gibt aber nicht eine 100 ist ein kritischer Misserfolg, eine 1 ist ein kritischer Erfolg bei uns. Also das wäre. Das ist das schlechtmöglichste Würfel. Das ist eine 1. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Genau, das ist das bestmögliche Ergebnis. Das ist das schlechteste Ergebnis, das man würfeln kann. Und wir wissen jetzt nicht mehr, was genau ich hatte. Vielleicht würfel ich. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, was du gewürfelt hattest. Hä? Aber nee, du möchtest keinen Geistesblitzpunkt verwenden, nehme ich an. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde davon abraten, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Nein, ich mache das nicht. Weil, wie gesagt, man kann sterben, ne? Und dafür sind Geistesblitzpunkte, um so richtig schlimme Dinger nochmal würfeln zu dürfen. ja. Also, selten jemanden getroffen, von dem du dir mehr über. Also, du bist so fest davon überzeugt, dass Camille eine herzensaufrichtige Person ist. Oh, Mensch. Also, würdest wirklich auch. Sie würdest verteidigen, wenn jemand diese Person in Frage stellt. Alles an deiner Menschen, also du würdest an allem zweifeln, was du über Menschen weißt. Camille, wenn jemand erzählen würde, dass Camille nicht ein aufrichtiges Herz hat. Sie haben so ein aufrechtes Herz. Ich möchte sie. Hören Sie auf! Sofort adoptieren. Ich hätte doch eine Stelle frei. Sie könnten sich um meine Finanzen. Ich werde feuerrot! Meine Söhne würden sich darum reißen, sie kennenzulernen. Und da sie ja nun auch biologisch nicht miteinander verwandt sind, da ist auch ihre gemeinsame Zukunft offen. Und danke, dass Sie diese offensichtliche Tatsache festgestellt haben. Ja, selbstverständlich. So bezaubert ihr Lächeln. Ich bin mit recht wenig Menschen verwandt, tatsächlich. Oh, könnte ich jetzt einer der Fun Facts, die es ja über mich zu erzählen gibt. Sind Sie, wie sind Sie denn auf diese Welt gekommen? Nun, eines Tages. Und so vergeht die Fahrt, während Camille euch eine wenig beeindruckende Geschichte von ihrer Empfängnis erzählt, die euch mehr als einmal peinlich berührt. Was allerdings tust du vorne auf der Kutsche? Der Fahrer sitzt neben dir, das Gleiche an dir. Jetzt zieht die Szenerie so vorbei. Du hörst Gemurmel und Geschnatter im Inneren der Kutsche. Mhm. Möchtest du irgendwas tun? Mhm. Ich guck den Fahrer an. Stupst ihn so an. Ja, vor dir sitzt, nur mal als Beschreibung, ne? Ziemlich bisschen grimmig reinguckend, aber einfach vielleicht auch nur ernst, ne, ist halt einfach sein Job. Hat einen Zylinder auf, ein bisschen in die Jahre gekommene Kutscherjacke, trägt Stiefel. Neben ihm steckt ein Gehstock in so einem Halter, also was auch für die so ein bisschen betagt spricht. Und offensichtlich natürlich dann wahrscheinlich nicht so gut zu Fuß, jetzt nicht das Beste, wenn man ständig auf die Kutsche und runter muss. Aber nur so als Detail, das dir auffallen könnte. Okay. Ich stups ihn an und greife in meine Tasche und hol tatsächlich so einen Whisky. Habe ich sowas? Also hatte ich tatsächlich einen Flachmann könnte. Flachmann, ja genau. Ja, klar. Gönn dir. Genau. Ja, klar. Doch, ich guck ihn wirklich einfach nur an und halte ihm das so hin. Dann, ja. Was ist in dem Flachmann? Whisky. Oder Brandy hatten wir, glaube ich, mal gesuppelt irgendwann in einer Abenteuer. Brandy fände ich, also ist nur wichtig, weil Brandy. Ja, okay, also Brandy ist drin. Okay. Und du hältst ihm den hin oder was tust du? Und guck ihn an und nix so ein bisschen. Er guckt dich an. Nimmt das an, riecht ein bisschen. Brandy ist scheinbar. Nimmt ein Schlückchen. Ich nehme es wieder zurück, trinke auch und auch. Und dann. Weck die Lebensgeister wieder auf! Und dann frage ich ihn. Ganz schön knausige Truppe, die dabei haben, was? Schlimmer als das. Wo fahren wir hin? Mir wurde gesagt, zum Club Bizarre. Wer ist denn eigentlich der Herr Dr. Carnot? Wissen Sie etwas über ihn? Sagt mir wenig, ehrlich gesagt. Ich habe die Dame heute zum ersten Mal getroffen. Und was ist der Club Bizarre? Ich fahre regelmäßig Leute hin. Ziemlich hippes Ding für die reichen Schnösel, die hier in der Stadt verkehren. Seit ungefähr einem Jahr ist er so richtig in Mode gekommen. Ständig setze ich da Leute ab. Das ist ja grausam. Mein herzliches Beileid. Ho, noch schlimmer ist ja, ich warte immer vor der Tür. Nie kommt einer und will mal nach Hause gebracht werden. Ewig bleiben die Schnösel da drin. Ach was, wie lange gehen denn dann so Soirees in dem Club Bizarre? Ehrlich gesagt, glaube ich, die gehen ständig, immer und rund um die Uhr. Also, unser Eins muss ja arbeiten, sich mal ausruhen und hier der Geldadel sitzt da drin und auf unsere Kosten schlürfen sie Muscheln oder was man da. Ich halte ihm nochmal die Brandyflasche hin. Danke! Und dann damit. Und ich auch. Das ist das Feinste, was unser Eins. Oh, Entschuldigung.
ein bisschen leiser, hat offensichtlich Angst, dass ihn auch Leute hören, während er sich über seine Kunden auslässt. Ja. Gib dir die Flasche zurück. Enchanté. Ja. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Okay. Ja. Okay, die Fahrt geht so voran. Und ihr kommt dann auch schon an. Ihr fahrt eine Weile an so einer langen Häuserreihe vorbei. Du weißt, ein altes Gemäuer ist jetzt nicht eine Ecke, in der du sonst regelmäßig verkehrt hättest. Du bist auch ein bisschen überrascht, da dir gesagt wurde, es sei ein hipper Club. Ihr seid nicht in einer der besseren Ecken, jetzt aber auch nicht in irgendwie einem Ghetto oder so. Ist nur was, wo du nicht erwartet hättest. Ihr haltet von einem sehr alten Gemäuer. Und in dieses Gemäuer ist wirklich so, es ist so ein runder Torbogen und der Eingang ist eigentlich so eine alte, wie so ein Lagerhaus. Ne? Also ihr seid wirklich vor so einem, von einem der älteren Gebäude der Stadt. Und du weißt, dass in dieser Ecke früher eigentlich mehr so, ja, Handelshäuser, Lagerplätze waren. Aber in diesen großen Torbogen wurde ein sehr geschmackvoller Holzrahmen eingelassen. Also, und da stehen auch Leute in der Schlange, die offensichtlich warten, um in diesen Club zu kommen. Die Kutsche kommt zum Stehen. Nun, das ist ein bemerkenswertes Arrondissement hier. Ich war, ehrlich gesagt, noch nie hier. Ich bin ein paar Mal durchgefahren, aber hier war eigentlich nie irgendwie ein Punkt von Interesse. In Paris hat so viele schöne Flecken, zum Beispiel die Seine und der Turm, ja. Picardé. Paris hat so viele Flecken, aber das ist auch das Lepra Europas. Fleckfieber. Vergessen Sie nicht das Gardet Kunstmuseum. Das Gardische Kunstmuseum. Den Palais Etienne. Palais Etienne, er hat überall seine Abdrücke hinterlassen. Nun, aber hier, ich weiß nicht, das ist eigentlich keine besonders gute Gegend. Warum sollte die Bourgeoisie ausgerechnet hier zum Feiern kommen? Man nennt das Gentrifizierung. Die jungen Leute feiern hier dann und dadurch wird diese Location von der Miete deutlich steigen. Wir sollten auf jeden Fall einige Immobilien hier, wenn sie mir etwas geben könnten, leihen könnten. Einige dieser Häuser dürften bereits mir gehören. Ich habe kein großes Interesse dran. Wenn Sie mögen, schenke ich Ihnen eins. Ich werde es nicht dran nehmen. Es ist nichts weiter wert, aber ich bin auch ein bisschen verwirrt, ob wir hier in der richtigen Gegend sind. Tatsächlich, wie heißt Ihr Freund mit Nachname? W? Cano. W. W. Cano. 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 Das ist Hugo. Cano. Ich weiß, das soll ein Witz sein, aber... Ich meine ja nur, ich bin etwas irritiert, in welchen Kreisen wir uns hier bewegen. Ich, ist ein guter Freund von mir. Was vermuten Sie denn? Der, schauen Sie doch einmal aus dem Fenster. Ich würde mein Händchen für Monsieur Cano und die Freunde. Ich zeig Ihnen jetzt mal. Sehen kann ich ihn allerdings nicht. Ich nehm so ein paar Groschen und schmeiß sie so aus dem Fenster. Oh! Aus welchem Fenster? Aus dem, Weil ihr, also, nur damit du die Situation richtig verstehst, ihr steht quasi an der rechten Seite der Straße. Neben euch ist diese lange Wand, also es ist wirklich wie so ein bisschen, ja, als ob man an so einer Bahnlinie quasi so ein Gebäude ist, wirklich so ein langes, langgezogenes, ja, sowas in der Art. Aber es ist halt eher so Lagerhallen und so. Und bis auf diesen einen Eingang ist auch keins davon sticht heraus. Da ist wirklich so, da stehen Leute, da stehen richtig Leute in der Schlange, es sind so rote Fäden aufgehangen zwischen so golden glänzenden irgendwie so Pfeiler. Es ist wirklich ein Sneaker-Eingang. Hat jemand richtig Geld in die Hand genommen, um diesen Eingang zu machen? Da stehen Leute und du kannst es halt aus der Seite werfen oder aus dem linken Fenster, wo es einfach auf die Straße fällt. Deswegen frage ich, wo du es hinwirfst. Okay, ich wollte natürlich, dass die Leute dann zu dem Geld rennen und sich das Geld holen. Aber was ist das bei ihm? Niemand läuft zu diesem Geld. Jetzt wurde es nämlich. Das können Sie für sich erzählen, mein Freund. Wenn du nämlich rausguckst, die Leute da stehen, die haben das nicht nötig. Also auch wenn die Leute alle ein bisschen angetrunken und ne, es sind ein paar irgendwie Leute dabei, die jetzt für dich, wo du merkst, Neureiche. Das ist aber sehr gemischt. Da sind auch Leute dabei, die du durchaus so mit dem Wissen, dass du eben auch über die Pariser irgendwie Society hast, so zu älterem Adel zuordnen willst. Eine sehr gemischte Gruppe, alles aber gehobene Bürgerinnen und Bürger. Und auch Personal sieht man jetzt nicht mit ihnen rumstehen. Sie scheinen wirklich darauf zu warten, reingelassen zu werden. Vor der Tür selber stehen zwei Türsteher quasi, also zwei Personen in geschmackvollen Anzügen und warten eben darauf, was als nächstes passiert. Als das Geld auf den Boden fällt, tut niemand irgendwas. Mademoiselle Camille, Sie erwarten ja sicherlich nicht von uns, dass wir uns hinten anstellen. Auf keinen das Fall. Hab ich mir gedacht. Lassen Sie uns aussteigen, ich kümmere mich darum. Und sie steigen. Ja, genug, was machst du? Also, ich habe noch die Tür zu. Ich sitze oben auf der Kutsche, höre aber, dass ich. Ich verstehe den. Ich leg den Kutscher gefallen. Tatsächlich noch mal zu und frag nur: Name? Der Kutscher. Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Und geh runter und sammel tatsächlich das Geld auf. Ja, okay. Pierre. Pierre sieht das so.
Weil er nicht schnell genug war. Ich gebe ihm aber, Gehweg zu Graf Morn gebe ich ihm tatsächlich was davon. Er steckt das sofort schnell in seine Taschen. So. Und Pierre öffnet die Tür der Kutsche. Möchte einer von euch zuerst aussteigen? Muss ich da irgendwie würfeln? Nö, das ist einfach nur sonst. Camille scheint aussteigen zu wollen. Hätte ja nur sein können, dass jemand von euch sagt, ich will rausspringen oder hallo, ich bin hier oder was weiß ich. Nein, zitterig und tatterig, kletterig langsam. Diese ist es ja recht hoch. Mhm. Entferne mich von dem Pferd. Ich habe schlimme Unfälle mit Pferden bereits sehr angesehen. Also zwei Pferde sogar. Ja. Oh, mein Herrchen, Entschuldigung. Also Camille ist ausgestiegen und hilft dir aus der Kutsche, während du das Geld aufsammelst. Frau Camille, vielen Dank. Jetzt noch in der Kutsche, wollt ihr auch einfach aussteigen oder? Ja, okay. Ihr steigt aus und steht vorm Club. Rechts von euch ist diese Schlange, die so an der Wand entlang geht. Es ist ein roter Teppich quasi ausgerollt. In dem Moment, wo ihr absteigt, ist auch sofort die Kutsche weg. Die Kutsche mit eurem Gepäck kommt wahrscheinlich gleich an. Ihr habt die jetzt nicht sofort im Blick, aber ne, ihr kennt die Leute. Nur ihr seht sie jetzt gerade nicht. Ihr seht euer Gepäck aktuell nicht. Was wollt ihr tun? Ihr steht da jetzt so. Camille steht da, schaut euch an und macht sich scheinbar auf den Weg zu den Türstehern hin. Ist das hier etwa unsere Unterkunft für die Dauer unseres Aufenthalts? Wen fragst du? In die Runde. Okay, weil Camille ist jetzt weg. Sie spricht offensichtlich mit den Herren am Eingang. Wie war die... Ihr hört auch Musik von innen. Die Musik, die ihr hört, kommt von innen. Aus diesen offenen Türen kommt geschmackvolle Musik. Scheint gute Laune zu herrschen. Wilson, wie war die Fahrt mit dem Kutscher? Haben Sie etwas erfahren können? Nichts von Bedeutung. Ich habe nur erfahren, dass hier scheinbar wirklich sehr, sehr viele Personen der höheren Klasse verkehren. Eine Information war mir dann vielleicht dann doch ein wenig mysteriös, denn der Kutscher meinte, er bringt immer viele Leute hin. Aber wenige werden abgeholt. Also ich teile mein Wissen, sozusagen. Ja. Dann scheint es Ihnen ja gut zu gefallen, dass Sie bleiben. Aber selbst dann müssten Sie doch irgendwann abgeholt werden. Ich meine, hier ist ja keine besondere Wohngegend in der Nähe. Nun ja, der Kutscher schien auch ein wenig angetrunken zu sein. Apropos, Winston, kommen Sie mal näher. Kommen Sie mal näher. Was? Atmen Sie mich mal an. Hauchen Sie mal rein. Machen Sie mal... Haben Sie wieder getrunken? Puff, ich verstecke mich. Okay, wo ist er denn jetzt wieder hin? Das macht er jedes Mal. Ist wirklich eine Wolke. Batman. 80. 85, das darf doch nicht wahr sein. Mann, okay. Alter. Du hauchst ihn an und ziehst die Nase kurz. So, als du runterguckst, ist er verschwunden. Du guckst dich so um und rechts hinter so einem dieser Torbögen guckt halt so ein Schuh raus. Du hast ihn wirklich nicht verschwinden sehen, aber als du so rüberguckst, guckt dieser Schuh so raus aus der Ecke. Aber ich ignoriere es, weil ich kenne das ja schon. Ich lass ihm den Sieg. Okay. So. In dem Moment kommt Camille zurück. Meine Herren, ist mir hochgradig unangenehm, aber offensichtlich kann sich niemand an unsere Reservierung erinnern und Monsieur Cano scheint, vielleicht ist die Stimmung drin so gut. Allerdings lässt man uns rein an die Bar. Wir müssen nicht anstehen. Moment, das kann doch nicht sein, dass wir keine Sitzplätze bekommen. Bestimmt sogar. Drin gibt es alles. Zimmer, Restaurants, ihr Gepäck wird abgeholt. Macht sich keine Sorgen. Wir bringen sie erstmal an die Bar und ich kümmere mich um die Reservierung. Es tut mir unglaublich leid. Das ist ja ungeheuerlich. Du denn. Dann bringen sie uns hinein. Oh, Lord Henry, Sie wollen ja dieses Mal gar nicht mit dem Chef dieses Etablissements reden, um so zu verhandeln oder diesen zu kaufen. Das ist korrekt. Sind Sie etwa der Meinung, das wäre eine gute Idee, das nun zu tun? Dann würden wir zumindest schneller bedient werden, wenn Sie schnell das Hotel kaufen könnten vielleicht. Gut, wenn das der Wunsch dieser Gesellschaft ist, dann werde ich mich diesem selbstverständlich nicht verwehren. Ich verlange... eine Unterredung mit dem Manager dieses Etablissements. Und unverzüglich. Warte, wir würfeln mal auf Einschüchtern. Oh Mann, bitte. Auf Echauffieren wäre jetzt perfekt. Ja. Oh Mann, Alter. Was heißt das? Nicht gut, ne? Schlecht. Die Herren an der Tür, du merkst, die rollen so ein bisschen mit den Augen. Ne? Also, ja.
Wir kümmern uns drinnen drum. Gehen Sie doch erstmal rein, die Herren. Und die Türen werden aufgestoßen. So zwei große Schwingtüren gehen auf. Ein längerer Gang tut sich auf, an dessen Rand so stehende Kronleuchter sind mit Kerzen drauf. Und ihr blickt in so ein Länge, so nach diesem Flur kommt so eine Art Bar, die sich offensichtlich auftut. Sind so gute 20 Meter rein. Es ist wirklich ein Steingewölbe. Also du erkennst wieder, erinnert dich fast an Katakomben der Stadt. So, also es ist ein sehr altes, sehr historisches Gebäude. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr reingehen. Ihr steht jetzt noch vor der Tür. Die Tür ist offen. Und man weist euch eine Geste nach innen. Nun, vielleicht treffen wir den Manager innerhalb des Clubs. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hinein und gönnen uns nach dieser Reise vielleicht einen kleinen Trink. Das sagen Sie was. Es gibt eine französische Spezialität. Gehen Sie unbedingt vor. Ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich darum, dass der Manager sofort bei Ihnen ist. Denn bei Camille, du verlässt dich auf ihr Wort. Bei der hat das Eindruck geschunden, dass du sofort auf den Putz haust. Wein. Wie? Wein. 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 Ah, was ist das? Ich habe keine Ahnung, Trauben plus Trauben. X. Nun gut, darauf kann ich mich weinen lassen. Dann begeben wir uns doch zur Bar. Okay. Es ist merkwürdig, sehen Sie dieses Gewölbe hier, es sieht aus wie eine Katakombe. Davon wimmelt es in Paris allerdings unterirdisch normalerweise, im Untergrund. Früher, zu Zeiten der Französischen Revolution, die ja schon war. Da wurden dort viele Leichen vergraben. Ist eine tragische Geschichte, aber die Katakomben bestehen bis heute. Und sie sind genauso gebaut wie diese, wie dieses hier allerdings. Irgendwer, du hast Architektur, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich wollte auch gerade was sagen. Ich habe gehört, es wäre wie ein riesiges Labyrinth unter der Stadt. Ja. Und Menschen würden sich verlaufen. Doch, das weiß. Man hört da viel von Skeletten, die gefunden werden, wo man nicht mehr weiß, gehört diese Brieftasche jetzt dieser Leiche oder vielleicht sogar mir? Also ich war da mehrfach schon mit Fackeln unterwegs, früher in meiner Jugend. Mehr weiß ich auch nicht. Würdest du erklären, wieso offensichtlich niemand mehr aus diesem Etablissement herauskommt? Ihr kommt, nachdem ihr beim Lauf, ich gehe mal davon aus, ihr seid weitergegangen, während ihr euch unterhalten habt, kommt ihr an die Bar. Es tut sich so ein Gewölbe, es läuft sehr geschmackvolle Musik im Raum, es sitzen Leute herum, immer mehr Leute kommen an, man kann auch an der Bar sitzen, toller Tresen, so mit grünem Samt eingelassen, alles so eine Mahagoni, sehr geschmackvoll, toll gemacht, ein Teppich liegt aus, überall stehen so kleine Tische, es gibt auch Sofaecken, so eine Lobby, so eine Mischung aus einer Lobby und einer Bar, so ein Aufenthaltsraum eben. Was wollt ihr tun? Ihr steht jetzt quasi so zu viert mitten in diesem Raum und Winston, lassen Sie uns tanzen. Da wäre Platz zum Tanzen. Ja, naja, offensichtlich ist das ja eines Ihrer Hobbys. Ich habe mir vorgenommen, mehr auf Sie einzugehen. Graf Mon, tanzen ist mein Hobby, nicht unser Hobby. Und damit schweife ich meinen Blick tatsächlich von Graf Mon weg und würde tatsächlich gerne einmal gucken, vielleicht Auffassungsgabe, ob uns jemand anguckt, als wir reinkommen. Mhm. Also einfach nur gucken, ob wir angeschaut werden. Würfel mal für Auffassungsgabe. Genau. Was hast du da? 40. Mhm. Sogar. 25, nice. Ich hätte sogar erleichtert, hast du auch so geschafft. Okay, sehr gut. Bis auf den Barmann scheint euch niemand anzuschauen. Also nicht so, dass ihr jetzt besonders herausstecht oder so. Du würdest sogar sagen, dir fällt auf, die Leute wirken ungewöhnlich auf sich selbst fokussiert. Also so wirklich niemand schaut euch an. Die Runden sind sehr gemischt so. Also es ist nicht, wie das normalerweise ist, dass so eine Gruppe sehr homogen ist, sondern es sind sehr durchgewürfelte Gruppen aus jungen Leuten, älteren Leuten. Teilweise sitzen Leute irgendwie zu zweit, die eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammenpassen, deiner Meinung nach, und scheinen entweder sehr angeregt Gespräche zu führen oder lachen. Sehr fixiert alle auf das, was auch immer sie da so tun. Okay. Ich rufe, ist das nicht Guillaume de Tesserac, Dämonenjäger und Buchautor? Hast du irgendein Talent? Redegewandt hast du. Würfel mal Redegewandt. Nö. Hey. Bitte. Mit den beiden? Ja, genau, mit den beiden. Du hast 50. Ah, 81. Mann, ey. Oh Mann, ey, da mache ich keinen Würfel. Ey, warte, ich benutze ein. Oh. Ich benutze eins von den. Was? Echt? Okay, Mann. Ja, Mann, okay. Es geht um Leben und Tod. Könnte sonst beim Image schaden. Nee, du hast tatsächlich den musst du benutzen. Du hast hier 4. Oh, okay, dann benutze ich. Ach so, warte. Weil das ist bei so bei Interagieren hast du das. Anstatt bei so soziales Talent. Ja, nee, dann vielleicht doch besser nicht, wenn ich da nur einen hab.
Besser nicht. Okay. Ja. Es scheint eher so in der Musik und der Stimmung unterzugehen. Die Leute haben auch scheinbar alle, ne? Viele haben halt ein Getränk in der Hand und so. Es ist einfach ausgelassene Stimmung. Es geht mehr so unter, als dass du jetzt den Eindruck hast. Dr. Tesseract? Doktor! Der Chirurg! Dämonenjäger! Das ist unglaublich. Diese Menschen, sie reagieren auf nichts. Sie sind völlig mit sich selbst beschäftigt. Das habe ich noch nie erlebt, normalerweise. Wenn ich in einen Club gehe in Paris, dann werde ich anders behandelt. Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Ich hab ihn nicht zugehört, entschuldigen Sie. Gut. Ja, also ihr steht da so, wie gesagt, bis auf den Barmann scheint niemand euch jetzt irgendwie, und das ist auch so, die Leute sind völlig auf sich fixiert. Was nicht heißt, ihr könnt niemanden ansprechen. Mhm. Ja, besprechen wir doch den Barmann mal an. Wer von, also das muss ja eigentlich deiner machen, ne? Jeder. Ja, aber es ist ja deine Stadt. Aber ich kann ja jetzt nicht jedes Gespräch hier führen. Also ihr könnt ruhig auch noch. Lord Grey, wollen Sie nicht vielleicht mal ein paar Getränke holen für uns? Camille ist an der Tür geblieben, um dir den Manager zu organisieren. Ja, Lord Grey, während wir auf den Manager warten, wollen Sie nicht vielleicht ein paar Getränke für uns kaufen? Nun, das ist in der Tat eine gute Idee. Und im Gegensatz zu meinem normalen Selbstverständnis werde ich das auch gerne selber machen. Einfach, weil ich mich beschwingt und jung fühle in dieser Stadt der Liebe. Ich hätte gerne einen Baldrian-Tee für den älteren Herrn und 3 Gläser ihres besten Weines. Und dann hätte ich gerne einmal Fungi. Also was wollen Sie, das ein Baldrian-Tee, 3-mal den besten Wein und einen Fungi? Das ist doch eine Pizzeria. Wie ist Pizza. Ach so. Ja, also der Barmann steht da so und schaut dich fragend an. Entschuldigung. 3 Wein. Ein Baldrian-Tee und Fungi. Excusez-moi? Pilz. Haben Sie das etwa nicht auf der Karte? Gut, dann nehme ich 4-mal Käse. Oh. 4-mal Käse. Welchen Käse denn? Kennen Sie mehr als einen? Wir sind hier in Frankreich. Sie existieren aus Käse. Ich nehme den Gördelsblair. Den Gölzler. Er wollte dich schon verurteilen, aber dann... Gölzler. Ich sehe einen Kenner. Verständlich. Ja, er holt so, holt so ein Tablett raus, auf dem wirklich so schön angerichteten Käse ist. Und würde sagen, hat irgendwer von euch Ahnung von Essen? Ich. Lebensmittel 20. Ja. Würfel mal drauf. Einfach so... Ahnung. Was? Lebensmittel 20? Ja, ich bin Butler. Ja, und Ägypter habe ich auch, weil ich ja irgendwann mal recherchieren wollte. 20 ist dann nicht viel. 44 leider. Okay. Nö, ja, ist ein Käse. Schade. Ja, der Käse steht da. Offensichtlich wird ein Wein gerade aufgemacht. Und, ja. Also mein Charakter geht quasi so von der Seite und sagt, er steht an der Bar. Ja, ich würde den Baldrian-Tee gerne austauschen gegen ihre teuerste Flasche Champagner und lassen Sie den Korken bitte drin. Kommt sofort her. Dankeschön. Und sofort steht eine Flasche Champagner auf. Ich stecke sie direkt hin. Willst, nehmen Sie das. Für später. Okay, du hast eine Flasche Champagner. Ich nehme sie an mich. Ja, du hast eine Flasche Champagner. Ja, genau, kannst du dir jetzt auch als Invent. Wer weiß, und es ist eine teure Flasche. In dem Moment kommt Camille von hinten. Meine Herren, hier ist er, der Manager. Und neben ihr steht tatsächlich ein sehr ernst dreinblickender Mann. Schwarzer Schnäuzer, sehr, sehr eingefallenes Gesicht, also sehr hager, sehr groß, dunkle Augen, dicke, buschige, schwarze Augenbrauen. Schaut euch an, hat eine geschmackvolle Fliege, einen tollen Anzug an, also wirklich sehr gut angezogen, fällt euch auf. Meine Herren, Louis Bisson, mein Besitzer dieses Etablissements. Hoch erfreut, Sie hier zu haben. Er schaut euch fragend an, als ob er auf Namen wartet. Bisson. Louis Bisson. Bonjour, mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Ich bin Doktor der Chirurgie. Hoch erfreut. An der Charité hier in Paris, lange gearbeitet. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sind nun der Clubmanager? Einer der 2 Besitzer. Ach, es gibt 2. Ah. In der Tat, lassen Sie mich doch mal... Oh. Und der Stadt drüber, in dem Moment kommt eine Dame auf euch zu, trägt eine riesige Sonnenbrille, obwohl es hier relativ dunkel ist, so hat graues Haar schon, trägt so ein Tuch im Haar, sehr geschmackvoll, hat
doch recht ansehnliches Dekolleté, also sehr aufreizend angezogen, so. Ihr würdet sie irgendwo um die 50 schätzen wahrscheinlich. Und sie kommt: Louis, was machen wir denn hier? Der ganze Salon voll mit Durchschnittlichkeit. Schaut euch an. Hat irgendwer von euch Charme oder irgendwas? Schmeicheln. Würfel mal auf Schmeicheln. Erleichtert um... Nö, nicht erleichtert. Ha! 24. Bam! Hammer! Durchschnittlichkeit sieht dich. Hallo, wen haben wir denn hier? Oh Gott, das hatten wir alle schon so oft. Hallo, ich bin Lord Henry, aber bei dem mich auch. Madame Sarr, und hält ihre Hand wesentlich zu nah an den Mund. Was für schöne Hände sie und haben. Und ohne euch anzuschauen, hält sie euch die Hand auch so hin. Also völlig selbstverständliche Geste. Mademoiselle, wenn ich gewusst hätte, dass sie hier die Besitzerin dieses Clubs sind, dann wäre ich ja schon viel früher gekommen. Klau dir die Ringe. Würfel mal auf Stehlen. Nein! Sie hat Ringe. Würfel mal auf Stehlen. Du hast gesagt, du klaust ihr die Ringe. Naja, du hältst mir die Hand hin. Ich dachte, du willst mir was anbieten. Würfel auf Stehlen. Sie ist abgelenkt, deswegen nicht erleichtert, ja. Aber warum habe ich. Doch, ich habe Stehlen 60. Oh ja, Mann, das wird voll funktionieren. Alter. Das wird funktionieren. Oh, Jinx ist doch nicht. 60? Ja! Ab mit dem Ring. Erfolg, es gelingt dir tatsächlich, einen Ring vom Finger zu ziehen. Es scheint dir nicht aufzufallen. Alter. Das hätte im Debakel enden können. Nein, nein, vertraut mir. Ihr seid alle tot. Vertraut mir. Ich kann nicht anders. Boah, was treibt sie hierher? Morgen Abend Hero Quest. Nun, Mademoiselle. Madame Sarr. Madame Sarr. Darf ich uns vielleicht erstmal vorstellen? Mein Name ist Lord Henry. Sie haben vielleicht von mir gehört aus London. Leider nein. Im Gedächtnis bleiben sie mir dennoch. Das will ich doch schwer hoffen. Außerdem hier... Scheinen ständig Leute auch sie anzugucken, was von ihr zu wollen. Ich bin gleich bei dir, mon chéri. Dies sind meine Begleiter, darf ich vorstellen. Dr. Tesserac, angesehener Chirurg aus der Stadt. Vielleicht wurde das ein oder andere auch bereits von ihm, wenn Sie verstehen, was ich meine, optimiert. Dann diesen älteren Herrn hier vorne. Montgomery Grub von Bullen und Halbach zu Falkenberg. Das nächste, woran ich mich noch erinnern kann, ist sein eigener Name. Und dann haben wir hier unseren Butler, Winston. 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 Freut mich, junger Mann. Nun. Aber die Herren, ich habe keine Zeit mitgebracht. Allerdings Interesse. Wie kann ich Ihnen weiter etwas treibt Sie in unser wunderschönes Etablissement? Und sie wirft Bisson so einen Blick zu, der offensichtlich die Szenerie ihr überlässt für einen Moment. Wir wurden auf Geheiß Monsieur Tesseracs gutem Freund namens Canon hierher gebeten. Wir sind berühmte Detektive, wenn ich sagen darf, mit einem Faible für das etwas Übernatürliche, für etwas Unerforschtes. Wir haben uns bereits einen Ruf erarbeitet und nun scheint es so, dass unsere Dienste hier in Paris vonnöten sind, sodass wir in dieses Etablissement von Ihnen gerufen wurden. Es scheint wohl auch ein Zimmer, ich nehme mal an, eine Etage für uns reserviert worden zu sein. Es dürfte sich hier wohl um ein Missverständnis handeln. Canon, sagen Sie Charles? Und es tritt jemand hinter ihr, so eine Art, scheint ein Butler, ein Angestellter zu sein. Flüstert ihm irgendwas zu? Kennen Sie sich? Flüstert ihr was zu? Canon, in der Tat, der war hier. Allerdings dürfte das schon ein, zwei Tage her sein, dass wir ihn gesehen haben. Ich bin mir allerdings sicher, dass wenn man so lange jemanden in unserem Etablissement nicht zu Gesicht bekommt, er sich in einem der unterhaltsameren Bereiche unseres Etablissements auffällt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie meinen die Soirées? Nennen wir es vielleicht einfach mal so. Aber wo sind meine Gedanken? Ich habe überhaupt keine Zeit. Ihre Zimmer hat man Ihnen sicherlich schon gezeigt? Nein, wir bekommen Zimmer, das ist ja fantastisch. Ach, darum kümmern wir uns doch mit Sicherheit. Ihr Gepäck haben wir doch vor der Tür schon aufgenommen. Sicher? Sie schauen nochmal so zurück, man nickt ihr zu. Haben wir bereits aufgenommen. Tüdelü, wir sehen uns. Und sie verschwindet in eine der Türen. Also geht so durch die Tür. Es sind mehrere Türen im Raum tatsächlich. Also ihr seht insgesamt sogar 5 Türen. Eine, durch die ihr gekommen seid. Vor euch sind noch 3 weiter. Hinter euch ist so eine. Und sie geht durch die, über der Garderobe steht. Und in die Richtung verschwindet sie. Ihr steht also noch mit Camille und Louis Bisson. Ich habe Folgendes schon bereits herausgefunden. Sein Name ist Bisson und sie heißt Sarré. Bizarre. Oh. Bizarre. Pizza.
Ich merke, ein absolutes Genie ist unter uns. Das ist sehr nett von Ihnen. Würfel mal auf Redegewandtheit. Ja, wer hätte nicht gedacht, dass er das so schnell rauskriegt? 72. Nö, das merkt man. 72? Man sollte mich nicht würfeln. Du fühlst dich nur nicht gekränkt. Ah. Never. Meine Herren, ich denke, damit ist alles ausgesprochen. Sie können sich Herrn Kano sicherlich selber bis später. Und verschwindet so in der Menge. Ist ein bisschen rastlos, also redet auch mit ihm, schaut so nach unten und er macht sich durch eine andere Tür davon. Du, das ist ja ein äußerst herzlicher Empfang, der uns hier bereitet wird. Camille, würden Sie uns dann jetzt auf die Zimmer führen? Ich weiß doch auch, ehrlich gesagt, ich bin auch das erste Mal. Camille, also, reißen Sie sich bitte zusammen. Ich werde mich nach Monsieur Cano erkundigen und dann finden wir sicher raus, wo Ihre Zimmer sind. Nun gut, dann. Monsieur, ist das nicht ein bisschen komisch, dass wir erst fast nicht reingekommen wären? Sie macht sich davon. Also und jetzt hat man bereits Zimmer für uns fertig gemacht. Ich finde das etwas. Die gesamte Behandlung ist ein wenig komisch. Was ist denn mit Ihrem Freund und Kollegen? Wann treffen wir den denn? Das wundert mich auch. Er hätte schon längst sich mal melden können oder blicken lassen müssen. Ich mache mir langsam schon ein wenig Sorgen. Glauben Sie, wir sind vielleicht einer Falle aufgesetzt? Glauben Sie, wir sind hier in Gefahr? Nun ja. Glauben Sie, Herr Winston ist in Gefahr? Doktor, liebe Lords, ich hatte ganz kurz überlegt, den Monsieur Bisson nach Strauss zu fragen. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Bislang sind wir in dieser Konstellation jedes Mal in eine Falle getappt. Und jedes Mal hatte ein sehr geehrter Herr Strauss damit zu tun. Nun, nach dem letzten Abenteuer war es ja so, dass ebenfalls ein Hilferuf kam und wir dort vollkommen in die Misere reingegangen sind. Ich erkenne ein Muster. Ich erinnere mich. Ich ebenso. Ich nicht. Sollen wir den Barkeeper einfach nach Herrn Strauss fragen? Ich mag Ihren direkten, den direkten Weg, den Sie mittlerweile haben. Nun, ich denke, Sie werden einen direkteren Draht zur Arbeiterklasse besitzen als wir. Von daher erledigen Sie das doch für uns. Sie wissen ja, wie man mit solchen Leuten auf Augenhöhe redet. Okay. Dann gehe ich zur Bar. Ja. Nicke dem Barkeeper erstmal zu. Mal ganz kurz. Ich muss einmal kurz mit der Regie. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das so erfolgsversprechend ist, denn es ist noch ein einfacher Barkeeper, was weiß ich schon. Ja, Barkeeper schnappen sehr viel auf im Laufe ihrer alltäglichen Arbeit. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Mein Name ist Earl D. Wilson. Ich bin angereist aus dem fernen London. Ich habe eine Frage an Sie, wenn es gestatten ist. Ja. Hast du nur mal deine sozialen Talente, was ich weiß? Menschenkenntnis 20, beruhigen 10. Lügen, verwirren brauche ich nicht. Also nee, du hast nur bei ihm immer einen Bonus. Grundsätzlich zu Personal untereinander. Du hast immer einen Vorteil. Wenn okay, das ist gut. Alles klar. No. Die Frage mag ein wenig seltsam sein. Nun sind wir aber auf einen mysteriösen Fall nach Paris gekommen. Sie als Barkeeper, das wissen Sie, das wissen ich. Wir erleben sehr viel dieser... Und ich gucke mich um. Menschen. Ist Ihnen zufällig ein sogenannter Herr Strauss in der letzten Zeit aufgefallen? Raus. Nicht, dass ich wüsste, aber wenn ich Sie wäre und einen bestimmten Herren suchen würde, würde ich mich mal im Herrenzimmer umsehen. Die meisten Briten lieben es ja herumzusitzen und, nennen wir es mal, wachsimpeln. Ansonsten kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, leider. Okay. Vielen Dank. Gerne. Und widmet sich wieder seiner Arbeit. Ja. Gut. Das war ein guter Tipp. Was hat der Barkeeper gesagt? Ich habe ihn unmittelbar auf den Herrn Strauss angesprochen. Ich denke schon, dass er einen guten Überblick hat. Er hatte nur, bei dem Strauss hat er nichts erfahren, aber er hat uns den Tipp gegeben, dass wir uns doch mal im Herrenzimmer umsehen. Im Ehrenzimmer? Im Herrenzimmer. Im Ehrenzimmer? Nicht, nein, Herrenzimmer. Welche Ehre? Herren. Ach, Ehrenzimmer. Okay, ich habe verstanden. Entschuldigung. Da kann man sich ja auch mal irren. Herren. Herren. Was? Nun, wir verpleppern hier unsere kostbare Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, wir haben hier einen Fall zu lösen. Und in 2 Tagen fährt unser Luftschiff bereits ab. Und wir würden unseren Ruf ruinieren, wenn wir jetzt hier ohne diesen Fall gelöst zu haben, aus dieser Stadt abreisen. Dann gehen wir doch in dieses Ehrenzimmer. Zum Wohl. Und ich würde sagen, wir trinken den Wein, weil den haben wir ja noch. Und gehen zum Herrenzimmer. Und gehen zum Herrenzimmer. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, bevor wir ins Herrenzimmer gehen, weil es gerade hervorragend passt. Wir haben eine Umfrage tatsächlich gestartet, wurde eben eingeblendet, was im Herrenzimmer so passieren könnte. Und dann sind wir nach einer kurzen Werbepause gleich wieder da und erfahren, was im Herrenzimmer vor sich geht. Bis gleich.
Hey du, du. Du. Ja, du. Und du. Und du auch. Und du auch. Ja, du. Muss ich schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Spasiba. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du... Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Und da sind wir wieder aus einer kurzen Pause zurück. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Nochmal die Hinweise, ihr könnt natürlich super gerne auf Social Media mit uns interagieren. Also einfach über die passenden Hashtags im Forum. Wir sind überall aktiv, schauen ganz fleißig, was es so an Fanarts, an Meinungen und an Ideen gibt. Und wenn uns irgendwas entgeht, freuen wir uns natürlich, wenn es jemandem auffällt und wir eventuell sogar noch gegensteuern können. Also seid im Chat aktiv, lasst uns wissen, was euch so einfällt, wie es euch gefällt. Und apropos Interaktion, wir hatten gerade die erste Umfrage. Regie, haben wir schon ein Ergebnis der Umfrage? Denn es ging darum, was im Herrenzimmer auf die Gruppe wartet. Oh. Haben wir schon was verpasst oder was? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich, ist mein Ohr oder sagt ihr noch nichts? Also ich habe euch eben gehört. Ah, kommt. Dann machen wir sinnvoll weiter, denn ihr das euch. Ah, sehr gut. Oh, ein berühmter Boxer ist es geworden. Also, ihr habt den Hinweis bekommen, dass wenn ihr nach jemandem mit dem Namen Herrn Strauß sucht, euch das Herrenzimmer nahegelegt wurde. Von dem Raum, also von der Bar, in der ihr eben wart, gingen mehrere Türen ab und über den Türen ist auch immer angeschrieben, wo diese Gänge denn hinführen. Und diese Tunnels sehen immer wieder so, oder diese Verbindungsgänge sind immer so ein bisschen gewoben. Man kann immer nicht sofort in den nächsten Raum gucken, aber sie sehen immer aus wie dieses Eingangsgewölbe. Ne? Es sind so gemäuerte Halbbögen. Manchmal sind in diesen, an den Seiten auch noch so Einfassungen, auf denen noch Dinge liegen und so. Es hat alles ein sehr Gewölbes, es tiefen, muffigen Gemäuer, so ein Gemäuer-Flair hat das alles. Und als ihr euch in Richtung des Herrenzimmers aufmacht, am Anfang ist der Flur noch, ihr hört noch die Musik aus der Bar, die mit der Zeit aber dann so ausklingt. Und in diesen Nischen sind immer mehr auch so Bilder von großen Denkerinnen und Denkern. Ne, hier und da stehen Bücher und so. Und dann kommt ihr in das Herrenzimmer. Im Herrenzimmer ist, läuft so fast Marschmusik. Sehr martialischer Raum, überall stehen so große Eichentische, an denen Herren sitzen und zu debattieren, sich zu unterhalten scheinen. Hier und da liest jemand und so. Und in der Mitte des Raumes steht ein Mann in so einer stramm gezogenen, so einer guten gestreiften Boxerhose und scheint in die Luft zu boxen, ne, in alle Richtungen, während drumherum Leute so applaudieren und ihm zuschauen. Ihr steht also in diesem Raum, was tut ihr? Ich weiß nicht, ob Herr Strauß hier ist, aber seine Musik ist in jedem Fall da. Gut. Sehr gut. Ja. Darauf ein Stück Gölzler. Hast du eine Käse mitgenommen? Ja, natürlich. Aber ehrlich, jeder, die Taschen immer ein bisschen Gölzler damit. Ihr könnt nicht sofort jede Person sehen, die so im Raum ist, ne? Weil es sind auch teilweise riesige Ohrensessel, in denen die Leute sitzen, die mit dem Rücken zu euch sitzen. Erste Schätzung, vielleicht 10, 15 Leute im Raum. Es ist jetzt kein riesiger Raum, aber schon groß genug, dass er ein paar Ecken hat, sich ein bisschen verbeugt. Sind da Gemälde? Ja, an den Wänden sind überall Gemälde, gepflastert mit Gemälden. Du erkennst hier und da ein paar berühmte Persönlichkeiten, so aus der Pariser Szene, Autorinnen. Es ist wirklich wild gemischt. Und eine Menge Leute, die du nicht kennst. Stéphane Gardet, der Erbauer von allem. Ja, das man sagt, einer der talentiertesten Architekten. Ich mit habe einem Herzschlag. Es ist einer der weltbesten Brettspieler der Welt. Und seht ihr dort, der berühmte Lampenmanufakturbesitzer. er hat die Lappen groß gemacht. Philippe Gardet. Ja. Nun,
Haben Sie Lampen oder Lappen gesagt? Lampen. Also ich habe, er, tatsächlich ist er auch bekannt dafür, dass er enorm viele Lappen produziert hat. Nun. Meinen Sie damit seine Kinder? Oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Du, jedenfalls. Ja. Ich wollte nur eins sagen. Ich bin so, weil ich, das ist genau mein Ding so. Ich habe ja früher auch geboxt in, Oxford, als ich studierte. Oxford. Das hört offensichtlich hier. Hört. Ich mach schon so, ah, das ist aber gut hier. Wo kann man denn hier mal jemandem ordentlich was auf die Schnauze Jemand tritt zur Seite und scheint dir so die Richtung zu weisen, in Richtung des Boxrings, wo der Typ hat. Alle Sie? Doch, Boxring, oder ich würde sagen, nee, versuchen Sie doch Ihr Glück. Kreis, wo so Stühle stehen, manche schauen zu, andere weniger und so. Insgesamt ist die gleiche komische Energie, die in der Lobby war. So eine leichte, ja, so ein Desinteresse an allem. Ne, ihr würdet es nicht mal als so snobby deuten, sondern wirklich so, die Leute scheinen einfach so ein bisschen abgebrüht. Ich würde sagen, nur weil er 50 Jahre jünger ist, heißt das doch nichts. Gehen Sie doch mal hin und versuchen Sie Ihr Glück. Das kann ich Monsieur in Erfahrung Tessera, aufwiegen. Sie wissen schon, dass ich gleich die Wette gewinnen werde, wenn Sie ihn so weiter anstacheln. Winston, wo sind meine Handschuhe? Ein bisschen Schwund ist immer. Mit den Backsteinen darin. Ja, hey, gut, Come dann schlage ich den Mann eben ohne Handschuhe. Also, Bare-Knuckle-Style. Also du gehst wirklich hin und willst ihn machen. Okay. Aber ich bin ein wenig älter, bitte. Vor dir bitte steht, fassen Sie mich zart an. Ziemlich an, ne? Also es, der Mann ist gebaut wie so ein Dreieck. So, ne? Es hat wirklich so dünne Beinchen in seiner komischen so rot-weiß gestreiften Hose, die er wirklich so bis unter die Nippel hochgezogen hat. Steht halt so an, natürlich so ein Klischee. Schnurrbart, der sich so dreimal kringelt. Einmal mehr als deiner. Schaut dich halt so an und ne, sein Nacken ist wahrscheinlich so das Beeindruckendste an ihm, denn er hat quasi keinen. Das ist so ein eine Muskelwulst, die von Schulter direkt in den Kopf übergeht. Der wird ja jedes Mal ganz biologisch stärker. Beeindruckt. Das ist interessant. Ja. Hallo, junger Mann! Ja, mein Charakter quasi macht schon mal so, oh, was willst du denn, du Wicht? Und dann merkt er steht eigentlich nur so eine Ringbegrenzung gegenüber und das ist gar nicht die Person. Und dann dreht sich rum. Jemand nimmt das Fass so an die Schultern und dreht dich so in seine Richtung. Ich sehe plötzlich eine Fleischwand. Wo ist denn der Einsatz? Was ist denn der Einsatz? Brüllt jemand aus der Menge. Ich sag, 100 Pfund gegen den Alten! Lass uns uns Nein, warum die beiden Mann. Boxen? Warum boxen die beiden? Um die Ehre und Geld? Um das Privileg. Um diesen Ring. Das Privileg scheint ganz gut. Oh, welches Privileg? Ja, wir wissen doch wohl alle, welches Privileg ich hier beide. Du triffst die Leute an einem wunden Punkt. Keiner möchte zugeben, dass er nicht weiß, welches Privileg. Also ich wusste von Anfang an, welches Privileg. Nun, bevor hier die Fäuste fliegen, noch kurz eine Frage. Ich spreche den Boxer an. Dürfte ich, bevor Sie den Lord Mon töten, kurz fragen, wie ist Ihr Name? Brutus. Brutus, das ist kein Name. Sie sind doch kein Hund. Was ist denn Ihr Name? Piffy. Nun, mein Name, haben Sie sicherlich schon gehört, mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Ja, der Autor von Der Aufschneider. Hast du irgendwas, das theoretisch machen könnte, dass er dich kennt? Rede gewonnen? Aber so, dass er mich kennt. Ah, moderne. Nee, das ist moderne Apparatur. Ich dachte, du hast vielleicht irgendwie. Angeln. Nee. Ja, der hat die. Hallo, Herr Tesserac. Ja. Ich muss gestehen, großer Fan. Ich habe immer davon geträumt, ihn eins auf die Schnauze zu hauen. Es war ein bester. Entschuldigen Sie, pardon moi. Kleines Steckenpferd von mir, man könnte fast sagen, Norbi. Nun, ich würde sagen, lassen Sie doch Ihre ganzen Aggressionen freien Lauf. Aber das mit uns geht doch Hand in Hand. Ich knock Sie aus, Sie holen Sie zurück. Ja, das ist leider schon lange her, dass ich das getan habe. Nun, Spaß beiseite, Sie sind ein sehr sportlich adretter Mann. Ich habe selten solche Muskeln gesehen. Geht es doch dort mit allen mit rechten Dingen zu? Ist das nur über Gewichte stemmen? Darüber reden die nicht gerne. Die wissen ja gar nicht. Selbstverständlich. Jeden Morgen 8 Pfund Porridge, runter mit 2 Liter Buttermilch und dann... Bäm! Das klingt nach einem guten Trainingsplan. Ich hätte trotzdem noch eine Frage. Trainingsplan? Das Frühstück! Was machen Sie denn hier? Es sieht nicht aus wie ein Ort, wo man sich boxt.
Als du ihn fragst, was er hier macht, ist er tatsächlich einen Moment irritiert. Boxen. Monsieur, aber es ist doch niemand hier, mit dem Sie boxen. Bis jetzt. Würfel mal auf Psychologie. Du hast 50. Ich hab 50. Also unter 50, ja? Ja. Nice. Er scheint ehrlich verwirrt. Also er scheint keine Antwort zu wissen auf die Frage. Also hast quasi so einen wunden Punkt in seinem Hirn getroffen gefühlt. Also es ist wirklich so ein Moment, ist stöhnt dann, zum Boxen bin ich hier. Ja, das hatten wir gerade schon. Ich glaube, Sie haben ein paar Schläge in Ihrer Karriere abbekommen. Kann das sein? Boah, meistens teile ich aus. Oh. Ich würde mich vielleicht besser nicht mit ihm anlegen. Ich will auch nicht hier plötzlich ersticken. Aber es geht doch um die, um was ging es nochmal? Privileg! Privileg! Es ging ums Privileg. Ich kann nicht, nur nicht zurückstecken. Kommen Sie her, ein fairer Kampf! Komm, komm! Okay, würfel mal auf. Was hast du Boxen oder du hast Karate oder so? Nee, sollte ich nicht. Also ich meine, ist okay. Naja, also du kannst machen. Du hast eben gerade gesagt, dein Charakter hat gesagt, ich soll rennen, deswegen ich. Wenn ihr mich jetzt. Dann zieht mich. Also ganz kurz, bevor wir gleich. Oder soll ich meine Knarre ziehen? Nein. Der Typ übt seine Beinarbeit. Das so kämpfe ich immer. Nee, ich möchte mit ihm kämpfen. Komm, ich möchte mindestens einmal. Komm, einmal. Komm, nein, jetzt. Komm. Es würfel auf. Komm schon. 79 Jahre. Und dir werde ich heute auch noch eine verprügeln. was? Hört, hört. Sie aus der Menge. Ums Privileg. Geben Sie schon mal das Geld her, Mr. Tesserak. Karate 20. Doch, ist nichts verloren. Hast du nur Karate, sonst hast du keine. Unterschätzen Sie mir Graf Mon nicht. Also ich habe wirklich nur Karate 20, ja. Würfel mal. Verstecken 45. Du hast auch Rücken minus 5. Ne? Ja, nee, dann was ist mit Rücken? Oh. Wird das jetzt schon relevant? Also habe ich Karate 15 eigentlich. Würfel mal Karate. Ja, 20. Karate hast du dann. Alter, das wird zu nee, würfel mal Karate 20. 65. Ja, oder was ist es? Ja. Ich glaube 55 oder ja, 65. 65 ist es. Ja, er macht offensichtlich so einen kleinen Probeboxer. Trifft dich wirklich so frontal einfach so paps ins Gesicht. Also, er schlägt noch nicht mal hart. Er ist wirklich mehr so, für ihn ist das noch mehr so auf wie am Luftboxen. Und er ist so pap, direkt ins Gesicht. Und du wirst halt wirklich so. Na, es haut dich auf die Bretter, du verlierst 20 Lebenspunkte. Ach, 20. Ja, bis bei 60. Oh, das war ja wundervoll. Vielen Dank. Vielen Dank. Die ganze Runde. Jemand klopft so ins Glas. Erste Runde vorbei! Sie haben mal wieder gewonnen, was soll ich sagen? Ich greife in meine Brieftasche und gebe. Danke, verwahren Sie das bitte für mich. Denken Sie an meinen Anteil. Ja, ich nehme das Geld und will auch kämpfen. Okay, jetzt now we're talking. Also du stellst hier. Ich ziehe Graf Mon tatsächlich erstmal so ganz schlecht hoch und stelle ihn einfach so an die Wand. So, einfach dahin und dann. Gucke ich den Boxer an, nick ihm zu und dann gehe ich auch rein. Also Ärmel hoch und dann gehe ich rein. Okay, auf den Würfel mal. Den Würfel auf Faustkampf, 45. Ui. Geil, nice. Gut, gut, gut. Scheiße. Oh, ihr tänzelt beide ein bisschen. Du holst aus und schlägst nach ihm, aber er huscht so nach hinten weg. Hoho. Würfel mal nochmal. 16. Ist gut. Ah, sauer, jetzt Glück gehabt. Ja, er schlägt nach dir und wirklich so ist richtig schneller Schlag. Das ist nur seine linke offensichtlich. Huscht so an deinem Kopf, du kannst gerade noch so zur Seite und du merkst, dass wo der hinlangt, da wächst kein Gras mehr. Okay. Danke sehr. Und ich verbeuge mich. Schon vorbei? Ich verbeuge mich und halt ihm nur so die Faust halt hin. Oh nein. Oh nein. Er boxt dir so auf die Faust und du verlierst 10 Lebenspunkte. Alter, ey. Okay, alles gut. Ich hab die Hälfte. Nun, Lord Henry, ich würde sagen, Sie sind dran. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich würde mich ganz gerne hier einmal umsehen und ich bin etwas misstrauisch, etwas irritiert über das Verhalten und die Anwesenheit dieses Boxers. Mhm. So würde ich mich gerne in diesen Räumlichkeiten einmal umschauen und sehen, ob ich noch andere Absonderlichkeiten aufspüren kann. Also du guckst dich in dem Raum um und dir fällt auf, es sind drei Türen in dem Raum auf jeden Fall. Ne? Die eine, durch die ihr gekommen seid, und zwei weitere, so Torbögen durch die, mit Türen, durch die man gehen könnte. Ungewöhnlich ist weiterhin ja, das Verhalten der Leute, weil manche sitzen zwar in dieser Runde und gucken zu, andere nicht. Wieder andere interessiert das überhaupt nicht, was hier passiert. Und er ist schon so das Sonderbarste im Raum, weil er steht halt wirklich mitten im Raum, wurden offensichtlich ein paar Tische zur Seite geschoben und
Ne? Man sieht auch nicht, ob er mit irgendwem anders gekämpft hätte vorher oder so. Er boxt halt so in der Luft rum, quasi. Werte Herr, er scheint ganz amüsiert durch die Kämpfe mit euch. Also er scheint nicht feindselig oder so. Darf ich Sie etwas fragen, so ein... Also Brutus willst du fragen? Brutus, Sie... So ein kräftiger Sportler wie Sie. Die sind doch sicherlich... Ich will mal schmeicheln. Du hast das Talent und ist immer nicht schlecht. Kann man wenigstens mal dafür. 28. Ja. Okay. Er fühlt sich durchaus geschmeichelt. Also er ist ganz angetan. Nun, ich würde wetten, Sie boxen ja hier nicht auf Kreisliga-Niveau, sondern jemand wie Sie, der kämpft doch sicherlich um die großen Gürtel, möchte ich mal meinen. Ich boxe auf Friedhofsniveau. Da würde mich doch etwas Ihre Biografie interessieren. Wo kommen Sie her? Wie hat es Sie hierhin verschlagen? Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können? Ja, in den Club gegangen und... Und dann? Meine Freundin war doch... Ihre Freundin, war sie auch in diesem Club? Ja, und dann habe ich geboxt. Okay, also ich fasse zusammen. Sie waren mit Ihrer Freundin im Café. Das war das Letzte, an das Sie sich erinnern. Und dann sind Sie jetzt hier? Wie heißt Ihre Freundin? Genau, zum Boxen. Ja, zum Boxen bin ich wie da. Wie heißt denn Ihre Freundin, werter Herr? Zum Boxen bin ich eigentlich. Ja. Nun, ich glaube, er ist zum Boxen hier. Ich glaube, er ist... Ich habe das eben auch bemerkt. Er ist irgendwie verwirrt. Er ist nicht, es scheint, als ob er nicht ganz anwesend ist. Soll ich mal versuchen, ihn zu untersuchen? Das, denke ich, wäre angemessen. Ja, du, wenn du möchtest, kannst du versuchen, ihn zu untersuchen. Sie sind ja als Boxer, haben Sie ja schon bestimmt viele Kämpfe hinter sich. Da ich Arzt bin... Eine Menge Siege! Ja, natürlich, aber trotzdem bleibt es nicht aus, dass man vielleicht auch mal getroffen würde ich Ihnen anbieten, gratis mal zu gucken... Ob alles in Ordnung ist. Ich bin ja, doch, ja schließlich. Ja, stimmt, er hat eben geglaubt. Ja, doch, er kennt dich ja. Ja, er kennt seine. Okay, dann Medizin 100. Also würde ich mal so in die Augen. Würfel mal drauf, weil es kann immer noch ein kritischer Erfolg oder ein Misserfolg sein. Medizin 100. 31, das ist ein kritischer Erfolg in deinem Fall, weil du 65 Punkte von deinem entfernt bist. Ja, du untersuchst ihn ganz regulär. Ja, ich guck so in die Augen und nehme so den Kopf so ein bisschen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Okay, also erstes, also offensichtlich, er ist wirklich Sportler, das würdest du sagen, nach dem Körperbau, nach dem, wie seine Muskeln so verteilt sind, er hat durchaus eine Historie. Diese Muskeln sind echt. Was will ich Als du allerdings sagen? Anfängst, so ein bisschen seine Augen zu testen und so, ne, Reaktion, er verwirrt einfach. Also er wirkt, als ob irgendwie ein bisschen geistig umnebelt, verliert oft den Fokus, während du versuchst, mit ihm auch irgendwie so Tests zu machen. Er reagiert sehr spät auf Geräusche, also er wirkt einfach insgesamt verwirrt. Es ist merkwürdig. Es scheint fast, als ob der... Ich weiß nicht, ob das eine Hypnose ist oder eine psychische Krankheit oder... Vielleicht auch ein Schlaganfall. Es könnte auch ein bisschen dehydriert und unterernährt, würdest du sagen. Also nicht schlimm, aber du merkst so leicht dehydriert, hat offensichtlich lange nichts gegessen, lange nichts getrunken. Könnte damit zusammenhängen, könnte auch nicht. Es passt nicht ganz zusammen, die Energie, die er durch das Boxen hier ausstrahlt, aber seine geistige Erschöpftheit, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Lassen Sie mich etwas probieren. Und mein Charakter... geht zu diesem Grammophon und macht so ein scratchendes ich will es ausmachen, aber es macht lass die Musik aus. Dann hört die Musik aus. Okay, Musik hört einfach auf. Sieht aber nichts. Niemand scheint das wirklich groß zu interessieren, was du gemacht hast. Ich dachte, dass wir vielleicht durch die Musik beeinflusst werden, wie in einem schlechten Roman, den dein Spielleiter geschrieben hat, der krank war und nicht ganz klar im Kopf. Niemand mag Strauß. Insofern, kein Verlust. Nun, ich würde gerne mal gucken, ob da noch andere einfach, also ob mit anderen Leuten vielleicht reden, die auch und schauen, ob die auch so ein bisschen verwirrt sind. Kannst du machen, ja. Also du kannst. Ich würde gerne mal jemanden ansprechen. Okay, ja. Sprich einfach jemanden an. Sagen wir, da ist eine Gruppe, da sitzen zwei Leute in so Sesseln, scheinen sich miteinander zu unterhalten. Guten Tag, die Herrschaften. Das freut mich, Sie hier in diesem Herrensaal begrüßen zu dürfen. Schlag. Wo kommen Sie her? Wir im Herren, also wir unterhalten uns ganz nett und sind heute zum Feiern hier. Ja, und wo sind Sie ansässig? Der eine von beiden überlebt. Paris, sagt der eine. Ah, Paris. Das ist ja der ganze... Der andere stimmt dann so, ja, doch, Paris. Und wie oft waren Sie schon hier? Das erste Mal. Der andere stimmt, ich bin zum ersten Mal heute hier. Und toll, es gefällt mir, grundlos super gefällt es mir. Und wie lange sind Sie schon hier? Die Zeit verfliegt, ja. Ich würde sagen, gerade ist angekommen. Wir könnten aber auch schon ein bisschen, also
Jetzt, wo du beide anguckst, haben auch schon so ein bisschen so 3-Tage-Bart, leichten Bartansatz, wirken auch ein bisschen ausgemergelt. So. Oh. Nun, ist Ihnen bewusst, dass Sie eventuell schon seit einigen Tagen hier drin sind? Eine Feier! Und aber nicht ohne uns zwei! Was würden Sie sagen, ist so die Tätigkeit? Was machen Sie hier die ganze Zeit? Ja, sozialisieren. Also man unterhält sich ganz nett. Wir sind mit unseren Freundinnen hier. Im Herrensaal. Also jetzt nicht hier irgendwo oder guck den anderen so an. Denk mal, also ja. Ja. Und wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Heute gerade eben ein bisschen her. Also. Was ist hinter diesen 3 Türen? Es steht oben über den Türen tatsächlich. Also, da geht's zum grünen Salon, hier zum Fumoir, von da aus dann auch das Café natürlich. Und hier geht's an die Bar. Na, da kommt ihr her, ne? Gut, was macht man im grünen Salon? Im grünen Salon ist der grüne Salon, Verbindungsraum um andere Räume. Gefiel mir ganz gut, ich glaube, ich war auch, oder? Gut, vielen Dank für das anregende Gespräch. Ach, ja, danke, danke. Und widmen sich sofort wieder einander und unterhalten sich. Eine Frage, wenn man sich hier umguckt, also ich gucke mich um, sehe ich Frauen in diesem Raum? Nee, im Herrenzimmer sind tatsächlich keine. Aber in der Bar waren welche? In der Bar waren Frauen, ja. Dude, was halten Sie davon, wenn wir einfach diese Katakomben mal abenteuerlustige Männer, die wir sind, erkunden gehen? Aber da werden wir ganz sicher mal draufgehen. Es ist der grüne Salon. Ja, gut, dann haben Sie mich damit überzeugt. Der Boxer ist. Wie schwarzen Salon gibt's auch, habe ich gehört. Da gehen wir danach hin. Ja. Herr Tesserak, wenn ich kurz. Nee, deinen Akzent schon wieder geklaut. Herr Tesserak, eine Frage. All diese Leute scheinen mir doch etwas seltsam zu sein. Sind Sie. Kennen Sie sich aus mit der sogenannten Tanzkrankheit, die ja in gewissen. Arealen Londons grassiert hat zu einer Zeit. Kennen Sie sich zufällig damit aus? Sagen Sie einfach ja. Ich habe davon gehört. Vielleicht ist hier etwas Ähnliches, etwas ganz Ähnliches am Werke. Diese Leute sind doch offensichtlich schon seit Tagen am Feiern. Das ist okay, wenn man jung ist. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr gesund für diese Menschen hier. Hier geht etwas Seltsames vor. Oder, Herr Winston? Nun ja, alle Personen in diesem Etablissement ähneln Ihrer Person sehr, sehr deutlich. Es geht mit absoluter Sicherheit nicht mit richtigen Dingen hierzu. Sie sind alle herausragend, gut aussehend und gut im Boxen? Verwirrt. Ich war noch nie wirt. Ich gucke tatsächlich zu Brutus. Also ich drehe mich nochmal zu. Lässt du die Musik übrigens aus? Also naja, das war ja nur so eine Idee. Ich bin da was ganz Heißem auf der Spur, aber ihr könnt sie gerne wieder anmachen. Ja, okay, können wir wieder. Wollt der Regie jetzt nicht da? Okay. Ich drehe mich tatsächlich zu Brutus. Ja? Lieber Lord Brutus, hätten Sie vielleicht die Ehre, uns durch dieses Etablissement zu führen? Mit Ihnen an der Seite und unserer Konstellation können wir Ihnen bestimmt auch etwas Schönes zeigen und Sie können uns gegebenenfalls beschützen. Wo wollen Sie denn hin? Also? Wir zahlen gut. Geld? Erstmal in den grünen Salon. Und danach könnten wir eventuell, wie Sie angemerkt haben, auch zum schwarzen Salon. Kann man schon. Also ja, kommen Sie mit! Wenn es sein muss. Ja, kommen Sie doch mit! Ja, es muss sein! Eine ganz fantastische Idee! Er wirkt ein bisschen verwirrt, aber ja, er scheint mitkommen zu wollen. Ja, nice! Okay, wenn das einfach. Gut! Sie sind nun unsere Bewachung. unsere Security. Oh, das gefällt mir besser! Ja, ohne Sie wären wir völlig wehrlos. Ja, also es gibt eine Tür, über der steht grüner Salon. Ja, dann gehen wir da hin. Ja, mit Brutus. Okay, geht an die Tür, ist verschlossen. Oh. Brutus. Also, legt an die Klinke, rüttelt. Und als du an der Tür rüttelst, fällt dir auf, dass über dem Schlüsselloch so ein Symbol ist. So eine Art Kreis mit so einem grünen Pfeil, kreisrund. Und also wirklich wie so ein kreisrundes Symbol, 2 Ringe und beide haben so einen Pfeil in den Ring eingezeichnet. Mhm. Als ob es ein spezielles Schloss, ein spezieller Schlüssel wäre. Ich schau mal nach, ob bei den anderen Türen auch Symbole sind. Nee, an der anderen Tür sind keine. Also an den anderen beiden Türen sind keine Symbole. Nur aber an dieser. Wollen wir jetzt alle so tun, dass so Brutus das Ding nicht einfach knallhart aufknacken kann? Boah, das ist eine ziemlich krasse Tür. Siehste? Brutus ist aber auch krass. Aber es ist ein ziemlich krasser Brutus auch. Also ich bin bereit zu sehen, wer zuerst bricht. Okay.
Nee, ich weiß, ist ja nur ein Vorschlag. Brutus, bei guter Freund. Ja. Sie erzählten mir davon, dass Sie bereits diesen grünen Salon betreten hatten, ist das richtig? Ja, absolut, ja. Wie erklären Sie sich denn, dass die Tür jetzt verschlossen ist? Gibt es einen Weg hinein? Na, einen Schlüssel. Und wo haben Sie diesen Schlüssel her? Wenn ich mich richtig erinnere, ist im Café ein Schlüssel. Im Café ist ein Schlüssel. Brutus, dann würde ich doch vorschlagen, wir gehen zuerst ins Café. Ja, ich, eine sehr gute Idee. Ich bin hier nur Security. Nur, machen Sie sich doch selbst nicht zu klein. Oh, können Sie uns den Weg weisen zum Café? Ja, hier, durchs Fumoir. Durch was? Der Rauchraum. Das Fumoir. Das ist die andere Tür, die da abgeht. Also ihr seid aus der Bar gekommen, das ist die eine Tür. Es gibt die Tür zum Fumoir. Und dann gibt es noch die Tür zum grünen Salon, die verschlossen ist. Ja, sollen wir durchs Fumoir oder sollen wir direkt gehen? Mir ist egal. Ja, alles mal Fumoir ausprobieren, ne? Okay. Die Tür zum Fumoir lässt sich tatsächlich öffnen. Ist auch kein Schlüsselsymbol drüber oder so. Scheint einfach offen zu sein. Brutus folgt euch einfach, ne? Läuft hinter euch her. Die Musik aus dem Herrenzimmer klingt so langsam aus. Ihr seid wieder in so einem Gang. Und am Anfang sieht es noch so aus, wie es im Herrenzimmer auch war. Überall hängen Bilder, man hört so ein bisschen die Musik, sehr martialisch. Und mit der Zeit klingt die so aus, es wird immer stiller. Und ihr hört so ganz langsam, dass Kaminfeuer anfängt zu prasseln, so ist sehr gemütlich. Und ihr seht vor euch eine Tür mit so Glastüren drin und durch die seht ihr schon einen dichten Rauch. Und vor der Eingangstür liegen Zigarren aus. Lecker. Sehen Sie hier, die haben eine kubanische Maxi-Roll. Oh. Alter, what? Endlich. Nun gut, man muss Licht wohl. Gut, beheben Sie die bitte für mich auf, Herr Winston, damit ich eine Ersatzzigarre habe. Ja, echt? Zum Glück war noch eine mehr für Brutus. Sehr gut. Ja, gut. Krass. Also, sie steht vor der Tür, wie gesagt, noch. Die dabei Geschmack. Lecker. Oh. Dr. Tesserak, das war richtig, dass Rauchen gesund ist, richtig? Der aktuelle Stand der Forschung gibt überhaupt keinen Anlass zur Sorge. Wir gehen Stand heute davon aus, dass es sogar den Kreislauf anregen kann. Oh. Ja, die durch die Verdauung regt das auf jeden Fall an, das kann ich Ihnen sagen. Es hat eigentlich nur Vorteile. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Okay. Ich mache die Tür auf und lasse die anderen vor. Ihr betretet das Fumoir. Ihr tretet in einen wirklich dichten Rauch. Also ihr könnt kaum was sehen in diesem Raum. Vor euch könnt ihr gerade so einen großen Sessel oder ein paar große Sessel aufmachen, in denen irgendwie Leute sitzen, die alle so vor sich hin paffen vor sich. Keiner redet, herrscht absolute Stille im Raum und ihr könnt gar nichts ausmachen. Es ist wirklich komplett blind quasi. Man kann so gerade Silhouetten von Dingen erkennen in dem Raum. Ein wunderschöner Raum. Das Parfum eines echten Mannes. Tabak. Gut, wenn wir nichts sehen können. Versteckst du dich? Ja, ich überlege tatsächlich gerade, aber. Schleichen wir oder verstecken würde ich dir durchgehen lassen als Probe. Also, würde ich um 20 erschweren, aber. Ja, ja, es hat ja was zu tun mit so einem Gefühl für Raum und sich so ein bisschen zu. Das würde ich tatsächlich dann gerne machen, ja. Okay. Du kannst mal auf Nachtsicht würfeln. Auf Nachtsicht? Wenn ich mich nicht täusche, hast du im Dunkeln sehen. Nee. Du hast es. Ich meine, was erwartet. Dann würfeln wir erstmal darauf. Auf Nachtsicht, ne? Mhm. Okay. Nachtsicht habe ich. Aber mit Nachtsicht. 15. Eine 9, nice! Das ist geschafft. Ja, 009. Du kannst deutlich besser als die anderen im Raum Dinge ausmachen. Also es fällt dir auf jeden Fall leichter und du müsstest den anderen aber beschreiben, was du halt siehst. Aber ich habe Auffassungsgabe 30. Würfel mal auf Auffassungsgabe, aber um 20 erschwert. Weil das ist jetzt kein Talent, das dir wirklich dabei hilft, im vollgerauchten Raum zu sehen. Also das heißt 10. 10, 10 oder weniger. 976. Leider nicht geschafft. Für dich genauso war ich. Oh, du kannst so ein paar Sessel ausmachen und du siehst, du kannst zumindest erahnen, dass hinter dir Wände sind und das, ja, sind überall so Lumidore und so, also so Glas, ja, so Schränke mit so Glastüren, in denen Zigarren aufbewahrt werden. Weil stehen kleine Aschenbecher, sitzen Leute herum und rauchen so vor sich hin. Ne? Die Leute erkennen kannst du jetzt nicht sofort und es fällt dir weiterhin schwer, dich zu orientieren, aber du kannst zumindest dich vorantasten in der Dunkelheit, während ihr wirklich völlig aufgeschmissen seid. Okay.
Okay. Und natürlich, das Atmen fällt euch auch nicht leicht. Also es ist kein Raum, in dem man gerne ist. Okay. Kann ich eine Personenanzahl erkennen? Geht es soweit schon, oder? Nee? Du kannst so ein paar Meterchen vor dir sehen, aber du kannst nicht annähernd einschätzen, wie groß der Raum ist oder wie viele Leute in diesem Raum sind. Okay. Mir nach! Eine Schautzigarre. Liebe Lords, Doktor, bitte fassen Sie meine Hand. Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns in Richtung Kamin bewegen tatsächlich erstmal. Okay, das Prasseln des Kamins hörst du quasi erstmal. Das Licht kannst du auch leicht sehen durch das Wasser. Aber da gehen wir auch tatsächlich erstmal hin sozusagen. Okay. Als geschlossen, als Gruppe sozusagen. Nehmt ihr seine Hände? Ja natürlich. Centipede. Wer auch immer letzter ist, Brutus hält so seinen Boxhandschub. Ja, genau, mit Brutus zusammen. Ja, und ihr tastet euch so durch die Dunkelheit vor. Überall um euch herum hört ihr hier und da mal jemanden husten, in den Sesseln sitzen. Irgendwie das so ist überhaupt nicht besorgniserregend. Das ist ganz normaler, gesunder Husten. Das öffnet die Kapillaren. So ist es. Der Körper reinigt die unreine Luft, die hier in diesem Raum teilweise herrscht. Das ist ein Wahnsinn. Der menschliche Organismus ist voller Wunder. Wunder. Ich hab gehofft, dass jemand. Und ihr schafft es tatsächlich, zumindest euch zum Kamin vorzutasten. Und ihr steht vorm Kamin, prasselt ein Feuer. Und ja, vorm Kamin ist es ein bisschen besser, weil man zumindest leicht sieht, dass durch den Kamin irgendwie, ne, also dass ein bisschen abgezogen wird durch den Kaminschacht. Okay. Kann ich denn die andere Tür sozusagen erkennen? Also wir sind durch eine Glastür rein und da müsste ja doch eigentlich... Durch eine Tür mit Glasfenstern, ja, aber du siehst keine andere Tür. Du kannst selbst vor dem Kamin, also deine Sichtweite ist größer als die der anderen und ist trotzdem 1,5 Meter. Okay. Und nicht mal klares Sehen, ne? Also wirklich mehr so bei Nebel kannst du dich orientieren. Okay. Liebe Lords, eine fantastische Aussicht hier, nicht wahr? Wer spricht? Super gut. Niemand, ich bin schon weg. Und bin erstmal wieder still. Nun, hallo, alle Herrschaften in diesem Saal. Könnte die Person, die der von mir entfernten Tür am nächsten ist, einmal kurz Hurra rufen? Du hörst nichts außer ein lahmes Husten aus manchen Ecken. Nun, was sagt man in Frankreich? Baguette. Das kommt drauf an, was man sagen möchte. Ich suche eine Tür. Warte, also was sagt man in Frankreich? Baguette? Ja. Hast du versucht, die Leute zu kränken oder war das? Nein, das ist einfach irgendein Wort, auf das sie reagieren halt. Ach so. Feuer. Probieren Sie es mit Feuer. Oh. Irgendjemand im Raum schnauft zum. Hören Sie mal. Ja, oh, eine Antwort. Hallo? Croissant? Also bitte! Da, und dann ein paar andere Leute empören sich auch noch im Raum. Und aus den Ecken merkt man, dass so ein bisschen Rauch sich in Bewegung besetzt, ne? Und die Leute so empört ausprusten. Jean d'Arc? Es funktioniert, sehen Sie? Lord Grace, die verwirrt. Manipulieren. Mach mal manipulieren. Das ist nicht euer Schwert. Hast du 80 tatsächlich. Ja. Du schaffst es, weil dass die Leute empört sind, während du halt irgendwelche willkürlichen französischen Wörter in den Raum brüllst. Und du merkst, dass der Rauch zumindest dünner zu werden scheint, weil die Leute so viel pusten, dass der Rauch wirklich so in Bewegung gerät und an die Decke des Raumes gedrückt wird. Oh. Lord Henry, das scheint zu funktionieren. Ja, machen Sie weiter. Wir müssen weitermachen. Jacques Chirac. Ein guter Freund von mir. Der ist doch ein Kind. Fromage! Oh, das ist gut, ja. Und in England heißt das from Arsch. Beide machen, rufen sie weiter französische Worte. Würfeln mal auf Humor. Ich hab nichts auf Humor. Also, hab ich nicht, ne? Ja, dann hast du auf soziale Talente, hast du quasi, machen wir einen Standardwurf, geben, wie viel hast du? So wenig, ne? Ich hab verwirrend 10, oder was? Du hattest, glaube ich, auf das, 20. Ich kann selber nachgucken. Gib mir eine Sekunde, ich guck schnell nach. Das ist hier auf der Seite. Ah, da will ich einmal einen dummen Witz machen, ey. Hast du. Du musst halt auf Humor, ne? Wie wenig? 5 oder weniger musst du würfeln. Ja. Also haben wir keinen Standard dazu. Aber. Nee, ein. Nee. Nö, alles gut. Der Witz zündet nur nicht. Ach, schade. Dude, Wilson. Wilson! Sie sind doch hier der offensichtlich mit den Fuchsaugen. Können Sie jetzt, wo der Nebel sich etwas gelichtet hat,
zumindest schemenhaft die Umrisse einer Tür erkennen. Ich gucke. Du kannst tatsächlich eine Tür erkennen, ja. Ja, Lord Henry. Also es scheint offensichtlich, dass die Leute sich hier konstant empören, ist der Rauch so ein bisschen aufgedrückt worden. Man hört auch immer noch aus den Ecken. Du kannst auch erkennen, dass die Leute wirklich richtig eingefallen aussehen. Oh. Wie also sehen die aus? Sehr ungesunde Gesichtsfarbe, die Leute, so, also die hier sitzen doch alle wirklich so alleine in Sesseln, riesige Berge von Asche neben sich in den Aschenbechern. Es ist immer so ein Stuhl mit einem Ding und den irgendwie so. Aber zu Rauch dampft aus dem Gesicht. Brutus, kennen Sie zufällig, ich habe Forstkampf ebenso gelernt, haben Sie die Ehre, dass wir gemeinsam die Windmühle trainieren? Und fange an mit meinen Fäusten tatsächlich einfach wie so eine Windmühle. So wie, ne? Sehr gut. Ich bitte Sie, einer aus meinem Standardrepertoire. Oh, und beginnt dann aus. Es wird gefährlich. Wir machen alle mit. Okay. Wir müssen alle die Windmühle machen. Wir machen das völlig falsch. Das geht die so. Die Windmühle. Tatsächlich scheint das zu funktionieren. Der Rauch beginnt so aufzuwirbeln. Und in so einer Art Schnecke findet der so seinen Weg an die Raumdecke. Und ihr könnt tatsächlich relativ gut sehen. Ach so. Der Raum tut sich auf. Und ihr seht drei Türen im Raum. Eine zu eurer Linken. Auch wieder mit einer Tür. Und ihr könnt jetzt schon sehen, das gleiche Schlüsselloch wie eben. Also mit dem gleichen Symbol wie in dem Raum zuvor. Und ein anderes, hinter der, wo oben Kaffee drüber steht. Sagt denn Sie nicht, Brüß, dass der Schlüssel sich im Kaffee normalerweise befindet? Also ich hatte zuletzt gehört, dass jemand da stolz irgendwie was von dem Schlüssel. Also. Na, dann sollten wir schleunigst dort nachsehen. Selbstverständlich. Auf zum Kaffee. Also auch ihr alle seht jetzt, ne, dass die Leute, die da sitzen, wie so in sich eingefallene Herren. Ja, das hat nichts mit den Zigarren zu tun, da kann ich Sie beruhigen, das ist wegen Sonnenlicht. Vermutlich haben die nicht genug geraucht. Das ist wahrscheinlich das Problem, ich offensichtlich müssen sie mehr rauchen. Liebe Lords, lieber Doc, ist das nicht seltsam, in jedem Raum, in dem wir uns hier befunden haben, waren die Menschen wirklich absolut desorientiert. Ich meine, schauen Sie Brutus an. Die hier sogar noch extremer als in dem davor. Also in diesem Raum, die Leute sind wirklich so überhaupt nicht anders. Sie haben recht, am Ende ihrer Kräfte völlig ausgezehrt. Als würde man sie aussaugen, ihre Lebenskraft. Ich spüre eine große Gefahr. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiterhin in diesem Etablissement bleiben möchte. Ich habe mal gehört, dass es... Haben Sie von den Opiumhöhlen gehört, die es früher im... Selbstverständlich. Im asiatischen Raum gab. Ja, ja, selbstverständlich. Uralte Höhlen mit Wandmalereien der Opiummenschen. Die sogenannten Opiummenschen, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als Opium zu konsumieren. Sie lagen einfach nur da, völlig wie in Narkose. Sie waren geistig zwar anwesend, aber nicht wirklich. Opium habe ich auch mal probiert. Ich habe blöd gesagt, Flora 420, kann ich riechen? Kann ich das erkennen, ob Opium hier gerade? Ja, du kannst mal schnüffeln. Dann schnüffel ich mal. Also auf Flora und Fauna oder auf Fassungsgabe, da habe ich mehr. Mal Flora und Fauna, es macht schon... Nee. Mehr Mann. Ja, du riechst aber, würde sagen, riecht nach normalen Zigarren. Okay. Ja, ich hab da auch nichts. Ne? Interessant! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier Drogen im Spiel sind. Zappalot, wie kommen Sie denn auf diese Idee? Drogen? Die Leute alle geistig nicht ganz beisammen sind. Sie erinnern sich teilweise nicht mal, mit welchen Personen sie in den Club gekommen sind. Ja, hatten wir nicht hier sogar den, hier unser Security, er hat seine Frau einfach so hier verloren und kümmert sich kaum. Das ist nicht normal, es sei denn, sie war eine echte Gräte. Da gebe ich Ihnen recht. Einige Leute scheinen hier länger im Club zu sein als Christian Streich. Für alle mal sacken lassen. Ich bin der Einzige am Tisch, der den versteht, das weißt du, ne? Fußball. Ich hab den auch nicht verstanden. Ich weiß, ihr lacht einfach. Fußball. Lassen Sie uns ins Café gehen. Ja, gut, aber. Okay. Ja, ihr könntet ins Café gehen. Die Tür ist da, ihr müsst nur rausgehen. Ich gehe zum Café. Ja. Okay. Die Tür, ihr macht die Tür auf und der Rauch bleibt zum Glück hinter euch zurück. Ihr merkt immer noch so einen leichten Duftwabe. Die ganze gute Luft geht raus. Die Zigarren könnt ihr mitnehmen, wenn ihr möchtet. Was können wir mitnehmen? Die Zigarren, Entschuldigung. Die Zigarren könnt ihr mitnehmen, wenn ihr möchtet. Diese Zigarren müssen wir aus meinen kalten, toten Händen reißen. Ja, ich denke, dann wird sie doch brennen.
Der Flur ist erst ein bisschen karg, so wie er halt war auf dem Weg hin zum Fumoir. Während ihr dem Café näher kommt, sieht es aber mal freundlich aus. Dem Café ist auch wieder so eine Glastür, kommt richtig Licht auch schon, so fällt so durch so kleine Fenster, relativ heller Raum. Ganz, ja, so freundliche, atmosphärische, also es ist ein bisschen so Klampern von Teetassen ist zu hören. Ein Piano schon spielen so ein bisschen und dann steht ihr auch schon vor der Tür. Also Moment, vor der Tür des Cafés? Ja. Ja. Ihr seid als ein gerader Gang, jetzt kommt quasi zur nächsten Tür. Wir wollen ja reingehen ins Café. Ja, wir, ja. Also, geht die Tür denn auf? Ja, ihr könnt die Tür öffnen dann und ihr steht in einem großen Raum. Wirklich auch ganz hell. In der Decke ist das erstmal ein Fenster, also eine sehr hohe Decke, was ganz überraschend ist. Sind so Milchglasfenster eingelassen, durch die Tageslicht offensichtlich in den Raum fällt. In der Mitte sind so künstlich angelegte kleine Gärten und überall stehen so Kaffeetischchen, so weiße, verschnörkelte Metalltische, wie man die aus so einem kleinen Kaffeegarten kennt. An denen sitzen Leute und ne, haben alle so ein schönes Teetässchen bei sich stehen und schlürfen so vor sich hin, scheinen sich ganz angeregt zu unterhalten. Und als ihr reinkommt, ist so einer der ersten Räume, in dem man euch auch anguckt und ihr werdet offensichtlich bemerkt, aber endlich ein bisschen bebeugt und so. Und die Leute widmen sich dann auch wieder so Kicher und man tauscht sich ein aus. Ort der Kultur, endlich daheim. Meine Freunde, hier gehören wir hin. Könnte ich ein wenig Rum in meinem Tee haben? Das habt ihr euch schon hingesetzt? Es ist ein Tisch frei. Ja. Ja. Ihr sitzt am Tisch, Bedienung ist bei euch selbstverständlich. Geht weg und dann macht ihr einen Schluss Rum in deinen Tee. Ja. Geben Sie ruhig, geben Sie der Flasche noch einen kleinen Schubs. Kann ich mit Auffassungsgabe oder so den, das Getränk? Kannst du absolut machen, ja. Ja? Ich habe 30. Auf was möchtest du es untersuchen, nur falls du ein bestes Talent hast? Ob da irgendwas nicht teemäßiges ist. Ob du irgendwas anderes hast, was noch besser passt sogar. Aber ich würde Auffassungsgabe dich... Englisch. Englischer Tee. Ja, ja. So, gute Idee. Deswegen Englisch plus 20. Okay. Unter 60. Oh Mann, ey. Nee, knapp nicht geschafft. Also, wirkt wie normaler Tee. Deshalb bin ich im Baldur's Gate immer noch. Keine herausragende Information, würde ich sagen. Kann ich nach Gift checken? Habe ich nicht viel. Also, ich trinke den Tee, ne? Sogar. Kannst du machen, ja. Aber es ist erleichtert, wenn jemand Gift so konkret hat. Ja, es ist nur sehr allgemein, wenn man nicht weiß, welches Gift und so, aber nö, fällt ja auch nicht drauf. Ja, gut, also, ich trinke dann, ne? Ja. Passiert nix. Trinkst Tee. Scheint Tee zu sein. Schmeckt wie Tee. Sehr verehrte Herren, was machen wir denn nun? Jetzt sind wir hier durch dieses Labyrinth, dieses Etablissements gewandert bisher. Wir suchen den Schlüssel. Ja. Ja, für die Tür. Am Nebentisch scheint sich jemand zu euch umzudrehen. Schlüssel, sagen Sie. Oh, guckt euch. Also, ich persönlich mag ja weder Monsieur Leclerc noch Madame Moreau. Aber einer von den beiden hat den Schlüssel. Oh, und wo befinden die Herrschaften sich? Also irgendwo hier sind sie. Also da drüben sehe ich doch Monsieur Leclerc, aber verraten Sie ihm nicht, dass ich über ihn gesprochen habe, nicht mein liebster Freund. Wie war denn Ihr Name? Dupont, Madame Dupont. Dupont. Dann schlage ich vor, ich gehe zu diesem Monsieur Leclerc und werde versuchen, den Schlüssel vielleicht zu stibitzen. Aber warten Sie doch kurz. Vielleicht gibt es gar keine Notwendigkeit, wieder zu stehlen. Ich weiß, es macht Ihnen... Es macht Freude. Es ist ein Hobby von mir. Nun, aber nicht jedem macht es Freude, bestohlen zu werden. Vielleicht sollten wir es erstmal über die Kraft der Diplomatie versuchen. Sie mit Ihrer langweiligen Diplomatie immer. Stehlen ist doch viel... Strafbare? Ja, das ist der Reiz. Sie haben mein Leben geklaut. Ach, Sie haben es mir geschenkt. Wer seinem eigenen Leben keinen Wert gibt, der hat es auch nicht verdient. Kurze Frage, wie hieß die Madame nochmal? Nicht Dupont? Nee, das ist es. Sie hat von Monsieur Leclerc und Madame Moirot gesprochen. Moirot. Sie mag beide nicht, aber einer von denen hat den Schlüssel. Mhm. Ich stimme aber ausnahmsweise mal mit Herrn Tesserac überein. Wir sind nicht hierher gekommen, um Tee zu trinken. Wir sind immer noch auf einem Fall und wir suchen den Schlüssel. Deswegen sollten wir die Bequemlichkeit hinten anstellen und jetzt unverzüglich uns aufmachen zu Herrn Dupont, um nach dem Schlüssel zu fragen. Nee, Monsieur Leclerc. Leclerc. Leclerc? Leclerc? Leclerc. Ja, dann machen wir das doch. Ja, also er hat auf einen Herrn gezeigt, der drüben an dem Tisch sitzt. Mhm. Ja, dann gehen wir da hin. Ja. Er schaut euch fragend an. Die Herren. Sind Sie Monsieur Leclerc? Das bin ich in der Tat. Nun, wir
sind auf der Suche nach dem Schlüssel. Also, wenn ich den Schlüssel hätte, hätte ich ihn schon längst meinem Liebsten gegeben. Ihrem Liebsten? Wäre es das? Also, ich bitte Sie, ein paar Geheimnisse muss man doch bewahren dürfen. Können Sie uns vielleicht sagen, was hinter den Türen mit diesem ominösen Schloss passiert? Leider weiß ich nicht. Leider auch nicht, nein. Aber Sie wussten doch eben noch von einem Schlüssel. Mehr fällt Ihnen nicht ein als... Oh. Vielleicht fragen Sie mal Madame Moreau. Oh. Vielleicht mache ich das. Wo ist denn diese Madame Moreau? Da drüben sitzt sie doch. Da drüben ist die Dame, die auch schon rüberguckt. Sie scheint zu merken, dass von ihr gesprochen wird. Ich würde gerne einmal, bevor wir abhauen, auf Menschenkenntnis würfeln bei ihm. Jo. Der sagt die absolute Wahrheit. Okay, er hat den Schlüssel. Hast du einen Fail oder einen 12? Also sogar ein kritischer Erfolg sogar. Er sagt die absolute Wahrheit. Okay. Na gut, dann wollen wir ihre Zeit, besser gesagt, wir wollen unsere Zeit nicht mit ihnen weiter verschwenden. Dann gehen wir jetzt zu Madame Moreau. Ja, dann laufen wir. Moreau. Nee, wie? Marois. Marot? Moreau. Ja, ihr kommt zu ihr rüber und sie schaut euch an. Das ist ein bisschen eine bisschen untersetzte Dame, schaut euch an. Die Herrin, hallo! Hallo, Madame. Madame. Wir sind auf der Suche nach dem Schlüssel. Wie deliziös. Den Schlüssel hat jemand, den Mademoiselle Martine in ihr Herz geschlossen hat. Und wer dürfte das sein? Da drüben sitzt sie doch. Sitzt eine junge Dame so in der Ecke, ein bisschen dunkle Haare und guckt ganz verschwiegen weg. Ein bisschen beschämt. Wie ist der Name der Dame? Mademoiselle Martine. Martine. Nun, die Herren, die werden hier von Alpha nach Beta nach Gamma geschickt. Ja. Wie ein von einer Person zur nächsten wie ein Dienstbote. Das absolut Niederste, direkt nach Butler. So langsam scheint mir, unsere Suche wird vielleicht niemals enden. Aber vielleicht probieren wir es noch mal mit Mrs. Martin. Martin. Ja. Wer von uns möchte sie denn bezirzen? Ich glaube, damit haben wir vielleicht am meisten Möglichkeiten, glaube ich, wenn ich unsere letzten Abenteuer mir in Erinnerung rufe. Es hat immer ganz gut funktioniert, auf die weiblichen Elemente anzusprechen. Nun, das mag sein, aber es scheint mir nicht an Kooperationswillen zu mangeln, sondern vielmehr an dem Vorhandensein des Schlüssels. Ja, dann gehen Sie hin, dann holen Sie die Dame, holen Sie uns den Schlüssel, auch sagen, die Tiger. Lord Henri, versuchen Sie Ihr Glück, es hat doch bislang noch nicht geklappt. Es muss ja auch geklappt. Da haben Sie recht. Mrs. Martin. Ja. Mein Name ist Lord Henri. Ich bin auf der Suche nach dem... Oh. In dem Moment, dass du sagst, dein Name ist Lord Henri, spürst du einen stechenden Schmerz in deiner Brust. Ah! Du kriegst 5 Schaden. Was? Wo? Alles in Ordnung, Lord Henri, was ist passiert? Ich habe plötzlich diesen unsagbar intensiven Schmerz in der Brust. Zeigen Sie mir genau wo. Hier. Da, wo die Brust ist? Wo die Brust ist. Was können, beschreiben Sie den Schmerz noch etwas? Stellen Sie stechend sich vor, brennt. Sie würden einen Dolch nehmen und diesen Dolch tunken Sie in Gift und dann halten Sie ihn eine halbe Stunde lang in die offene Glut und dann spuckt eine Hexe drauf mit ihrem faulen Atem und dann ziehen Sie ihn durch die Kimme eines haarigen Riesen, der seit 2 Wochen sich nicht den Popo abgewischt hat. Und dann lassen Sie noch Lord Mannheim mal drauf gucken. Ja, ich mach das. Und dann stechen Sie ihn mir in die Brust. Ist es ein bengalischer Riese oder ein surmetranischer Riese? Ein Nepolatiner. Ein Nepolatiner, das ist ein schlimmer Schmerz, wir müssen handeln. Der Schmerz ist verflogen. Aber es geht schon wieder, Dankeschön. Na, da bin ich erleichtert. Ich bin sehr gut in dem, was ich tue. Sie sind offensichtlich ein Meister Ihres Fachs. Sie haben selbst zur Abwechslung mal nicht übertrieben. Nun, ja. Werte Madame Martin. Ich verzichte darauf, mich erneut vorzustellen und möchte lediglich den Schlüssel. Ja, Sie haben mich ertappt. Ich liebe Monsieur Leclerc. Sie lieben Monsieur Leclerc. Unsterblich. Nun, und was ist mit dem Schlüssel? Ich weiß es doch auch nicht.
Nun, Mademoiselle, haben Sie nun einen Schlüssel oder haben Sie keinen? Ich habe keinen Schlüssel. Aber wer hat denn den Schlüssel? Das weiß ich doch nicht. Madame, werte Lords, Madame Moirot hatte uns gesagt, dass der Schlüssel bei der Liebschaft der Mademoiselle Martin liegt. Also bei Monsieur Leclerc. Mein Leclerc? Aber der Herr Leclerc hat uns wiederum zu Madame Moirot geschickt. Vielleicht sollten wir mal Bruce fragen, ob er Leclerc fragt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich fragen. Ich meine. Ja. Fragen. Ich meine, Lord Henry, ich meine, dass er ihm vielleicht droht. In die Schnauze. Und ich habe das bereits verstanden und ich finde, das ist eine fantastische Idee. Ich gebe aber auch zu bedenken, dass ich davon überzeugt bin, dass der Herr Leclerc die Wahrheit gesprochen hat. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es bedarf also nicht der Anwendung von Gewalt, um hier der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Was mich hier viel mehr in den Wahnsinn treibt, ist, warum die Leute hier alle so seltsam in Gemüt sind. Niemand weiß so richtig, wo er ist, was er tut. Es scheint mir, sie geben uns hier ein Rätsel auf. Das ist wirklich sehr mysteriös. Ich würde gerne einmal noch Menschenkenntnis mit der Frau würfeln. Bei Mademoiselle Martin? Ja, kannst du gerne machen. Um 10 erleichtert. Oh, 12. Kritisch, oder? Was hast 12 du dann? Gut, ja, dann 2. Was hast du bei. Nee, ja, was hast du bei. 80. Ja, ist ein kritischer Erfolg. Sagt die absolute Wahrheit. Aber ist definitiv verwehrt. Du hast ihr nicht die Frage gestellt, hat dir irgendeine Antwort gegeben, scheint so ein bisschen in ihrer eigenen Welt zu leben. Hm. Ich würde gerne mal nur aus Sicherheitsgründen meinen Monokel nutzen. Und in den Raum gucken. Vielleicht sehe ich ja die besagten Schlüssel. Vielleicht hat er ja mit magischen Elementen zu tun gehabt. Und deswegen erkenne ich ihn. Der ganze Raum leuchtet vor Magie. Wer, was? Der ganze Raum glüht vor Magie. Mon Dieu, der ganze Raum. Es wabert wirklich so in der Luft, als ob eine Aura von Magie im Raum steht. Meine Herren, schauen Sie durch. Schauen Sie doch. Du siehst es auch. Also es wabert, der ganze Raum wabert vor Magie. Du siehst so eine Art, also wirklich so eine strahlend weiß, Regenbogenfarben mixige, wie so eine Wolken, die sich so durch den Raum ziehen. Nicht so dicht, wie ihr es schon mal gesehen habt, aber hier ist Magie im Raum, die wirkt. Okay. Verdammte Scheiße! Ich reich weiter. Ja. Okay. Du siehst das Gleiche. Und geheuerlich. Schauen Sie doch mal, Herr Tesserak. Gibt es ein Zentrum der Magie? Magnifik, das habe ich ja noch nie erlebt. Ist da im Wasser. Ich würde tatsächlich nochmal in den Raum gucken und suchen, ob ich dieses Siegel, also dieses Zeichen, ob ich das tatsächlich irgendwo finde, weil wir haben es von dir kurz beschrieben bekommen. Ich würd mir das noch mal, du würdest es wiedererkennen, du erkennst es aber nicht im Raum. Du siehst es nirgendwo. Ich muss noch mal fragen, was hat es zu bedeuten? Es liegt ein magischer Schleier über diesen Raum. Die Leute verhalten sich komisch. Lord Henri bekommt plötzlich Schmerzen in seiner Brust. Es ist alles merkwürdig. Wie hängt das alles zusammen? Es geschieht wieder. Ich würde gerne eine Theorie testen. Sagen Sie doch mal laut Ihren Namen. Nun, das ist mein Name? Sie kennen doch meinen Namen. Ich möchte, dass Sie ihn einmal laut aussprechen. Stellen Sie sich doch mir mal vor, als würden wir uns zum ersten Mal begegnen. Mein Name ist Dr. Guillaume François Guillaume de Tesserac, Autor von zahlreichen Büchern, wie zum Beispiel Der Körper. Das reicht mir schon. Haben Sie zufällig einen unaushaltbaren Schmerz in der Brustgegend verspürt? So. Das ist das Gleiche. Ne? Ich verstehe es nicht, aber ich bin auch sehr fit. Also, mir scheint, dann läge dieses Zusammenspiel mit an Ihren Legen, an Ihren. Vielleicht möchten Sie uns doch mal kurz sagen, wer Sie sind. Ich habe es schon wieder vergessen. Lord Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es hat mir bereits körperlich zugesetzt. Ja, da haben Sie selbstverständlich recht. Stellen Sie sich doch noch einmal, bevor ich das wage, der mit Madame Moreau vor. Oder Martin? Martin. Madame Martin. Stellen Sie sich mal der Madame Martin vor. Martin? Die hört die ganze Zeit zu. Ja, die ganze Zeit. Madame Martin. Hallo? Bonsoir. Ich bin. Mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Oh, Herr Freund. Und spüren Sie was? Nicht, was ich. Ich spüre Liebe! Leclerc! Nun, vielleicht sollten wir die Personen mal zusammenbringen. Ich versuche, die alle, Dupont, Clerc, Moreau und Martin mal zusammen zu trommeln. Also, wird sie physisch greifen und bewegen. Nee, kommen Sie, ich gehe hin und kommen Sie mal mit. Ich sitze doch hier gerade so schön. Also, ich denke ja gar nicht dran, mitzukommen. Wer, okay, dann machen wir. Wer ist. Hier, wir reden gerade mit der Martin, ne? Ja. Und die ist ja in den Clerk verliebt. Sagt sie, ja. Madame Martin. Ja. Wie stark ist ihre Liebe? Oh.
Sie kennt keine Grenzen. Gut, ist sie stark genug, um ihre eigenen Beine zu bewegen? Ich wünschte, doch sie lähmt mich. Die Liebe lebt sie. Das ist was mir an Liebe im Überschusse vorhanden Phänomen. Ist, das fehlt mir an Mut. Gut, das ist ja aber schade, denn ich hatte bereits eine wunderschöne Geschichte vorformuliert mit einem Happy End. Nun, sie sind jetzt diejenige, die diesem Happy End im Wege steht. So groß kann ihre Liebe dann wohl nicht sein. Da ich bin sicher, der gute Herr Leclerc, der wird schon in Kürze eine andere wunderschöne Frau finden, die er dann heiraten kann. Ja, ich habe auch gehört, dass da schon was am Laufen ist. Oh, du spürst einen brennenden Schmerz in deiner Brust. Ah! Die Brust, mein Knie! Herr Tesserak, was ist hier noch was? Wie geht es Ihnen, Lord Mon? Ich glaube, es geht nicht. Wo ist der Schmerz? Überall! Schmerz ist vorbei. Er ist vorbei. Doch, 5 Schaden. Ich habe durch mentale Kraft den Schmerz besiegt. Habe ich den Schot besiegt? Ein sehr guter Arzt. Kneifen Sie mich. Ja, Sie sind ein sehr guter Arzt. Kneifen Sie mich. Sehen Sie, meine Herren. Keinen Schmerz. Sehen Sie. Au! Der Graf bewegt sich nicht mehr. Nochmal. Er liegt leblos auf dem Boden. Oh. Was hast du gesagt? Der Graf, meine Herren, sehen Sie, er ist tot umgefallen. Ach, nun ruht er für immer. Und du spürst einen stechenden Schmerz in deiner Brust. Was ist denn hier los? Ernsten! Tun Sie was! Ein unbeschreiblicher Schmerz! Nochmal 5 Schaden. Alter! Erneut? 5. Alter! Wir müssen hier raus! Wir müssen hier raus! Warum sind nur die beiden davon betroffen? Wir müssen hier raus! Ich gucke ganz kurz, ob ich noch weitere Türen in diesem Café entdecke. Es gibt nur diese eine Tür, aus durch die ihr gekommen seid. Es scheint eine Sackgasse zu sein. Ist die eine Tür, durch die ihr gekommen seid? Vielleicht lag es daran, was wir gesagt haben und nicht. Ich packe erstmal Lord Henry wirklich am Kragen sozusagen und gehe wirklich straight in Richtung Tür raus erstmal. Okay. Ich will erstmal raus sozusagen. Wehrst du dich oder er zieht dich aus dem Raum? Ja. Du bist aber, ne, der Schmerz ist dann weg und dann ist auch vorbei. Aber ja, okay. Wir müssen raus! Und geh halt raus. Ja. Schafft ihr ohne Probleme. Nee, ich bin auch drin. Ich habe ja auch keinen Schmerz. Nee, nee. Okay. Ihr steht vor der Tür. Lord Henry! Ich kann mir das einfach nicht erklären. Ich habe so etwas noch nie gespürt. Dieser Schmerz, er war so ungeheuerlich stark, aber auch so plötzlich und vielleicht ist Magie im Spiel. Mit Sicherheit ist Magie im Spiel. Ich wollte nur einmal checken, ob der Raum dafür verantwortlich ist oder nicht. Wie geht es Ihnen jetzt? Jetzt geht's mir gut. Sagen Sie mal A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Und ich schüttel ihn ein bisschen. Jetzt lassen Sie doch dieses... geschüttelt. Das ist doch nun wirklich unnötig. Sie sind doch nur Backpfeife. Au! Das ist eine leichte Backpfeife. Würfeln Sie mal bitte auf Medizin. Ich glaube nicht, dass Sie die nötigen Kompetenzen mitbringen. Geben Sie mal härtere. Geben Sie mal härtere Backpfeife. Okay. Lord Henry, merken Sie etwas. In diesem Raum haben Sie den Schmerz erfahren. Ich persönlich glaube, dass der Raum für den Schmerz zuständig ist. Wir wissen doch, dass er voller Magie steckt. Ja, dieser ist hier voller Rauch. Okay, wir sind mittlerweile auch dahin gegangen. Also wir sind im Flur, ne? Also ja, jetzt steht ihr im Raum im Flur. Ihr seid jetzt nicht physisch in diesem Raum. Warum sind wir beide nicht betroffen von dieser Magie? Weil wir nicht gesprochen haben. Ich habe gesprochen. Ich habe Ihnen nicht zugehört. Ich habe mit Frau Mater gesprochen. Und mir ist nichts passiert. Was hat er, was ich nicht habe? Ich will auch den Schmerz. Könnte es sein, dass wir Sie beide jeweils emotional irgendwie gereizt haben? Es hatte jedes Mal den... Es kam mir so vor, als ob es bei mir nach einer Beleidigung, die gar nicht so gemeint war, passiert ist. Als hätte sie als sie mich geschlagen. Was haben Sie doch mal gesagt? Ihr seid nicht im Raum, keine Sorge. Was war es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Aber es war nichts Nettes, glaube ich. Ich glaube, es war keine Beleidigung, wenn ich mich erinnere. Aber es war irgendwas Emotionales. Ich möchte kurz etwas ausprobieren. Und ich gehe halt rein und sage, wer wird später mal einen coolen Film machen? Monsieur Leclerc! Scheiße, ich will einen dummen Witz machen. Ich kann nur nicht mal einen dummen Witz machen gerade. Ich versuche einfach nur einen dummen Witz zu machen. Dann würfel auf die Idee hinter diesem Witz. Ja, ich will wissen, ob das Schmerzen bereitet. 55. Ah, versuch das zu testen. Schlechte Theorie. Aber. Okay, es passiert nichts. Mm-mm. Okay, ich mach die Tür wieder zu, komm raus. Hat nicht geklappt! Okay, wir wissen, es hat etwas mit Magie zu tun, denn wir können es sehen. Offensichtlich sind alle Leute seltsam, wir können uns nicht auf sie verlassen. Wir brauchen diesen Schlüssel und scheinbar hat ihn keiner. Alle 3 Personen sagen, sie haben ihn nicht. Erstmal müssen wir herausfinden, was sie beide gemeinsam haben.
dass diese. Sie haben beide gesprochen mit Frau Martin. Ich habe aber auch mit Frau Martin gesprochen. Wo ist. Was Lord Henry sagte Lord Henry. Henri. Ich habe mich vorgestellt, es könnte natürlich sein, auch insbesondere aufgrund der Geschehnisse in der Vergangenheit, dass diese Form von offensichtlich bösartiger, niederträchtiger Magie etwas gegen uns empfindet. Allein unsere Präsenz und unsere Ambition, diesem Fall auf die Schliche zu kommen, diese Situation hier zu ändern, vielleicht hat das diese Magie erzürnt und sie hat ihre Kräfte genutzt, um uns Schmerzen zu bereiten, um uns hier zu vertreiben. Verstehen Sie, die Herren? Die Magie ist gegen uns gerichtet. Aber sie ist ja nicht gegen alle gerichtet. Ich verstehe es überhaupt nicht. Nein, die Leute, die sind ja aber auch Zombies. Sie sitzen hier herum, sie tun nichts. Ihr freier Wille ist gebrochen. Sie dienen der Magie vielleicht als Art Energie. Batterien, menschliche Batterien für die böse Magie. Aber wir sind unangetastet von dieser Magie. Wir versuchen, ihr auf die Schliche zu kommen. Und das will sie nicht. Vielleicht ist es die Dauer, die wir hier verbringen. Ich war genauso lange wie Sie dort. Ja, nur ich bin 78 Jahre alt. Was erwarten Sie von mir? Ich kann mir nicht die ganze Zeit irgendwelche mentalen Sachen hier irgendwie. Irgendwann ist es bei mir auch vorbei. Bei Ihnen weiß ich es nicht. Sie sind vielleicht einfach nicht ganz da. Oben. Bisschen leer. Aber bei uns fängt es an. Vielleicht fängt es als nächstes bei Ihnen an. Geht es dann weiter? Beim armen Wilson? Lieber Lord, könnte ich einmal bitte Ihren Monokel haben? Was wollen Sie damit? Gucken, ob dieser Flur ebenfalls voller Magie steckt. Aber ich kriege es wieder? Ja, natürlich. Direkt danach? Ja. Na gut. Ich gucke durch das Monokel. Im Flur ist keine Magie offensichtlich, aber selbst durch das Glas in der Tür siehst du, dass im Raum was wabert. Da, okay. Es wirkt Magie im Raum. Das wisst ihr alle. Ihr habt alle durchs Monokel gesehen. Ich weiß einfach nicht. Und im Raum, als man da gesehen hat, die war gleichmäßig verteilt, oder? Gleichmäßig verteilt, ja. Du würdest nicht sagen, dass du irgendwie einen Hotspot gesehen hast oder so, sondern es war aber so rum. Wenn ihr nicht weiter, ich kann euch immer einen Tipp geben, aber ich fand es noch unterhaltsam, deswegen habe ich euch rätseln lassen. Also nur mal ganz normal gerade. Ich habe das Gefühl, wir haben mit den Personen irgendwas noch nicht richtig bequatscht, weil die schieben uns vom einen zum anderen. Ja, das war wie so ein Rätsel. Ja. Ich fand das auch. Vor allem mit Frau Moirot haben wir kaum gesprochen. Die hat uns einen Namen gesagt, dann sind wir direkt weitergegangen. Stimmt, das war ganz am Anfang, ne? Mhm. Gehen wir nochmal rein. Ich würde vorschlagen, dass wir noch mal reingehen. Diese Frau, wie war ihr Name? Moirot. Das ist, ich würde sie gerne noch mal ein bisschen ausfragen. Nun, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, für mich da noch mal reinzugehen. Das waren wirklich teuflische Schmerzen. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie schmerzhaft das war. Meine Herren, wenn es genehm ist, würde ich das Reden übernehmen. Denn ich möchte einmal für mich ausprobieren, ob diejenigen, die noch keinen Schmerz erfahren haben, ebenfalls Schmerz kriegen. Ja, das finde ich gut. Bitte, anders als sonst, achten Sie auf das Gespräch, was ich führe. Das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht sollte ich mitkommen, Sie sprechen, ich beobachte. Und die zwei, die schon angeschlagen sind, warten kurz hier. Simon. Ja, okay, Bruno und ich gehen wieder rein in den Raum und gehen zu Frau Madame Moirot. Madame Moirot, ja. Steht vor euch, schaut euch wieder an. Sehr verehrte Madame Moirot, schönen guten Abend. Hallo. Ich habe eine kleine Frage an Sie. Wie sehr sind Sie denn eigentlich bekannt mit der Mademoiselle Martin? Also Mademoiselle Martin, die hat ja jemanden in ihr Herz geschlossen. Oh, verstanden. Ist Ihnen aber vielleicht bewusst, dass, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber dass Mademoiselle Martin eventuell ebenfalls eine Person in ihr Herz geschlossen hat, die allerdings auf den Namen Leclerc. Also, die Person, die Mademoiselle Martin in ihr Herz geschlossen hat, hat den Schlüssel. Fragen Sie sie doch mal, was Sie noch so hier treiben. Ich drehe mich kurz zu Monsieur, zu Doc Guillaume um. Das ist das Rätsel. Das Rätsels Lösung ist, alle drei haben sozusagen eine Liebesbeziehung zu dem anderen. Es ist sozusagen eine Liebesbeziehung, eine Ménage à trois, wenn man es möchte. Jede Person nennt den Schlüssel. Sehr interessant. Ja, macht Spaß. Der Schlüssel liegt immer sozusagen im Umlauf. Verstehen Sie, was ich meine? Dort scheint ein Rätsel begraben zu sein. Ich würde meinen Schlüssel auch in zwei Schlüssellöcher stecken. Meine Herren. Sie sind Mediziner. Das ist für Sie nichts Besonderes. Für Sie ist es. Nun, aber was bedeutet das? Okay. Nun lassen Sie uns noch einmal zu Leclerc gehen. Ich persönlich glaube, wir brauchen eine dritte Person und wir müssen alle drei Personen gleichzeitig ansprechen. Sehr coole Fanart.
Leclerc, Madame Moire und Mademoiselle Martin. Ich würde gerne einmal noch ganz kurz mit Leclerc. Du bist nicht anwesend. Na gut. Ich bin nicht anwesend. Ihr habt gesagt, ihr wartet draußen. Also die beiden. Entschuldigung. Okay, das, ja, tun. Ich gehe noch mal zu Leclerc. Mhm. Monsieur Leclerc war richtig? War das Ihr Name? Ja. Wussten Sie, dass Madame Martin, nun sagen wir, ein Auge auf Sie geworfen hat? Ich hatte noch nicht davon gehört. Was halten Sie von Madame Martin? Und wenn ich sagen würde, Monsieur, Madame Martin hat mir den Schlüssel gegeben, was würden Sie sagen? Du spürst einen brennenden Schmerz in deiner Brust. Ah! Das ist ja genau zwischen Solarplexus und dies, Ich höre den Schrei und sage, ich hab's dir doch gesagt. Du bekommst 5 Schaden. Ich und Sie müssen vorbei. Sie müssen den Schlüssel erwähnen. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Und gehe direkt straight zu Madame Dupont. Mhm. Madame Dupont. Ja. Hören Sie auf mit der Schare, geben Sie mir den Schlüssel. Also, den Schlüssel hat entweder Monsieur Leclerc oder Madame Moirot. Okay. Shit, das war der Plan. Pokerface. Ja, war gut. Du bist die einzige Person, die ich sozusagen dachte, nicht in diesem Zirkel war. Deswegen ich dachte, dass es jetzt klappt. Ja. Also okay, sie hat gesagt, er hat entweder Monsieur Leclerc oder Madame Moirot. Aber okay, das heißt, keiner von uns ist irgendwie immun. Es hat... Mich hat es noch nicht getroffen. Irgendjemand... Ja, weil du vielleicht noch nicht die cleveren Fragen stellst. Aber du hast doch über den Schlüssel geredet. Ja, in dem Moment, wo man näher an den Schlüssel kommt, scheint man... Und wer hatte, mit welchem Gespräch ist das passiert? Bei welchem Gespräch? Bei ihm jetzt gerade? Also Leclerc. Mit Leclerc. Er hat jetzt mit Leclerc gesprochen gerade. Ah, willst du nochmal mit Leclerc reden und den Schlüssel erwähnen und gucken, ob du auch Schmerzen kriegst? Martin, Leclerc, Moirot. Deswegen wollte ich bei Madame Dupont checken. Also, wir haben 3 Personen angesprochen. Jedes Mal gab es einen Schmerz von euch. Bei dir sogar mehrfach, hintereinander. Mehrfach. Hm. Ja gut. Dann gehe ich tatsächlich, ja gut, aber... Um jetzt weiterzukommen, dann gehe ich tatsächlich dann noch mal zu... Entschuldige, was hatte Madame Dupont gesagt? Schlüssel liegt bei... Sie hat gesagt, bei Monsieur Leclerc oder Madame Moirot. Sie mag beide nicht, aber einer von beiden hat den Schlüssel. Okay, können wir das einmal aufschreiben? Weil das war jetzt um den Namen. Also, pass auf. Wer liebt wen? Lass uns einmal die Konstellation aufschreiben. Ja, okay. Also, wir haben Dupont. Wen liebt Dupont? Dupont liebt niemanden. Sie hat nicht gesagt, wen sie liebt. Sie hat nur gesagt, dass sie Leclerc und Moirot nicht mag. Wer hat das gesagt? Madame Dupont sagt, dass sie weder Monsieur Leclerc noch Madame Moirot mag, aber dass einer von beiden den Schlüssel hat. Okay, sie mag Leclerc nicht und Moirot nicht. Moirot, ja. Genau. Okay, was hat Moirot gesagt? Dass den Schlüssel jemand hat, den Mademoiselle Martin in ihr Herz geschlossen hat. Das ist Leclerc. Und Mademoiselle Martin hat gesagt, dass sie Monsieur Leclerc liebt. Genau. Also. Und Leclerc wiederum hat Bock auf Moirot. Nee, hat er nicht gesagt. Okay, alles gut. Wir müssten rausfinden, ob Moirot die Wahrheit sagt. Leclerc hat gesagt, wenn ich den Schlüssel hätte, hätte ich ihn schon längst an meinem Liebsten gegeben. Du musst rausfinden, ob Moirot die Wahrheit sagt. Der Liebste muss ja der andere Mann im Spiel sein. Das ist Miss. Gibt keinen anderen Mann. Leclerc und Martin haben ja die Wahrheit gesagt. Das hat ja Nils schon rausgefunden. So, und die haben beide gesagt, sie haben den Schlüssel nicht. Ja, also muss also, das der Liebste von Leclerc. Es sind, nee, dann ist es, ist, er hat entweder Dupont oder Moirot den Schlüssel. Einer von beiden. Da muss es jetzt Moirot sein, weil ich Dupont direkt konfrontiert hatte. Aber du weißt ja nicht, ob die lügen oder nicht. Dann gehe ich jetzt zu Madame Moirot. Mhm. Weil das ist ja die letzte übrige verbliebene Person. Nee, Dupont oder Moirot. Beide können den Schlüssel haben. Ja, aber dann geht doch zu einer und dann zum anderen. Können wir nicht einfach alle drei mal mit der Menschen... Ich lese euch noch mal genau vor, was die gesagt haben. Ihr hört nicht zu. Ihr habt einer Person nicht zugehört. Mhm. Okay. Madame Dupont sagt, ich mag weder Monsieur Leclerc noch Madame Moirot. Einer von ihnen hat den Schlüssel. Mhm. Monsieur Leclerc sagt, wenn ich den Schlüssel hätte, hätte ich ihn schon längst meinem Liebsten gegeben. Frau Moirot sagt, den Schlüssel hat jemand, den Mademoiselle Martin in ihr Herz geschlossen hat. Und Mademoiselle Martin behauptet, sagt, ja, es ist wahr, ich liebe Monsieur Leclerc. Ja, das heißt, Moirot hat den Schlüssel. Ja. Ich stelle mich zu
Madame Moirot? Wieso? Also warum hat Madame Moirot... Aber sie haben ja doch schon gefragt, ob es wahr ist. Martin ist nicht verliebt in sie die Wahrheit sagen. Also, Martin ist verliebt in Clerc. Moirot lügt. Martin ist verliebt in Leclerc. Moirot sagt, Martin, der Schlüssel hat die Person, die in die Martin verlegt ist, das wäre Leclerc. Aber Leclerc sagt, er hat den Schlüssel nicht, weil Nils hat geprüft, dass es wahr ist. Also aber hat Leclerc den Schlüssel. Lasst euch noch rätseln. Aber also Martin und Leclerc haben beide wahrheitsgemäß gesagt, sie haben den Schlüssel nicht. Aber können wir jetzt nicht einfach Martin nochmal fragen mit einer Prüfung, ob er die Wahrheit sagt? Aber Leclerc sagt ja auch meinem Liebsten. Deswegen habe ich gefragt, wie viele Männer im Saal, das sind drei Frauen und ein Mann. Und er sagt, wenn ich den Schlüssel hätte, hätte ich ihn schon längst meinem Liebsten gegeben. Genau, also das ist ja ein Mann und die anderen drei sind ja Frauen. Aber Moment, ja Dupont ist eine Frau? Aber, ja, Dupont ist eine Frau. Oh. Okay. Aber warum spielt das eine Rolle? Naja, weil er... Es ist 2023, Nils. Er hat in dieser Konstellation niemanden, der sozusagen mit dem er, den er liebt. Okay, aber guck mal, Leute, es ist doch recht einfach. Du hast Leclerc und Miss Martin, Madame Martin, hast du beide geprüft, ob sie lügen. Ja, Leclerc. Und beide haben gesagt, sie haben den Schlüssel nicht. Und beide haben die Wahrheit gesagt. Ja. Das heißt, die beiden haben den Schlüssel nicht. Oder die Prüfung ist Quatsch. Aber dann wäre es natürlich doof, weil... Nicht korrekt, was du sagst. Wieso? Das ist eine falsche Aussage in dem, was du gerade gesagt hast. Ja, weil du hast, das habe ich mir auch gefragt. Du hast gesagt, okay, sie glauben, sie haben den Schlüssel nicht. Du hast gerade gesagt, mindestens einer nicht mal gesagt, der hat den Schlüssel nicht. Mhm. Okay, das weiß ich nicht. Aber du hast, also. Das, was ich immer will, hört nicht genau zu, was die Leute sagen. Lass doch dann kurz auch mal das uns reduzieren. Mhm. Können wir das, dass Martin die Wahrheit sagt, das hast du gerade gesagt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Haben wir das rausgekriegt oder nicht? Weil das daran kann ich mich nicht erinnern. Dass Nö, habt Martin, ihr, glaube ich, nicht. Ist okay. Zweimal auf Menschenkenntnis gewürfelt, beide mal. Das kann sein, aber bei Moirot, oder? Martin lügt nicht, das kann ich euch sagen. Bevor er jetzt hingeht und die Probe würfelt. Also das ist wahr. Zurückspulen und nochmal zum ersten Mal in den Raum reingehen. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Also, aber okay. Ich habe hier nur noch Dupont stehen als die Einzige, wo wir nicht wissen, ob sie die Wahrheit sagt. Okay, aber die ist vielleicht irrelevant. Dann offensichtlich falsche Informationen. Ja, ich habe noch den Tipp, es hat was mit dem Schmerz zu tun. Das ist die Antwort auf die Frage, wer hier die Wahrheit sagt. Immer wenn gelogen wird, kriegen wir einen Schmerz? Vielleicht? Okay, bei wem hat's bei euch, bei dir hat's gestochen bei Martin. Bei dir hat's gestochen, glaube ich, bei Leclerc. Nee, bei mir hat's gestochen bei Leclerc. Ich weiß nicht, wer es bei mir war. Bei dir war, shit. Ey lass uns einfach nochmal von vorne, also ihr holt uns rein und wir machen das Interview noch mal von vorne an. Ja, ja. Lass uns mal machen. Wir können ja gut würfeln. Also. Der Hauke hat mir gerade signalisiert, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Ich weiß ja, nicht, was. Ja, mit dem Lügen und dem Stechen und so, ja. Ich wollte ja nur sagen, dass er mir gerade ein Zeichen gegeben hat, ich verstehe es nur nicht. Mhm. Wer von den drei Figuren hat mir denn gerade ein Zeichen gegeben? Nee. Scheiße. Wollte nur nicht, dass übergangen wird. Ja gut, wir fangen nochmal an, oder was? Ja, wir müssen ja nochmal. Okay. Ihr steht im Raum, also zwei von euch mindestens. Ja. Wir brauchen nicht nochmal anfangen. Ihr steht in diesem Raum, ihr könnt ihr nicht zurückspulen. Ja, aber wir sind halt nicht drin, deswegen können wir nicht teilen. Ja, okay, dann kommen wir rein. Aber wir brauchen ja Nils Menschenkenntnis, um zu verifizieren oder nicht. Das ist super. Ja, dann komm, dann holt ihr uns halt nochmal rein und dann machen wir das nochmal ganz in Ruhe. Okay, ja, ihr könnt gerne wieder reingehen. So, also. Als erstes, wer war nochmal Dupont? Madame Dupont. Madame Dupont. Die steht da in dem Café. Die sitzt da auch an einem Tisch im Café. Ja. Okay, wir gehen zu Madame Dupont. Mhm. Wie ist Ihr Name? Madame Dupont. Haben Sie einen Schlüssel? Nein. Wissen Sie, ob hier jemand einen Schlüssel hat? Ja. Wer denn? Monsieur Leclerc oder Madame Moirot? Sie wissen also nicht, wer den Schlüssel hat? Nicht genau. Wie ist Ihre Beziehung zu Madame Moirot und Herr Clerc? Ich mag beide nicht besonders. Nicht besonders. Wen mögen Sie denn? Mich. Hm. Woher wissen Sie denn, dass einer von beiden den Schlüssel hat? Ich weiß es eben. Das ist natürlich eine tolle Antwort. Ich würde gerne mal Menschenkenntnis würfeln. Kannst du machen. Ja. Hast du geschafft trotzdem, ne? Ja, ja. Sag die Wahrheit. Bist du aufrichtig, was sie von sich gibt. Wahrheit. Okay. Okay. Dann gehen wir zu Leclerc. Leclerc. Monsieur Leclerc. Mhm. Entschuldigen Sie bitte noch einmal die Frage. Der Schlüssel, wo befindet er sich? Irgendwo in diesem Raum. Können Sie das präzisieren?
Ich denke, jemand, eine Person im Raum hat den Schlüssel. Madame Dupont hat gesagt, Sie hätten sie den Schlüssel. Du hast fühlst ein Stechen in deiner Brust. Verdammt! Was hat er gesagt? Monsieur Tesseract. Fünf Schaden. Hat gesagt? Was hat er eben gesagt? Ja, er hat da nicht genau das gesagt. Aber welchen Namen hat er eben gesagt noch? Dupont. Monsieur Dupont, Madame Dupont. Er hat gesagt, Madame Dupont hätte gesagt, dass er den Schlüssel Madame hat. Madame Dupont hat gesagt, entweder Madame, entweder Monsieur Leclerc oder Madame Moreau wären im Besitz dieses Schlüssels. Oh, hat sie das gesagt? Das ist richtig. Wie reagieren Sie auf diese Wahrheit? Das ist interessant. Was sind denn Ihre, was ist Ihre Replik? Hey, dass es interessant ist. Gut, sehr schön. Darf ich davon ausgehen, dass Sie jetzt sagen, Sie hätten den Schlüssel nicht? Ja. Das bedeutet, Sie würden mit den Informationen, die Sie nun haben, davon ausgehen, Madame Moreau hätte diesen Schlüssel. Nein. Sondern? Sie denken dran, Sie dürfen nicht lügen. Sonst bekommen Sie einen Stich ins Herz. Ich hab den Schlüssel nicht. Ah, ich spüre ein Stechen in seiner Brust. Er hat den Schlüssel. Dann dürfte ich jetzt bitten, dass Sie mir den Schlüssel aushändigen. Ah. Verteufelt sein Sie. Danke. Und er gibt dir den Schlüssel. Wow. Aber warum? Ihr erhaltet den Schneidschlüssel. In was? Schneidzeit. Neidschlüssel. Neid. Neid. Neid? Neidweider. Wie neidisch sein, wie der Neider. Mhm. Das Symbol des Neides ist auf dem Schlüssel. Das Symbol des Neides. Okay, ich muss es jetzt trotzdem nochmal out of character fragen. Was ist das? Das kannst du tun, während wir eine kurze Werbepause machen. Ja, und dann kommen wir gleich zurück. Ihr habt das Rätsel gelöst. Ihr habt es gelöst. Also, wir sind gleich wieder zurück. Sie haben den ersten Schlüssel gefunden. Können jetzt Türen öffnen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Löffelmesser Gäbe. Die Angst ist mit. Wir haben uns wieder umgeguckt in den Supermärkten der Nation und für euch ganz tolle Hallo? Hallo? Hallo, Captain Penninger! Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf Zattoo.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Kommen zurück zu Soiree Bizarre. Pen and Paper, Moreton Manor Stories. Juhu! Regie, ich bin, das Ohr ist noch offen. Ich hör Budi jubeln. Ja, wir sind wieder da. Ihr habt den Neidschlüssel bekommen. Ihr habt es verstanden, in dem Raum konnte man nicht lügen. Mhm. Und dadurch habt ihr es dann am Ende ihn auch enttarnt, weil er eben nicht lügen konnte. Und als ihr ihn immer weiter unter Druck gesetzt habt, musste er dann zugeben, dass Leclerc den Schlüssel hatte. Und ja, die Antwort war, Leclerc war sich selbst am liebsten. So, ihr steht also jetzt im Kaffeehaus, ihr habt den Schlüssel. Ja, ich erwarte, dass ihr sowieso wahrscheinlich mit dem Monokel diesen Schlüssel anguckt. Der ist am Leuchten wie ein Feuerwerk. Mon Dieu. Der muss was wert sein. Vielleicht sollten wir ihn trotzdem, bevor wir ihn verkaufen, erstmal ausprobieren. Wo war nochmal die Tür mit dem komischen Schloss? Es gab zwei Türen mit diesem Schloss. Einmal im Fumoir, als auch in dem Herrensalon in Richtung grüner Salon. Genau, beide Türen führten zum grünen Salon. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach jetzt, weil wir am nächsten beim Fumoir sind, direkt die erste Tür im Fumoir testen. Gehen Sie voran, werter Wilson. Brutus, seien Sie an meiner Seite. Brüß? Ich hab Brutus gedacht. No, Brüß. Achtung, gleich gibt es Schmerz. Brüß. Ich heiße Brüß. Seid ihr noch im Raum? Nein, ich dachte, ihr seid schon in der Durchgang. Brutus. Es ist nicht Brüß. Er nennt ihn immer nur Brüß. Ja, der heißt Brutus. Er heißt Brutus. Ja gut, also ja, wir gehen in den Flur entlang in Richtung Fumoir. Genau, ihr entfernt euch wieder. Also kommt wieder der Flur wieder karger. Ihr kommt ins Fumoir. Zum Glück immer noch relativ geklärt, was so die Luft betrifft. Ihr könnt durchgehen. Wollt ihr im Fumoir die Tür benutzen? Mit dem Schlüsselloch? Ja. Oder wollt ihr ins Herrenzimmer zurück? Okay. Ja, ihr geht auf die Tür zu, benutzt den Schlüssel und der funktioniert. Dreht sich um und ihr könnt tatsächlich die Tür öffnen. Das sehen Sie. Und das direkt beim ersten Versuch.
Sehr gut. Was sich dahinter verbirgt. Wir schauen durch die Tür. Ihr seht nur einen langen Flur und am Ende des Flurs ist, macht er eine Biegung. Also es, ihr könnt nicht sofort sehen, aber sieht aus wie alle anderen Flure auch bisher. Graf Mon, gehen Sie doch mal vor. Ja, ja, natürlich. Was sagt denn das Monokel, Graf Mon? Es sieht unmagisch aus. Alles ganz normal aus. Es scheint mir, dass lediglich mir die Räume, auf die dieser Flur zusteuert, von dieser Magie aufgefüllt sind. Ich denke fast, im nächsten Raum wird uns auch wieder diese leuchtende Suppe erwarten. Wir sollten vorsichtig sein. Rätselkammern, mystische Kammern, die man zu überleben hat. Zum Glück sind wir die besten Rätselmeister des Kontinents. Und sie sind auch noch inkontinent. Sie haben beides. Also geht in den Flur runter? Also geht durch die Tür in den Flur runter? Ja, würde ich sagen, ja, genau. Okay. Liebe Lords, eine kurze Frage. Wissen wir, dass es der Neidschlüssel ist? Also er kennt das Symbol. Ich würde sagen, mit dem Wissen an Dämonologie, das euch zur Verfügung steht und um Okkultes, er kennt das, dass das Symbol des Neides ist auf dem Schlüssel. Okay, gut, dann brauche ich das nicht. Gut, dann wissen wir alle Bescheid. Ja, ja. Okay, gut, alles klar. Dann gehen wir weiter. Okay, ihr lauft den Gang entlang und am Anfang ist er, wie gesagt, wieder so karg wie im Fumoir. Und als ihr weiterkommt, wird der Flur ein bisschen heller und man hört, ja, so ein bisschen durch die nächste Tür dringt schon so ein leichtes Vogelzwitschern und so. Kommt vor eine Tür, ist eine, wieder so eine dicke Tür, die kein Fenster hat dieses Mal. Ja, was wollt ihr tun? Entrée. Ja. Ihr öffnet die Tür und steht im grünen Salon offensichtlich. Ein großer Raum, in dem Vogelzwitschern und andere Naturgeräusche zu hören sind, obwohl ihr keine Tiere seht in dem Sinne. Die Tapeten sind alle so künstliche Tapeten mit irgendwelchen Tropen und Birken, Gebirgen, Naturszenen, also alles so handgemalte Tapeten. Ganz beeindruckender Raum. Das ist Natur, wie ich sie mir wünsche. Es riecht so ein bisschen muffig. Und überall stehen Leute rum, muffig, die auch alle sehr ungepflegt aussehen. So wie als hätten sie tagelang nicht geduscht und oder sich mal gewaschen und stehen so rum, ein bisschen apathisch, laufen so umher und schauen die Tapeten an und fühlen an den Tapeten. Ja, es ist sehr, sehr stickig im Raum. Stickig. Wie viele Türen gehen da ab im Raum? 4 insgesamt. Die, durch die ihr gekommen seid und 3 weitere. Und gibt es irgendwelche Symbole auf den Türen? Über der einen Tür steht zum Herrenzimmer. Dann gibt es eine Tür, die zum Tanzsaal sagt. Mhm. Und eine Tür führt offensichtlich zum Boudoir. Zum was? Ein Schminkzimmer, ein Boudoir. Also Herrenzimmer dann noch? Das Herrenzimmer, der Tanzsaal und das Boudoir. Und die vierte Tür ist dann zurück zum Fumoir. Boudoir. Ein Boudoir ist, nennen wir es einfach, das Schminkzimmer. Schminkzimmer, Tanzzimmer, Herrenzimmer. Aber ja. Und genau, und das Fumoir, das Rauchzimmer. Wo ich kann sagen, aber ist das nicht das Herrenzimmer, ne? Auch. Nee, ihr seid aus dem Rauchzimmer gekommen. Ihr seid nicht zurück ins Herrenzimmer gekommen. Ich dachte, das Herrenzimmer bei der Rauchzimmer. Nee, das sind 2 verschiedene. Der Rauchraum und das. Aber es ist ein anderes Herrenzimmer. Nee, das ist. Nee, das, im Herrenzimmer gab es ja auch die Tür. Also im Herrenzimmer war auch eine Tür, die sagte zum grünen Salon, aber. Ja. Nun, ich würde vorschlagen, wir probieren mal eine der Türen, auf der nicht das Neid-Symbol ist. Sie wird vermutlich verschlossen sein. Keiner der Türen ist ein Symbol tatsächlich. Oh. Das ist interessant. Und Henry, ich würde vorschlagen, dass wir uns auch erstmal diesen Raum ein wenig genauer angucken. Und damit würde ich ganz gerne einmal den Raum checken. Also, der Raum ist bis auf die Tapeten und die Menschen darin komplett leer. Also du hörst diese künstlichen Geräusche, so ein grünliches Licht und wie gesagt, diese paar Tapeten, die verschiedene Naturszenen imitieren. So ein halbrunder Raum, die Wände sind so leicht gebogen und bis auf die Türen und die Menschen ist nichts in dem Was Raum. Wie viele Menschen? 20, 30 Leute. Also wir laufen alle so ein bisschen verwirrt rum und irgendjemand, der besonders ins Auge sticht? Nicht mehr als andere. Einfach so eine Menschenmasse von. Ja, sie sind alle so ein bisschen ungepflegt. Ich schnappe mir mal einen dieser Menschen und schaue ihm tief in die Augen und schüttel ihn ein wenig und sage, Sie da! Sind Sie Tier oder Tierpfleger? Sie riechen mir eher wie. Ich weiß es nicht. Hast du Menschenkenntnis oder irgendwas? Was hast du Soziales so? Ein wenig, ne? Ich meine, Smalltalk, Kunst und Kultur, Gesellschaft, einschüchtern. Was möchtest du rausfinden? Das würde, glaube ich, mir mehr helfen bei dem, naja, was Talent Sinn macht. Ich möchte natürlich wissen, was das für ein seltsamer Raum hier ist, in dem wir uns befinden. Was ist denn? Was soll das denn? Also von der Person möchtest du das wissen? Ja, was tun sie hier? Würfel mal auf Smalltalk. 20 erleichtert. Also 40, 1 und. Ach. 90. Nee. Wunderschön, es ist so schön. Ich, so. Ich liebe Wandern. Wandern? Liebe Wandern.
Und die Person versucht sich so von dir also loszu, von deinem Griff, aber jetzt auch nicht doll. So, ne, es versucht sich so sanft zu befreien. Monsieur Mon, gucken Sie doch noch einmal durch Ihr Monokel. Ja, aber ich sage Ihnen, das ist diese Opium-Geschichte hier wieder. Ich gucke durch das Monokel, ich erkenne. Ja, die Leute, die Gesichter haben so ein leichtes Magiewabern, so als wären sie irgendwie wie bezaubert. Aber ansonsten nichts im Raum, das jetzt auffällig leuchtet. Hm. Ich würde auch mal jemanden ansprechen, einfach. Mhm. Kannst du. Guten Abend. Mein Name ist Lord Ori. Nichts passiert. Zwei Glück. Dürfte ich Ihren Namen erfahren? Würfel mal, was hast du an sozialen Talenten? Verprügeln. Ja, du kannst den gerne verprügeln, aber. Nee, Nix dabei, ne? Nicht so richtig. Würfel mal auf Menschenkenntnis, aber um 40 erschwert. Gut. Eidert aus. Hast du nice. Schatz trotzdem. Ja. Ich bin doch nur hier, um spazieren zu gehen im Wald. Wow, das hat sich wirklich gelohnt. Nun, ist Ihnen bewusst, dass Sie sich hier nicht in einem Wald befinden? Wo bin ich denn? Sie sind hier in im Club Soiree Bizarre. Das ist für so einen Moment. Hast du das Gefühl, du siehst irgendeine Vernunft aufblitzen? Und die Person guckt dich einen Moment so an und schaut so in der Runde und schaut dich bis. Hören Sie die Vögel? Ich liebe den Wald. Mir geht hier langsam die Geduld aus. Ich drücke meine brennende Zigarre auf deinem Hals auf. Von der Person? Oh. Mir geht hier langsam die Geduld aus. Sie sind wahnsinnig. Ich kümmere mich jetzt darum. Achten Sie auf mich. Halten Sie mich. Halten Sie mich fern. Wilson, halten Sie mich auf. Also machst du das? Naja, um ehrlich zu sein, jetzt habe ich wieder Angst. Alle atmen nee, so scharf ein. Ich will das nur wissen. Weil ich möchte wissen, ob hier auch mal ein normaler okay. Mensch steht. Die Person schreit auf. Okay. Oh! Aha! Wer sind Sie? Wo bin ich? Bin ich noch im Club? Ich sag doch, Zigarre hilft gegen alles. Entschuldigen Sie, werte Dame. Ja. Werte Dame, wir vier sind hier hergekommen, um einen mysteriösen Fall zu lösen. Wie ist Ihr Name? Mysteriöser Fall? Name? Oh Gott, was ist, wie ist mein Name? Wer sind Sie? Mein Name ist Aldi Wilson. Wir sind zu Ihrer Hilfe hier. Ich war doch eben mit meinen Freunden noch im Club. Sie sind immer noch im Club. Können Sie uns den Tag nennen, an dem Sie diesen Club betreten haben? Heute? Gestern? Was ist denn heute? Welcher Wochentag? Heute ist Donnerstag? Nee, ich wollte an welchem Wochentag. Ich gebe dir die Information. An welchem Wochentag? Heute ist Donnerstag. Für uns stimmt nicht, es ist Samstag. Nee, nicht die Person sagt das. Du, es ist Donnerstag, das ist ein Fakt. Aber du als Charakter weißt, ich will ja wissen, wann der quasi angefangen hat. Ich weiß es auch nicht, was haben wir denn heute? Sie hat dich gerade gefragt. Deswegen. Wir haben Mittwoch. No, das ist nicht korrekt. Wir haben Donnerstag. Sie verwirren mich noch mehr. Ich dachte, am Wochenende wäre ich hier. Nun, Graf Mott, geben Sie doch bitte mal die Zeitung. Die Zeitung, okay. Sehen Sie hier. Donnerstag, den. Sehr gut. Mein Gott. Ich weiß doch. Wer bin ich denn? Nun, das können wir selbstverständlich sagt nicht wissen. Sag so langsam zusammen und sitzt auf dem Boden. Nein, sonst müssen wir sie wieder mit der Zigarre verbrennen. Ja, ich mach sie Ihnen schon heiß. Bleiben Sie besser bei uns. Sie waren das. Nein, nicht ich, das war jemand, der gegangen ist, aber wir können ihn wieder rufen. Nun, bleiben Sie bei mir. Kämpfen Sie gegen, weil du lügst ja. Aber wir können ihn wieder rufen. Ich bin Ihr Freund. Geschafft. Ein Witz, jetzt geschafft. Nein, bitte rufen Sie ihn nicht wieder. Da sehen Sie. Dann fokussieren Sie sich jetzt und passen Sie auf, dass Ihr Geist nicht wieder abdriftet. Bleiben Sie scharf, bleiben Sie bei uns. Dann okay, schläfern ja. Sie ihn nicht ein. Sie sind offenbar seit einigen Tagen bereits hier. Wirf mal Psychologie. Ich? Tesseract, bitte. Ja. Was nur, weil jetzt, bevor die Befragung... Was hast du bei Psychologie? 64 ist das. Ist das 64? Ja. 64? Ich habe 50. Ja, nee. Okay, was hast du gefragt? Achso, du hast gesagt, sie sind offensichtlich seit einem Tag. Ja, ja. Und dann hast du gesagt. Vielleicht nicht. Ich weiß doch auch nicht. Was ist das Letzte? Nein, die Person sieht völlig ungewaschen aus. Es ist völlig offensichtlich, dass diese Person seit Tagen keine Körperpflege hat. Was ist das Letzte, an das sie sich erinnern? Wir sind in den Club gegangen und dann hat irgendjemand uns was vom Vergnügungszimmer erzählt. Plötzlich habe ich einen Schmerz am Hals verspürt und ich hatte doch so eine gute Zeit.
Dürfte ich mir diesen Als einmal angucken? Ja. Ja, das waren sie vorhin, als wir gekommen sind, haben sie da... Was fällt mir auf? Sie ist ausgemergelt. Also aber am Hals? Am Hals eine Brandwunde von einer Zigarre. Nein, das war... Sie haben eine Brandwunde am Hals. Ja, von einer Zigarre von ihrem Freund, den sie mir androhte. Das rufen. Wissen wir nicht genau, es könnte jede Zigarre in diesem Raum gewesen sein. Ja, weil hier ein wenig Haut dranhängt, die war vorher schon da. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Die Person sitzt wirklich weinend am Fußboden. Lass uns mal. Ich sagen, wir haben alles erreicht. Lass uns in den nächsten Raum gehen. Ja. Das bringt hier nichts, die sind alle durch. Diese Menschen hier sind nicht mehr zurechnungsfähig. Ich glaube, es macht keinen Sinn, mit ihnen zu reden. Lassen Sie uns dieses Spaßzimmer finden. Auch um unser eigenes Interesse zu bedienen. Wollen Sie vielleicht mit uns kommen? Die Person am Boden. Die mit der Zigarre da. Achso, die ist... Bitte lass sie mich in Ruhe. Wir lassen sie in Ruhe. Ich wollte ihnen lediglich anbieten, sie zu retten aus diesem Materium. Aber wenn sie lieber weinen möchten... Leider hat das Drohnen auch nicht so geholfen. Ich spreche sie tatsächlich noch mal kurz an. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die anderen Personen hatten mehr Spaß als sie hier. Okay. Und das, warum hast du jetzt Salz in die Wunde? Ich wollte nur wissen, was dieser Neid irgendwie auf sich hat. Ja. Deswegen, mir geht's um Neid. Ich habe gedacht, vielleicht triggert das irgendwas. So. Nee. Nicht jetzt kein besonderes Verhalten. Sie versteht gar nicht, was du von ihr möchtest. Ich finde es sehr gut. Wir haben sie gequält. Jetzt werden wir sie auch noch psychisch misshandeln. Sehr gut. Ich frage mich, wer hier eigentlich die Elden des Abenteuers sind. Die Elden? Die Elden. Soll ich ihr vielleicht noch eine verpassen? Elfen! Nun, vielleicht sollten wir einfach den Raum schnellstmöglich verlassen. Ein weiterer Raum, den wir gut gelöst haben. Okay, dann in Richtung... Tanzsaal! Tanzsaal. Nee, wirklich? Ja, Tanzsaal? Ja. Okay. Die Tür zum Tanzsaal ist offen. Ihr geht in den Gang, das Licht und die Geräusche klingen so langsam aus. Und es wird, das Licht wird ein bisschen... festlicher und ihr hört so langsam Musik euch entgegenkommen durch den Flur. Als ihr ein paar Runden macht, seht ihr eine Tür auch und es ist natürlich eine fest verschlossene Tür. Also ihr könnt nicht durchgucken, aber ihr hört Musik. Was hören wir für Musik? Oh, Swing. Oh. Wilson, beherrschen Sie sich bitte. Ich fange an zu tanzen und dabei möchte ich die Tür aufmachen. Warum? Ich tanze mal. Tanzend. Du tanzt die Tür auf. Ich mach sie auf und dabei tanze ich. Ich würde mal sagen, du musst nicht mal würfeln. Ja, geil. Weil das kriegst du hin zu tanzen. Nice. Weil du möchtest ja niemanden beeindrucken oder so. Nice. Du musst einfach nur tanzen. Okay, ja, du tanzt so vor dich hin und machst die Tür auf. Ja. Du öffnest die Tür und dir tut sich ein großer Raum auf, in dem wirklich mehrere Paare so vor sich hin tanzen. Es riecht extrem nach Schweiß allerdings. Und die Musik wird lauter, als die Tür aufgeht. Und ja, es ist ein Tanzsaal. Leute tanzen. Ja. Festliche Musik, gute Stimmung. Ja. Ist auch wirklich dicht. Viele Leute im Raum. Also wirklich ist komplett zugezwängt. So. Ja. Sehr gut. Ja. Ich schaue mich um, ob hier irgendwo Lautsprecher sind oder so. Also was ist der ist eine Band. Was ist der Quell der Musik? Die Band. Ach, das ist die Band. Ich würde mir die Band gerne mal angucken. Ja, ist eine Band. Ja, aber ist die verwahrlost und ausgemergelt oder ist die fresh? Nö, sieht normal aus, aber schon ein bisschen... auf ein bisschen schwitzig, so wie die anderen Leute. Okay, aber wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht. Also sehen die auch schon aus, als wenn die da seit Tagen. Die tanzenden Menschen sehen definitiv erschöpfter aus als die Band. Ja. Ah, okay. Aber die Band sind auch Profis. Ja, macht das vielleicht nicht so fertig. Wie viele Leute sind in der Band? 7. Mhm. Wie viele Türen sehen wir? Schwer zu sagen. Ihr seht doch, du kannst die Türschilder sehen. 3 insgesamt. Plus, also mit der Tür, durch die ihr gekommen seid. Spielen alle in der Band noch aktiv mit? Oder? Alle in der Band spielen aktiv mit. Die heißen die Swingalots. Die 7 Swingalots? Die 7 Swingalots, ja. Das ist sehr gut. Können wir die Schilde über den Türen erkennen? Ja. Auf einer Tür steht zum roten Salon und auf der anderen geht's zur Garderobe. Mhm. Und auf der letzten Tür zum grünen Salon. Aus dem ihr gerade gekommen seid. Ich würde fast vermuten, dass durch das Monokel ebenfalls wieder ein großer, lustiger, magischer Brei zu sehen ist, oder? Ich bin Ihnen schon einige Blicke voraus. Ich muss es kurz scharf stellen.
Und dann werde ich Ihnen sagen, was ich sehe. Die Leute haben wieder alle so ein Wabern überm Kopf. Also als ob sie irgendwie von Magie betört sind. Ansonsten leuchtet aber nichts im Raum. Also nur die Menschen scheinen von Magie leuchtet betört. Leuchtet die Mitglieder der Band auch, werter Herr Bond. Die Seven Swing-A-Lots sehen genauso aus wie alle anderen, haben leichtes Leuchten vor. Nur damit wir es mal abkürzen. Mhm. Es ist nichts mit der Band. Vielleicht. Es ist nichts mit der Band. Vielleicht ist dies ein. Ich hätte sagen sollen, ich habe mal gehört, in solchen Fällen sollte man sich aufteilen. Vielleicht wäre es. Ja. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn jeder von uns. Nichts liebt einen Spielleiter so sehr, wie wenn sich Gruppen aufteilen. Ja. Nun, das. Auf der anderen Seite. Wäre es vielleicht auch eine gute Idee. Nun, von hier gehen ja weitere Räume ab. Ihr könnt euch aufteilen. In den roten Salon, in die Garderobe. Mhm. Was halten Sie davon, wenn wir in den roten Salon gehen? Es würde mich sehr interessieren, was uns da erwartet. Ich glaube, ich möchte eine kurze Sache ausprobieren, bitte sehr. Natürlich. Ja. Ich gehe tatsächlich zu dem nächsten Person, die da stehen und die tanzen. Die tanzen alle. Alle tanzen. Jeder in diesem Raum tanzt, außer der Band. Okay. Seven Swing-A-Lots machen Musik. Okay. Und dann, ich will nur was ausprobieren, nehme ich meinen Flachmann raus und halte den so unter die Nase. Von jemandem? Ah, die bewegen sich, ne? Ich tanze mit und. Okay, dann Würfel auf Tanzen. Ich würde die Probe. Ich glaube, wenn du das jetzt schaffst, hast du morgen 88 gespielt. 88, ja. Du versuchst das so unter der Nase zu halten, aber die machen. Okay, gut. Wir ergeben uns. Wir haben das Rätsel gelöst. Ja, mit dem Alkohol okay. Unter der Nase. Ja, also gehen wir halt zum roten Salon. Ich hätte. Man kann es ja mal versuchen. Ja. Wir müssen alles mal versuchen. Wir müssen alles. Irgendwas ist mit Geruch. Alles. Liebe Lords, Monsieur Doc, Dr. Tesseract, irgendetwas beeinflusst diese Person. Entweder ist es die Sicht oder ist es die Geräuschkulisse oder ist es der Geruch. Jedes Mal, es ist Magie. In jedem Raum, scheint es irgendeinen speziellen Geruch Winston, zu geben. Es ist daher die Magie. Hatte ich gedacht, dass eventuell ein starker Geruch wie Alkohol diese Person vielleicht aus ihrer Trance holt. Nehmen Sie doch Ihre Sorgen. Nur einmal, wo wolltet ihr hingehen? Sogar da oben. Roter Salon. Ach so. Nee, roter Salon. Nun, ich bin natürlich ein Freund dieser rationalen Gedankengänge, doch wir haben doch mittlerweile genug Evidenz, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, weitere diesen da Verrückten sich genauer anzugucken. Wir müssen die Quelle des Übels finden und nicht die ganz der Symptome. Mediziner, diese analytische Klarheit, ich unterstütze den Gedanken. Auch ich bin der Meinung, es hat wenig Sinn, doch einzelne Personen, die offensichtlich unter diesem Zauber stehen, mit heißer Zigarrenasche zu quälen. Ja, es hat aber Spaß gemacht. Das glaube ich Ihnen, Herr Bond. Hat uns so weit vorangebracht wie die letzten 30 Minuten nicht. Das war in der Tat eine Ihrer besseren schlechten Ideen, das muss ich tatsächlich sagen. Das nächste wäre der Revolver gekommen, ich sag's Ihnen. Da hätte er aber nicht mehr viel reden können dann. Ja, aber es interessiert ja schon mal keinen. Man kann hier wild rumschießen, wie man will. Dann die Leute doch sind mal ja völlig blemblem. Im roten Salon nach, da sieht man wenigstens nicht das Blut an der Wand. Das ist gut. Ich gehe also nun zum roten Salon. Wilson! Okay. Wir gehen alle. Ihr macht euch auf den Weg zur Tür. Würfelt mal alle eine Probe auf Tanzen. Okay, das hab ich nicht. Was ist das? Dann ist das eine blanke Probe auf dein Handeln wert. Ja, das ist bei dir eine 10. Gesellschaft bei mir das oder Tanz und Kultur? Da hast du tatsächlich, du hast dann nichts. Du scheiterst zwangsläufig. Ich habe 20, weil theoretisch ja, okay, aber soll ich das? Oder Gesellschaft. Ach so, ja, du kannst gerne Kulturgesellschaft plus also, um 10 erleichtert. Also 30 dann? Ja, ist eine gute Idee. Willst du vor? Aber wenn du jetzt scheiterst, wäre ich scheitere auf 87. Ja, dann kannst du auch nochmal deinen Wurf wiederholen. Auch gescheitert. Auch Ladies, ist nicht, du kannst das schon. Genau, du kannst einen Geistesblitzpunkt ja, benutzen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Wo bist du? Auf welchem Baum? Ich hab da noch einen, dann mach ich das. Okay. Dann darfst du nicht so cool tanzen. Dann darfst du cool, wenn einer das schafft. Ja, dann Udi benutzt einen Geistesblitzpunkt und versuche nochmal. Ich versuch's nochmal. Aber ich habe eine Frage. Sekunde. Also, lass ihn einmal erst würfeln, dann können wir die Frage. Nee, weil das bezieht sich auf dieses Würfeln. Okay. Ich würde ein bisschen verhandeln, weil wir haben ja alle kein Tanzen und du hast gesagt, wenn man das explizite Talent hat, hat man eine Erleichterung auf den Wurf. Und du hast denn du für einen Wert bei Tanzen? 30. Ja, dann können wir schon um 20 erleichtern. Ja, das ist schon ein guter also Wert. Ja, ja, das ist gute Musik, du kannst. Nee, du hast gesagt, wenn man das explizite Talent hat, ist es ein fairer Punkt. Ja, okay, gut. Geschafft. Yay! Hey, was gelohnt, dir? Hast du getanzt? Ja, ich habe gescheitert, ja. Also wir drei sind gescheitert. Wenn du mal 2 hattest, nicht permanent den Wert ändern. Wir brechen uns offen. Ich wollte ein bisschen tanzen, aber... Hier gehst du durch die Menge und tanzt du durch die Menge. Und ihr kommt alle an der Tür zur Garderobe raus. Und du kommst vor der Tür zum roten Salon raus. Also ihr schafft es einfach nicht, so gezielt durch die Menge. Ihr werdet hin und her geschubst und irgendwie so und kommt an der falschen Tür raus. Und du stehst vor der Tür zum roten Salon. Oh. Ja, du hast so.
Ich mach, ich wink so ein bisschen gehässig den anderen gegenüber. Ich habe Schmerzen vom Tanzen. Du kannst jetzt ohne Probe dich wieder durch den Raum bewegen. Also nur, dass du weißt, okay. Ich lass dich jetzt nicht jedes Mal würfeln, wenn du durch den Raum gehst. Lieber Lords, Monsieur Tesserac, ich gucke mal in den roten Salon. Ich dachte, wir sind beim roten Salon. Merde. Nee, ihr seid doch an der Tür zur Garderobe. Ihr steht im gleichen Raum im Tanzsaal, allerdings steht ihr vor der Tür zum, wo es zur Garderobe geht, während er vor der Tür steht, wo drüber steht, zum roten Salon. Ja. Dann gehen Sie doch mal in diesen Salon hinein und dann können Sie doch zurückkommen und uns Bericht erstatten. Sehr wohl, Brutus, let's go! Brutus steht noch am anderen Ende des Raums. Aber ja, der muss nicht mitkommen? Der war noch nicht auf Tanzen gewürfelt. Ja, dann bitte auf Tanzen gewürfelt. Na dann, Brutus kommt, leider geht in die Menge rein, wird ein paar Mal angegriffen und fängt an, so um sich zu schlagen. Und landet vor der Tür zum grünen Salon wieder. Also steht am anderen Ende des Raumes. Meine Herren, das jeder für sich! Und rennt durch die Tür zurück in den grünen Salon. Nein, schade. Oh nein, wir haben Brutus verloren! Kritischen Misserfolg gewürfelt. Oh nein, schade. Ja gut, okay, dann gehe ich in den roten Salon. Okay, und ihr, was macht ihr? Wartet einfach. Wir können in die Garderobe gehen. Wir gehen durch. Ja, gehen wir in die Garderobe. Okay. Dann beginnen wir einmal mit der Garderobe, einfach nur bei der Umfrage im roten Salon. Wann haben die noch ein bisschen Zeit? Ja. Okay. Ja. Entschuldige, ja? Nein, du wolltest gerade vorlesen, oder? Ihr macht die Tür auf, geht durch den Raum. Wie gesagt, noch ist immer, ne, der Anfang des Flurs ist immer noch so ein bisschen Partystimmung hier und da stehen noch Flaschen und so. Und dann leert er sich so ein bisschen, der Flur wird neutraler, es ist so ein roter Teppich ausgelegt und so. Und dann kommt ihr zur nächsten Tür. Moment, jetzt also, in der Garderobe ist ihr seid noch im Gang. Ist noch der Gang. Es sind immer zwei Türen, bei jedem Gang bisher. Ihr steht vor der zweiten Tür und hört durch die Tür schon so Leute reden. Ja, Tumult. Zur Garderobe. Mhm. Okay, ihr betretet die Garderobe. Der Raum ist quasi wie so ein Halbmond, so ein Schalter erstreckt sich in den Raum rein. Also quasi von euch aus, so ist der Schalter. Und es sind zwei Türen drin, Entschuldigung. Einmal eine Abgabe und einmal eine, wo man sich zurückholt, seine Jacke. Oder seine Kleidung, was auch immer man abgeben möchte. Als ihr reinkommt, gibt gerade jemand eine merkwürdig aussehende Robe ab. Also würfelt mal alle auf Dämonologie. Ja, ich hab 60, ne? Ja. Wieso was für 60? Ich hab, weil er vorher den Wert schon hatte. Ja, ich hatte quasi als erstes den Wert. 45, ja. Ja, du hast geschafft, tatsächlich. Irgendwie. Ich nicht. Ja. Das ist eine okkulte Robe. Das ist dir klar. Das hat was Okkultes. Das hat mit Dämonologie zu tun. Okkulte Robe! Okkulte Robe! Und die Robe geht rüber und ihr seht, wie jemand einen roten Jeton bekommt. Also so eine Tauschmarke und in seine Tasche steckt. Die Person verschwindet in der Menge. Mich deucht, dieser rote Jeton ist wichtig für uns. Ganz langsam. Was meinen Sie mit okkulte Robe? Die Gruppe, in der diese Person verschwunden ist, drückt jetzt so an euch vorbei in Richtung Tanzsaal. Keine Zeit zum Reden, lassen Sie uns ihn verfolgen. Auf zum Tanzsaal. Wir brauchen diesen roten Chip. Nicht im Wege stehen, dann vorwärts, Herr Bond. Vertrauen Sie mir. Ich würde gerne noch zur Garderoben. Mensch. Da stehen Menschen hinter der Garderobe, ja? Wenn du da so reinguckst, siehst du hinten Unmengen Jacken, Kleider, stehen Boxen rum, ganze Kisten, da ist ein Hund. Kannst du von der Garderobe sprechen? Da kannst du mit jemandem sprechen. Da stehen zwei Personen hinter, ja. Ein Mann und eine Frau. Bonsoir, Monsieur Dame. Ich habe gerade, ist mir aufgefallen, der Kollege dort eben, der diese wunderschöne Jacke abgegeben hat einen roten Chip bekommen. Könnten Sie mir sagen, was es mit diesem Chip auf sich hat? Jeder bekommt einen Chip, damit man seine Kleidung wiederkommen kann. Aber bekommt jeder einen roten Chip? Jeder bekommt den passenden Chip für sich. Was würde ich für meine Jacke bekommen? 2 Punkte. Die andere... 2 Punkte? Wollen Sie Ihre Jacke abgeben? Nein. Und dann bekommen Sie gar nichts für die Jacke. Was muss ich denn abgeben, um meinen roten Chip zu bekommen? Eine rote Robe. War die okkulte Robe rot? Die war schwarz und rot, ja. Die hatte rote Elemente. Alle okkulten Roben sind entweder schwarz oder rot. Fragen Sie nicht. Könnte ich Sie für ein bisschen Gölstler begeistern? Das ist ein sehr leckerer Käse. Danke, ich muss auf meinen. Gut, dann nicht, d'accord. Ja, okay. Nun haben Sie etwas herausbekommen. Nun, es scheint verschiedenfarbige
Jetons zu geben für verschiedenfarbige Klamotten, aber es scheint mir nicht allzu ungewöhnlich zu sein. Es ist ein komisches Garderobensystem. Ja, nur ich glaube, dass diese Robe ein wichtiger Hinweis ist zu den Leuten, die uns das all hier eingebrockt haben. Lassen Sie uns den roten Chip holen. Lassen Sie uns diese Robe holen. Und dann werden wir eventuell im Schutz dieser Robe. Wissen Sie noch, wie die Person aussah, die Jacke abgegeben hat? Selbstverständlich, es ist diese Person da. In der Gruppe kannst du die Person tatsächlich noch ausmachen. Ja, natürlich. Beschreiben Sie sie mal. Sie sah aus wie eine Person, die eben noch eine Robe hat. Führen Sie uns doch einfach dahin. Wir gehen jetzt gemeinsam dorthin. Wir hatten ja gesagt, wir verfolgen diese Person. Eine sehr hagere, blonde Dame mit Blumen im Haar. Also hat so wirklich so opulente Rosen, pinke Rosen im Haar stecken und so. Hat jetzt einfach nur fast wie Unterbekleidung aus, als hätte sie fast ihr Oberbekleid abgelegt. Aber ja, hat jetzt... Ich gehe direkt rein. Schauen Sie doch mal, während wir uns der Dame nähern. Durch ich schmeichel mich ein wenig. Ach so, dass ich soll das Monokel nutzen, meinen Sie? Ja, schauen Sie mal, ob sie von einem magischen Schimmer umgeben ist vielleicht. Es ist so, ich nehme das Monokel, habe es einfach im Auge und spreche die Dame an auf ihre wunderschönen Rosen und sage, meine Schönheit! Also sind möchtest das, du der Dame aufholen? Sind das ihre Haare oder Rosen? Okay. Bevor du bei ihr ankommst, sie duften wie ein springen Garten. Wir in den roten Salon zu Budi. Winston. Ja. Du gehst durch die Tür und auch bei dir, ne, der Tanzsaal liegt hinter dir. Und du kommst langsam auf einen Raum zu, aus dem jetzt schon durch das Glas ein rotes Licht fällt. Es ist eine bedrohliche Atmosphäre. Der Raum, den du durch das Glas schon sehen kannst, ist voller Gemälde. Überall hängen Urkunden an den Wänden. Scheint alles verschiedenen Leuten zu gehören. Also es ist jetzt auch kein Name, den man sofort ausmachen kann. Du könntest reingehen, wenn du möchtest. Ich zögere kurz, guck einmal hinter mich. Niemand hinter dir, der Flur ist leer. Dann geh ich rein. Okay. Du gehst in den Raum und wie gesagt, die ganzen Wände hängen voll mit Urkunden, Gemälden, überall liegen Bücher rum. Vieles wirkt einfach wie persönliche Gegenstände von Leuten, die überall im Raum gesammelt sind. Und mitten im Raum steht eine Statue, die eine Schlange darstellt. Sehe ich sonst irgendwelche Personen? Niemand, du bist komplett eine Statue, allein. Die eine Schlange darstellt? Ja. Also eine Schlangenstatue? Ja, eine Statue ist eine Schlange, eine Statue von einer Schlange. Okay. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also, ich bin allein in diesem Raum. Verstecken hilft schon mal nicht. Ich gehe zur Schlangenstatue und gucke mir die Schlangenstatue erstmal noch ein bisschen auf Entfernung mal genauer an. Mhm. Das ist eine Statue von einer Schlange. Ist aus Stein geschlagen, steht auf einem Sockel, der in dem gleichen Stein ist. Ist quasi in den Stein ist so eine Art Baumstumpf geschlagen, um den sich die Schlange so ein bisschen herumwindet. Mhm. So hoch ungefähr, ist jetzt nicht riesig. Ich schau mir den Raum an, wie viele Türen gibt es? Es gibt 5 Türen. What the fuck? Über einer Tür steht zur Garderobe. Okay. Bei der nächsten steht zum Tanzsaal, aus der bist du gekommen. Dann gibt es eine Tür zum Turnzimmer. Eine Tür, die zur Bibliothek zu führen scheint. Und eine Tür, die ins Musikzimmer führt. Okay. Ich würfel tatsächlich einfach. Ja, ich kann auf Dämonologie tatsächlich, weil ich habe ja den Monokel nicht und nix. Mhm. Also ich will einmal gucken, sozusagen, macht das Sinn? Mhm. Ja, doch, kannst du machen. Ja, ist 30, also. Mhm. Doch, ist nicht echt, ja. Ah, 25. Ja. Nee, ja. Okay. Kommt, dir schießt nicht irgendein Gedanke sofort in den Kopf, der Sinn zu machen scheint. Okay, die Urkunden, was sind das für Urkunden? Das ist nicht wichtig. Du kannst dir die angucken. Ich gucke mir die Urkunden genauer an. Das ist alles Mögliche. Es sind Urkunden von irgendwie vom Angelverein für den besten Gewinn. Es sind Urkunden über abgeschlossene Prüfungen. Es sind teilweise Besitzurkunden für Häuser. Persönliche Gegenstände. Auch, wie sag ich ja, mit wechselnden Namen. Viele französische Namen, britische Namen. Bunt gemischt. Gegenstände, die man normalerweise nicht an so einen Ort bringen würde. Und die hängen an der Wand oder was? Mhm, die hängen überall an der Wand, sind in Regale gestopft. Wie gesagt, sind noch Bücher da, die überall in den Regalen stehen. Es wirkt einfach wie ein Raum, in dem man Zeug einfach abgelegt hat und verstaut hat. Was? Okay. Es ist auch ein bisschen chaotisch, aber es ist jetzt nicht völlig verwahrlost. Okay, verstanden. Ich weiß ja, dass die anderen in Richtung Garderobe abgegangen sind.
Also gehe ich tatsächlich erstmal wieder in Richtung Garderobe. Mhm. Okay, du gehst durch die Tür zur Garderobe und du siehst, als du in die Garderobe kommst, noch wie am anderen Ende des Raumes die anderen gerade aus dem Raum gehen. Also wieder zurück in Richtung Tanzsaal. Liebe Lords, liebe Lords! Und ich winke ihnen hinterher. Ihr hört ihn. Wilson! Hallo, ça va? Ich bin nun Hausbesitzer! Nein, ich habe keine Urkunde mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, einfach sagen, wenn du was glaubst. Ja, passt nicht zu mir tatsächlich in dem Fall. Ja, wohl. Na. Ich habe einen interessanten Raum gefunden. Hier geht es lang. Wir haben einen interessanten Mann gefunden. Hier geht es lang. Er geht doch in den Tanzsaal, oder? Oder? Ja, wir suchen doch eine Frau, eine interessante Frau gefunden. Aber ja, ist eine ganze Gruppe. Aber die gehen gerade zum Tanzsaal. Ja, ihr steht quasi zwischen der Tür. Wir treffen uns im Tanzsaal. Kommt ihr aus? Einfach folgen, er ist im gleichen Raum wie ihr. Folgen Sie uns einfach. Aber ja, dann laufe ich halt hinterher. Okay. Ja. Und du wolltest gerade die Person ansprechen. Ihr seid, ne, du schließt zur Gruppe auf, du wolltest gerade die Person ansprechen. Naja, ich wollte halt natürlich klar, also ja, es ist eine Frau mit so Rosen im Haar, ne? Mhm. Das war so ein bisschen der Plan. Und ich glaube, wir hatten schon ein bisschen besprochen, dass ich sie halt voll laber und ihr versucht, ihr vielleicht das zu klauen. Aber vielleicht. Du bist doch der Typ, der Clown geskillt hat. Ich habe in den Tanzsaal. Ich würde auch ganz gerne mit ihr sprechen, ehrlich gesagt. Doch, stimmt, da. Stimmt, habe ich ja. Wir nähern uns dem Tanzsaal. Also während du sie aufholst, wir hören schon wieder Musik aus dem Tanzsaal, wir sind auf dem Weg in den Tanzsaal. Okay, aber also nur. Wir waren ja eigentlich diesen Typen. Der Mensch geht von der Garderobe in den Tanzsaal, ist näher am Tanzsaal als diese Frau und du holst sie auf. Es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ich sag dir nur, wo ihr seid, damit die Regie weiß, wo wir sind. Okay. Monsieur, ich würde sagen, Sie sind ja nun aber ein außerordentliches Talent zum Stehlen. Zum Flirten auch. Zum Flirten auch, aber das wird jetzt nicht ganz so benötigt. Ich will aber auch. Vor allen Dingen das Stehlen. Stehlen Sie mir gerade bitte nicht meine Zeit. Das Stehlen ist ja eine Ihrer großen Fähigkeiten. Naja. Nun, wir können ja Lord Henri mit unserem Charme sicherlich diese Dame bezirzen und ablenken, während Sie vielleicht versuchen, den Chip zu klauen. So machen wir das für den Fingerkredit. Das ist eine gute Idee. Als Hinweis, ihr solltet euch beeilen, bevor die Person im Tanzsaal verschwunden ist. Ja, dann lass uns da jetzt mal hin und wir reden jetzt mit der. Okay, wir sprechen. Die Person ist gerade dabei, in den Tanzsaal zu gehen. Excusez-moi, mademoiselle! Die ganze Gruppe hält an. Ja, bitte! Ich kenne sie irgendwo, Würfel mal auf Lügen. Redegewandt? Nee, komm. Lügen habe ich. Du kannst Redegewandt dann aber um 30 erschwert. Es ist einfach nicht Lügen. 69. Nicht geschafft. Ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Na, aber ich kenne sie. Wir gehen jetzt tanzen. Ihr seht sie aber noch. Sie ist nicht aus einem Suit. Sie fängt an zu tanzen. Und ist in der Menge mit ihrer Gruppe im Tanz. Mademoiselle. Du kannst nicht so mit ihr reden. Die Musik ist zu laut. Du müsstest zu ihr hin in den Tanzsaal. Ach so, ja, dann. Aber dann lassen wir doch unseren Meistertänzer sie ablenken, während ich geschickt fische. Ja. Gut. Ich will, also geht mit ihr irgendeine Veränderung vor sich? Also ist sie jetzt irgendwie, wird sie auch benommen in Trance? Wirkt wie alle anderen auch sehr, ne? Ein bisschen, aber sie wirkt noch gesünder als die anderen, aber sie ist definitiv abgelenkt. Das Ding ist, sie kennt euch nicht, ne? Also. Aber merkt man schon, dass sie auch in diese Trance kommt? Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was du mich fragst. Naja, alle Leute in diesem Tanzsaal sind ja genauso. Achso, ja. Würdest du jetzt nicht sofort sehen können. Also, weil sie wirkt. Das Problem ist, sie hat keinen Grund, sich in irgendeiner Weise für irgendwas außer Tanzen zu interessieren. Das heißt, nee, ich will nur wissen, ob die. Weil wir hatten ja vorher gefragt, und was ist das Letzte, an das die Leute sich erinnert haben? Mhm. Das war immer quasi, bevor sie in diesen Raum gegangen sind, dass man das Gefühl hat, okay, das muss ich instant sagen, ich kann, du kannst das keine Handhabe, um das zu beurteilen. Ja. Also, die Antwort auf die Frage ist zu komplex. Aber du meinst, es ist zu laut, um sich zu unterhalten, oder? Ja, wenn man zu ihr hingeht, nicht. Ja, ich würde gerne da zu ihr hingehen. Würfel mal auf Tanzen. Ach, scheiße, da komme ich sonst nicht. 25 erschwert. Ja, da geht ja nicht. Letztes Mal nicht geschafft. Wenn man einen Tänzer kennen würde, hm? Ja. Tänzer! Ich nick einfach und versuche, sie anzutanzen. Nee, du kannst auch ihn führen. Oh. Du, das ist eine ganz... Lieber Lord! Und ach, mit ihm tanzen sie! Perspektive, nun gut, dann führen sie mich. Und ich führe. Dünnes Eis, Wilson! Stimmt,
Du musst ja nicht mehr würfeln, du hast es ja schon. Nee, ihr, mit euch beiden. Ihr Lord Henry, ihr seht die beiden davon tanzen. Machen wir so ein, also, ich würde euch erlauben, da ihr seht, wie die beiden tanzen, nochmal auf Tanzen zu würfeln, um 10 erleichtert. Kennt ihr diese Szene von In-Betweeners, wo die in dieser Disco sind und da von in dem Club, da so die antanzen, so mega peinlich? So ungefähr ist grad, so kommst du gerade von, der ganze Club ist leer und die tanzen nur so eine einzelne. Okay, egal. Also alle, sobald wir uns an Wilson halten, können wir alle quasi tanzen. Ja. Das ist diese Tanzaura. Nee, er führt ja. Er führt okay. uns. So funktioniert Tanzen tatsächlich. Ja, aber wir haben nicht normal. Ja, okay. Ich schließe mich diesem munteren Tanz an. Also fasst ihr euch alle drei in den. Ja, nee, ich tanze, ich will doch klauen. Ja, du musst da auch mit hintanzen. So, klauen. Mein Gott. Ich versuche dann immer so in die Tasche zu greifen, aber es ist nicht so einfach. Aber es macht direkt Freude. Sie doch mal stehen. Die Leute machen sogar ein bisschen Platz. Yeah. Ja, sehr gut. Oh, scheiße. Nein. Ja, ihr kommt zu der Gruppe hin und die Dame ist durchaus angetan. Ihr tanzt ja doch recht charmant in ihre Richtung. Yeah. Ist das nicht zauberhaft? Würfel auf Schmeicheln. Du versuchst zu schmeicheln, ne? Ja, aber auch einen kleinen zauberhaften. Mach mal um 10 erleichtert, weil es ist schon, ne? Ihr habt tanzen ja auch. Oh, der ist zum Glück noch gefallen. Ja, zum Glück hat sie 10 erleichtert. Aber hast geschafft, ja. Hallo, zauberhaft in der Tat. Dürfte ich Sie fragen, Sie sind, ich glaube, ich habe Sie gerade in der Garderobe gesehen. Sie sind frisch eingetroffen, die Dame? Ich glaube schon. Ja, doch, 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 ja, ja. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, tanzen, Nils. In der Tat. Und wie gefällt es Ihnen bislang? Zauberhaft, wie Sie sagen. Sehr schön. Wissen Sie... Du versuchst, sie abzulenken, richtig? Ja, ich beides. Ich frage mich das gesagt auch schon die ganze Zeit. Da, du wolltest doch klauen. Ich frage nur, bevor wir jetzt die ganze Zeit die Situation ausspielen, wenn wir ablenken. Okay. Ja, Sie zu bestehlen, richtig? Ich will, also sag das mir, wenn ich würfeln soll. Und ich will aber trotzdem eine Sache noch fragen, während du... Ja, kannst ja schon mal währenddessen klauen und... Wir können das auch vorziehen. Mir ist es wurscht. Nicht, dass sie am Ende sich verpieselt. Nun, mir ist aufgefallen, ihre Robe. Aus welcher Vereinigung kommen Sie denn, werte Frau? Welche Robe? Na, Sie werden doch sicherlich nicht allein unterwegs sein. Ich zum Beispiel gehöre zu den magiebegabten Magistern. Würfel mal auf Lügen. Jo, okay, glaubt sie dir. Hochspannend, das ist hochspannend, aber wir tanzen doch gerade so schön. Hm, würfel mal auf. Hm? Weil ich gehe mal davon aus, während das passiert. Ja, ja, genau. Ja. Du kannst auf Stehlen würfeln. Ja, ja, ich will gucken, was ich habe. 60, glaube ich. Kannst sogar noch 30 erleichtern. Das ist ein lauter Raum, ihr tanzt. 75 reicht. Ja, ja, ist ein lauter Raum, ihr tanzt, du kannst gut stehlen. Es gelingt dir tatsächlich, aus ihrer Tasche einen roten Jeton zu stehlen für die Garderobe. Ich habe ihn. Nice. Nice. Ich habe doch kein Interesse mehr. Jetzt, wo sehe ich mich aus der Nähe sehe. Ja. Nee, ich wollte eigentlich, weshalb ich das gefragt habe, auch jetzt für die anderen, damit ich denke, ich laber nur rum. Ich wollte eigentlich wissen, weil sie ja offensichtlich irgendwie magiebegabt ist. Und daher war mein Gedanke, dass sie nicht einfach nur... Warum ist sie magiebegabt? Ja, weil sie diese Robe da hatte und weil sie doch so... Da schließt sie die falschen Schlussfolgerungen. Magiebegabt hat keiner gesagt. Sie ist Teil eines Kults, vermutet ihr. Hätten Sie mir mal besser zugehört. Ich sag nicht, sie ist nicht magiebegabt, nur das weißt du nicht. Ich dachte, sie ist irgendwie so, könnte damit drinstecken. Sie ist nicht Harry Potter. Eine Hexe ist oder so. Nee, also, ja, okay, sorry. Könnte sie sein, der Fehler sein, nur das weißt du noch nicht. Ja, okay. Ja, deswegen fragte ich sie gerade, sagte ich ja, die magiebegabten, so, weil ich wollte, ob... Ja, ja, ja. So, kommt. Absolut legitim. Leute. Er hat den Typ doch geklaut. Lass uns weitermachen. Geilo. Also wollt ihr zurück zur Garderobe und wollt ja, die Robe? Ja, natürlich. Das war der Sinn der ganzen Aktion. Auf dem Rückweg im Flur erzähle ich Ihnen alles über den roten Salon. Okay. Okay. Eine Schlange, sagen Sie, wie sah sie aus? Kühlstory. Wie groß war sie? Richtig. Okay. Ihr geht wieder in die Garderobe, ihr kommt in dem Raum an, ohne Probleme. Und da ist der Abgabeschalter auf der anderen Seite. Also ihr könnt da hin. Mhm. Ich gehe nun hin und drehe meine Hand diesen Chip und tue so, als wäre es das Normalste auf der Welt, diesen Chip abzugeben. Hallo, meine Werte, meine Dame, ich habe... Die Party dauert mir ein wenig zu lange. Ich bin schon alt. Geben Sie mir bitte meine Robe. Hier ist der Stück... Schein. Die Münze.
kein Problem. Und sie geht nach hinten und auf dem Jeton ist auch eine Nummer und so, kommt wieder und hält dir diese rote Robe her. Ah, das ist schön. Haben Sie vielleicht auch noch, ich habe da noch einen Goldkoffer hier irgendwo. Also, weil ich weiß nicht genau, ich bin sehr vergesslich, ich weiß nicht mehr, was da genau drin war. Er war sehr schwer und es war mit Geld was. Würfel mal auf Lügen um. Ach man, warum habe ich mir Lügen nicht geholt? 20. Hast du nicht? Was hast du denn bei Sozialen? Was irgendwie so nee, macht? Lügen ist schon okay, ich habe 20. Okay, dann würfel Lügen. Ups. Das ist schon okay. Gucken wir mal. Ja, 85. Sie Schlingel, ich geh weg mit Ihnen. Na gut, so bin ich zu meiner ersten Million gekommen. Ja gut, dann haben wir jetzt die Robe. Ja, Muckel, du holst die Robe, willst du zur Gruppe zurück oder was? Oder? Meinen Augen blinkt es auf und ich überlege, vielleicht behalte ich die Robe einfach nur für mich. Vielleicht werde ich ein Teil dieser Gesellschaft und ich ziehe sie an und probiere und ihr seht mach die Kapuze so und guck mal, was passiert. Robe stehen, wie er anfängt, diese Robe so mit glänzenden Augen anzugucken und damit anfängt zu kuscheln. Du weißt, was gerade vor sich geht. Ja, ja. Ja, die kennen sich. Er weiß genau, dass der Typ ja, ist ein Kleptomane. Der hat was geklaut und will das nicht wieder hergeben. Ja. Es könnte eine leere Dose sein und er würde ja sagen, eigentlich ist sie viel zu schade, um meinen Schatz zu teilen. Ja. Komm ich in dieser Robe, komm ich, na, meine Freunde, ich habe einen neuen Mantel. Wie steht er mir? Und ich greife in die Taschen und gucke, ob da was drin ist in den Taschen. Wollen wir mal sehen, was, ob sich das auch gelohnt hat, dieser Raubzug. Tata! Da. In der Tasche ist tatsächlich ein Stück Pergament mit dem Symbol für Wollust. Mhm. Also wieder eins der. Das der Symbol wie auf dem Schlüssel. Oder? Nee, Wollust ist ja ein anderer. Das, ich meinte, auch wieder eine der Todsünden. Mhm. Neid, Wollust, was sind die anderen? Neid, Wollust und Vergesslichkeit. Vergesslichkeit. Die sind Neid, Völlerei, Habgier, Zorn, Trägheit, Hochmut und Wollust. Ich halte nicht viel von der Liste. Mhm. Ich gehe mal davon aus, du untersuchst den Zettel und drehst den Zettel um. Und es ist offensichtlich eine Einladung ins Vergnügungszimmer. Ins Vergnügungszimmer? Es scheint eine Eintrittskarte ins Vergnügungszimmer zu sein. Ich habe soeben unsere Einladung ins Vergnügungszimmer gefunden. Da das klingt ja verlockend. Dann auf zum Vergnügungszimmer. Ihr wisst nicht, wo das Vergnügungszimmer ist bisher. Moment. Da wir nicht genau wissen, wo das Vergnügungszimmer ist, könnten wir doch zurück im Roten Salon gehen. Denn vom Roten Salon, wo ich alleine drin war, gab es noch weitere Türen in Richtung Bibliothek als auch in das Musikzimmer. Ich finde das eine fantastische Idee. Ich frage mich nur, warum fragen wir nicht einfach an der Garderobe, wo das Vergnügungszimmer ist? Das ist eine fantastische Idee. Also, du gehst zur Garderobe und fragst? Pardon, könnten Sie mir sagen, wo das Vergnügungszimmer ist? Schlingel. Das geht vom Boudoir ab, also vom Schminkzimmer. Und vom Schminkzimmer. Wisst, dass das Schminkzimmer vom Salon abgeht, das wisst ihr schon. Vom Boudoir. Ah, ich erinnere mich, dankeschön. Okay. Also der schnellste Weg geht wahrscheinlich durch den Tanzsaal. Sie könnten natürlich, ja doch, das ist der schnellste Weg durch den Tanzsaal. Also könnt durch den Tanzsaal zum Grünen Salon zurück und dann zum Boudoir und da geht's zum Vergnügungszimmer. Das ist übrigens als Erinnerung, auch wo jemand gesagt hat, das wäre, wo man Hugo Cano finden könnte. Mhm, naja. Nun, auf zum Vergnügungszimmer. Eine kurze Frage. Im Tanzsaal haben wir die Besitzerin dieses okkulten Jacketts getroffen und sie wurde scheinbar eingeladen ins Vergnügungszimmer. Das heißt, wir könnten den Weg durch den Tanzraum über diese Frau vielleicht nochmal ins Vergnügungszimmer direkt kommen. Ich würde fast sagen, ich denke, unsere Aufgabe ist es jetzt, uns von einem Zimmer zum nächsten zu hangeln. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir Zutritt zu einem Zimmer haben, haben wir diesen Teil des Rätsels absolviert und sollten ihn nicht länger in die Länge ziehen. Also gehen wir in Richtung Boudoir. Das ist durch den Tanzsaal, aber das hast du richtig gesagt. Und wenn jemand fragt, den Mantel besitze ich bereits seit mehreren Generationen. Das ist richtig. Vielleicht wäre es trotzdem schlau, ihn kurz auszuziehen, während wir durch den Tanzsaal gehen. Du hattest ihn an. Natürlich, ich werde ihn nie wieder ausziehen. Das ist ein Geschenk von meinem Uropa. Na gut, dann werde ich ihn wir wollen kein rummelig werde ich ihn einrollen. Na gut, ich roll ihn dass ein. Die Dame mit den Blumen in den Haaren sie erkennt. Okay. Ja, dann gehen wir durch den Tanzsaal, durch den grünen Salon zum Boudoir. Boudoir. Okay. Das kriegt ihr so hin. Ich überspringe mal die Räume, die ihr schon kennt, den Tanzsaal, den grünen Salon. In beiden Räumen hat sich nichts verändert. Dank Winston könnt ihr euch tanzend durch den Tanzsaal bewegen. Ihr macht euch auf den Weg zum Boudoir.
vom grünen Salon fällt, während ihr durch den Flur geht, von hinten noch so grünes Licht in den Gang. Als ihr euch dem Boudoir annähert, langsam steigt euch der wohlige Geruch von Parfum in die Nase, der aber schnell recht beißend wird. Ich glaube, es ist Sex Panther. Ja, das kann nicht sein, das ist in 49 Staaten illegal. Ja, das ist richtig. Ach, scheinbar haben sie hier illegales Parfüm. Ich habe gehört, 90% der Zeit funktioniert es immer. Nee, 70% der Zeit. 70% der Zeit. Oh, jedes Mal. Ja, ich habe gehört, 70% ist Erfolgsversprechen. Sticht richtig in der Nase. Ja, es fängt wirklich, es fängt an zu stechen, es wird unangenehm. Mir steht vor der Tür zum Boudoir. Ist eine verschlossene Tür, also nicht verschlossen im Sinne von abgeschlossen, sondern ist kein Fenster drin oder so, aber beißender Geruch. Dann hier schön ne, Nase verdecken und rein, würde ich sagen. Okay, ihr macht die Tür auf und vor euch ist ein Raum mit vielen Spiegeln. Sieht halt aus wie ein typisches Schminkzimmer. Auf den Plätzen sitzen teilweise Personen, die ganz fett mit Puder zugeklopft sind. Manche, also die Menschen sind völlig ausgemergelt, bewegen sich auch überhaupt nicht mehr. Die Damen, die sie pudern, sind aber motiviert dabei und pudern und pudern und pudern. Und da Lippen sind feuerrot und tragen ganz dickes, also ganz, ganz dickes Make-up schon. Und es sind freie Plätze noch da. Du, wenn sonst in dem Raum passiert, es spielt ruhige Musik aus so, ja. Wenn ich mal zusammenfassen darf, was wir bislang gefunden haben, dann würde ich behaupten, dass hier ist die Eitelkeit, die uns hier entgegenpudert. Oh, jeder Raum steht für eine Sünde. Sieben Räume. Nun ist gutes Aussehen wirklich eine Sünde? Nun, wir haben doch bereits die Einladung zum Vergnügungszimmer, dann scheint es mir doch hier doch eine Durchgangsstation zu sein zum eigentlichen Ziel. Sollen wir diese Tür denn jetzt nehmen? Also das Lustzimmer. Das Lustzimmer. Das Lustzimmer. Das Lustzimmer. Sehr gerne. Lustzimmer. Interessant aber, dass hier auch weitere Türen sind. Mhm. Es gibt drei Türen insgesamt. Ja. Eine führt zum Turnzimmer. Turnzimmer. Eine zum grünen Salon, aus dem ihr gerade gekommen seid. Mhm. Und eine führt zum Vergnügungszimmer. Hey. Ab zum Vergnügungszimmer, oder? Turn oder Turm? Das Turnzimmer, wie Turnen, der Sport, Turnen. Auf Turmen. Turnen. 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 Ich, auf dem Weg dorthin schnapp ich mir eine Puderdose, bitte. Dann möchte ich stehlen, da musst du auf Stehlen würfeln. Das ist nicht deine Puderdose. Why? Hab ich nicht. Dann. Du greifst nach der Puderdose und jemand haut dir sofort auf die Finger. Also bitte! Okay. Ja, dann eben nicht. Ja, wenn sie Puder brauchen, setzen sie sich. Nein, niemand setzt sich hier. Ich habe keine Zeit. Wo man einfach alles mitnimmt. Naja, also ich. Ja, ihr geht auf die Tür zu und auf der Tür prangt das Symbol für Hochmut. Gut, also man braucht einen Schlüssel offensichtlich. Es ist ein Schlüsselloch und die Tür ist abgeschlossen. Herr Bond, dürfte ich einmal diese Einladung sehen, bitte? Selbstverständlich, hier haben Sie sie. War nicht auch, aber die Zahl 7 scheint mir wirklich wichtig zu sein. Auch in der Band waren 7 Mitglieder. Punkt. Ja, nun, was sehe ich da jetzt genau drauf? Auf der Einladung ist nur das Symbol, ist keine Einladung, ist nur das Symbol der, von Wollust. Und eben der Hinweis, wir treffen uns im Vergnügungszimmer. Dann, okay, und die Tür ist zu? Die ist verschlossen. Ich würde gerne die, aber nur, also diese unter die Tür schieben, aber so, dass ich natürlich sie noch zurückziehen kann. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Aber ein guter Film. Aber klopf. Ja, warum nicht? Also ihr klopft an die Tür. Ja. Eine der Damen dreht sich um und sagt, Zutritt nur für Mitglieder des Kultes der Sieben. Das ist ja ein Zufall. Wir sind Mitglieder des Kultes der Sieben. Aber wo ist denn ihre Gewandung? Nun hier. Na, nun. Es war etwas warm hier drin, da haben wir uns erlaubt, es abzulegen. Und es war rauchig, da muss man den Kram immer wieder waschen. Das ist wahr. Zeigst dir also die Robe? Ja. Okay. Das ist ja was völlig anderes. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Und sie zieht so eine Schublade auf. In der Schublade ist so eine dicke, kleine, ja, so eine Schatulle aus Schildpatt. Sie mit den Ding? Schildpatt, das ist aus den Schildkrötenpanzern gemacht. War mal was Edles, heute ist es nur noch was Schreckliches.
So, und macht den Deckel so auf, da drin ist so ein Puderdöschen und in dieses Puder ist so ein Schlüssel eingelassen. Nimmt den so raus und es ist ein Schlüssel mit dem Symbol von Hochmut. Tatsächlich. Hm. Und sie übergibt euch den Hochmutschlüssel. Nun, ich würde sagen, rein ins Vergnügen, oder? Da stimme ich zu. Bon Dieu. Merci beaucoup. Wir gehen zur Tür und... Die Herren, also wenn sie die Kleidung noch tragen möchten später, ja, können sie gerne da aufhängen. Nun, wir wollen uns also ungern von unserer Kleidung trennen. Wie Sie wissen, ist es das unverkennbare Erkennungszeichen der Sieben. Jedem das Seine. Wer rumlaufen will wie ein Ferkelchen... Nun, ich habe schon Schlimmeres an meinen Händen gehabt. Schützt mich der Umhang? Ich würde fast behaupten, nein, aber... Okay, ja. So, sie widmet sich wieder ihrer Arbeit, lässt mich in Ruhe. Seltsames Ding. Gehen wir doch einfach und ignorieren wir diese Warnung. Sie wird nichts bedeuten. Wollt ihr den Schlüssel benutzen? Nun, ja, natürlich. Ja. Sicherlich. Okay, ja, die Tür geht auf. Mit dem Schlüssel könnt ihr die Tür öffnen. Vor euch tut sich ein langer Flur auf. Die Spieluhrmusik, die im Boudoir spielte, verklingt relativ schnell und wird abgelöst, während ihr den Flur runtergeht durch eine sanfte Geräuschkulisse von zwischenmenschlicher Interaktion. Ich kann mir das nicht vorstellen. Haben wir da auch Audio? Macht ihr keine Sorgen. Ja. Ihr kommt den Flur immer weiter runter. Yeah, baby. Und seht jetzt eine Tür vor euch. Es ist eher so eine Art Perlenvorhang. Meine Herren, ich bin bereits nackt. Es wird immer dunkler. Also wirklich sehr dunkel jetzt so langsam im Raum. Was wollt ihr tun? Wollt ihr in den Raum gehen? Ich trage nur noch diesen Mantel. Achso, ich dachte, du möchtest dich nackt aussehen. Nein, so wie Gott mich geschaffen hat und gesagt hat, so ist es gut. So sehe ich aus. Nur mein Erkennungsmerkmal natürlich habe ich an. Also das Monokel. Also bist du wirklich jetzt nackt, oder was? Ja, mein Gott, es ist ja so gut, schlimm. Also ich bin 78, wie viele Gelegenheiten werde ich wohl noch bekommen, meine... Das könnte die letzte sein. Ja, es wird die letzte sein. Nun, wir betreten den Raum. Okay. Ich betrete den Raum. Ihr kommt in einen sehr dunklen Raum. Es riecht nach... Jugend. Ja, sagen wir, es riecht nach Jugend. Leider nicht nur. Es ist sehr schwer, überhaupt irgendwas zu erkennen. Es ist wirklich unglaublich dunkel, aber ihr seht unzählige Leiber, die sich vor euch rekeln, einander berühren, ineinander verkanten und verhakeln. Und als ihr euch das so professionell interessiert anguckt, seht ihr zwischendurch immer mal wieder oben irgendwas aus Metall rausblitzen. Also ein Fuß kommt raus, an dem irgendwas aus Metall hängt und verschwindet wieder. Dann kommt eine Hand raus, an der offensichtlich was hängt. Dann andere Körperteile. Könnte ein Schlüssel sein. Was da dran hängt. Ja. Ich würfel mal auf Nachtsicht. Nacktsicht? Ja, dann würfel mal auf Nachtsicht. 53 nicht geschafft. Sei froh, dass das nicht geklappt hat. Schade. Okay. Soll ich es wagen mit dem Monokel oder ist das dann eher wie so eine UV-Lampe? Ich glaube, jetzt kommt der große Moment. Wenn sie mir eine Angel bauen. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist ja genial. Das müssen wir machen. Das würde ich richtig schlau. Ja. Aber, also ich sag mal, ihr seid gerade durch einen Perlenvorhang gegangen. Nun, ich habe das mal gesehen. Ich bin ja, wie Sie wissen, ein begeisterter Hobbyangler. Und ich kann ja aus dieser Perlenkette... Nun, haben wir vielleicht noch etwas, was für ein Haken wäre? Nee, ich weiß es nicht. Hat jemand irgendetwas, was... Du, die ist... ich habe diesen Ring. Die hat noch früher so aus Drahtsachen die Sachen zusammengehalten haben. Ja, also so... So, oder? Irgendwie in der Kleidung. Ein Kleidung. Sowas oder so könnte man. Ich meine, ihr wart auch gerade in der Garderobe. Also, ne? Die werden. Ja. Ich habe auch noch diesen Ring, den ich geklaut habe. Da können wir eventuell was draus basteln. Oh, der Ring ist nicht schlecht. Okay, zeigen Sie mir mal den Ring. Den möchte ich wieder kriegen. Und ich mache hier so. Ich habe ja hier so. Ne? Mhm. Ich habe ja auch moderne. Also ich bin ja gut mit meinen Fingern. So, das könnte vielleicht. Es gibt jemanden hier, der mechanische Kenntnisse hat. Ich weiß nicht nur darauf hin. Jemand hier kann Apparaturen bauen. Ich habe moderne Apparaturen. Hast du? Ja, dann. Aber hat nicht irgendwer Heimwerken oder so? Ich hab Handwerken. Mechanik 45. Handwerken, was hast du? 20 Handwerken. Aber mich.
Aber dann, er hat es auch auf 40. Aber ja, das kriegst du so hin. Wir reden hier von, du machst ne, an eine Schnur. Ja, so. Ja. Ist passionierter okay. Angler. Und nun? Ich muss kurz warten. Es ist wie ein wilder Barsch. Man muss genau den Moment abwarten. Der Barsch muss glauben, er ist in Sicherheit. Und dann muss man zuschlagen. Ja. Moment. Ich sehe einen Arsch. Nein, das ist ein Arsch, aber kein Barsch. Es ist glitschig wie ein Aal, aber es ist kein Aal. Ein Echt. Es ist ein Echt. In dem Moment taucht der Schlüssel tatsächlich aus der Welle auf. Und ich mach, Moment. Kann ich hol aus. Würfel mal auf Angeln. Ich hab 30 auf Angeln. Wenn das jetzt nicht klappt. Ich würde es um 20 erleichtern, weil es wirklich eine gute Idee ist. Wenn es jetzt nicht klappt, das ist wirklich eine gute Idee. Sollte ich alles umsonst. Ja, einmal. Jetzt der eine Zeitpunkt, wo dieses Teil dir was bringen könnte. Eine 7, Alter. Eine 7. Und ich hole aus. Also, ich habe keine Kurve. Die Schnur fliegt so davon. Man hört auf einmal so. Oh! Und mit einem galanten. Bling. Der Schlüssel fliegt zu dir zurück, du schnappst ihn dir aus der Luft. Tada! Tada! Oh, schön. Oh, schön. Ich habe einen Schlüssel geangelt. Ich hätte es niemals gedacht. Auf. Ja, aber Luide war so solide. Oh. Und ich hau wieder ab in die Menge. Okay. Ihr habt tatsächlich den Wollus-Schlüssel. Ein Wollus-Schlüssel. Das geht, ey. Können wir den sehen? Klar. Hier, der Wollus-Schlüssel kommt sofort, die Regie sucht ihn gerade raus. Da ist er, der Wollus-Schlüssel. Mm. Oh yeah. Ja. Ich hab Katzen gewürfelt, hat jetzt, so funktioniert. Ja. Jetzt lief's aber. Ja. Okay, aber wo? Wir haben noch gar nicht die passende Tür dazu gefunden. Ihr habt von auf jeden Fall einem Ort gehört, der dafür in Frage kommen könnte. Aber mehr dazu gibt es morgen. Ja. Oh, ach, was, ernsthaft jetzt? Ja, ich hab nicht erwartet, dass ihr so viele tatsächlich findet heute schon. Ihr habt gutes Tempo gemacht, aber es ist schon so spät. Es ist tatsächlich schon kurz nach, also 20 nach 11. Und irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Dafür haben wir morgen einen weiteren Abend vorbereitet. Es liegt noch eine Menge Abenteuer vor euch. Was ihr schon rausgefunden habt, ist ja, dass 7 Todsünden warten. 3 Schlüssel habt ihr schon gefunden. Mhm. 4 weitere liegen also vor euch. Und die große Frage, wo ist eigentlich Hugo Cano? Warum seid ihr hier? Und was ist mit den Menschen hier? Und was geht hier vor sich? Wir haben ja einiges zu tun morgen. Ihr habt noch eine Menge rauszufinden. Ein Strauß muss ja auch noch irgendwo rumlungern. Das ist... Weiß man nicht. Ihr habt nach ihm gefragt schon, aber ja. Welche haben wir? Vergnügung? Also ihr habt gefunden Wollus? Den Neidschlüssel, den Hochmut und den Wollus-Schlüssel. Das mit Hochmut war sehr, sehr gut. Da hatte ich erwartet, ihr geht erst in den Raum und müsst erst mal rausfinden, dass man diese Roben braucht und dass es einen Kult der 7 gibt und so. Aber das hattet ihr halt alles schon. Und das Angeln war eine sehr gute Idee. Ich hatte mich halt schon darauf eingestellt, dass irgendwer halt jetzt würfeln muss und so. Und man muss dann da durch. Und dann kommt man wieder raus und hat halt irgendwie den Rest des Abenteuers halt immer so einen Geschmack im Mund. Auf was hätte man denn würfeln sollen? Kommt drauf an. Das hätte ich euch. Also es gibt noch Räume, sind wir nicht aus dem Zimmer raus. Ich glaub, das Ding, irgendwann hatte ich immer so gesagt, dann gehen wir jetzt durch einen weiteren Raum, wo wir nichts gemacht haben. Es gibt Räume, in denen wartet nicht zwangsläufig eine Belohnung, aber man kann eine Information kriegen. Oder kann dann mein Charakter einfach als letzte Aktion so Kopfsprung in die wabernde Masse. Während alle rausrennen, du so, ich glaube, der Ausgang ist ich komme gleich. Ja, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gut, sehr gut vorangekommen. Ja. Wirklich, war richtig, richtig cool. Auch cool, dass so viele Leute so lange dabei waren. Ich glaube, es waren eben noch 27.000 Leute da, die wir gesehen haben. Also richtig krass. Wir sehen uns morgen hoffentlich wieder. Folgt mir bei Twitter. Was? Folgt Etienne bei Twitter. Aber nur ihm. Vielleicht auch noch Rocket Beans TV. Nein, aber hauptsächlich. Geben. Danke für die ganzen Fanarts. Und außerdem natürlich nochmal ein Shoutout an alle im Supporters Club. Wenn ihr gut findet, was ihr heute gesehen habt, dann ist das wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, Formate wie dieses zu unterstützen. Denn wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns sehr, dass wir nach Jahren, hier 4 Jahre später, hier sitzen können und einen weiteren Teil machen können. Apropos weiterer Teil, morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Viel Spaß. Und tschüss. Oh nein!